Einziger Tagesordnungspunkt ist heute die öffentliche Anhörung zum Thema verfassungs- und völkerrechtliche Fragen im militärischen Cyber- und Informationsraum unter besonderer Berücksichtigung des Parlamentsvorbehalts, der Zurechenbarkeit von Cyberangriffen sowie einer möglichen Anpassung nationaler und internationaler Normen. Zunächst möchte ich alle Anwesenden darauf hinweisen, dass die heutige Anhörung zur Herstellung der Öffentlichkeit live im Internet auf www.bundestag.de und in der Bundestags-App übertragen wird. Im Anschluss ist die Aufzeichnung auch in der Mediathek des Deutschen Bundestages auf ewig abrufbar. Vor Eintritt in die Tagesordnung erlaube ich mir, die vor Ort Anwesenden, die im Hause sind, im Sitzungssaale sind, auch entsprechende Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Bei allen anderen, die am Bildschirm sitzen, ist das nicht nötig. Und bitte auch im Saal bei der Einhaltung bei den einzelnen Wegstrecken durch den Saal des Weiteren auch bitte ich diese Masken auch zu tragen. Dann begrüße ich die Sachverständigen. Das sind Professor Dr. Wolf Heinzel von Heineck von der Europa-Universität Viadrina. Professor Dr. Elmar Padilla, Fraunhofer Institut für Kommunikation, Informationsverarbeitung, Ergonomie. Dr. Sven Harpich von der Stiftung Neue Verantwortung. Vizeadmiral Dr. Thomas Daum, der Inspekteur des Kommandos Cyber- und Informationsraum der Bundeswehr. Regattenkapitän, Herr Privatdozent Dr. Robert Koch, der sitzt vor Ort im Sitzungssaal vom Bundesministerium der Verteidigung. Und den Diplom-Informatiker Thomas Reinhold, ebenfalls vor Ort von der Technischen Universität Darmstadt, und Frau Julia Schütze von der Stiftung Neue Verantwortung. Ich danke Ihnen, dass Sie unserer Einladung zu dieser öffentlichen Anhörung nachgekommen sind, um die Fragen meiner Kolleginnen und Kollegen zu beantworten. Wir haben diese Anhörung ja des Häufigen verschieben müssen wegen der Corona-Pandemie, aber umso mehr freue ich mich, dass das jetzt auch zustande gekommen ist und wir diese Anhörung durchführen können. Begrüßen darf ich weiter die Vertreter des Bundesministeriums der Verteidigung sowie des Auswärtigen Amtes. Es geht dem Ausschuss darum, sich einen Überblick über den aktuellen Diskussionsstand zur Thematik zu verschaffen. Vor einigen Jahren haben wir bereits einmal eine solche Anhörung durchgeführt. Und die Ergebnisse dieser Anhörung dienen dazu, die weiteren Beratungen im Ausschuss und auch in der Öffentlichkeit auf eine fundierte wissenschaftliche Grundlage zu stellen. Deshalb begrüße ich nochmals ganz herzlich die Sachverständigen. Wir haben Ihnen mit dem Einladungsschreiben die Möglichkeit eingeräumt, eine schriftliche Stellungnahme zum Thema der Anhörung abzugeben. Für die eingegangenen Stellungnahmen, die den Kolleginnen und Kollegen ja weitergeleitet worden sind, danke ich mich ganz herzlich. Diese Stellungnahmen werden am Ende auch an das Protokoll dieser Sitzung beigefügt. Von der heutigen Sitzung wird ein stenografisches Protokoll erstellt. Ich bitte Sie deshalb bei jedem Wortbeitrag das Mikrofon zu benutzen, sowie Ihren Namen zu nennen. Dies gilt auch für die per Videokonferenz zugeschalteten Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und bitte versuchen Sie, soweit möglich Hintergrundgeräusche zu vermeiden. Das neudeutsche Wort anmuten kennt ja inzwischen jeder, täglich mehrmals benutzt. Und deshalb würde ich Sie auch bitten, sich nach dem Ende Ihres Beitrages auch wieder stumm zu schalten. Für den Zeitraum der Anhörung haben wir vorgesehen die Zeit von 13 bis circa 17 Uhr. Einladend möchte ich den Sachverständigen Gelegenheit geben, in einer kurzen Erklärung von etwa 5 bis 10 Minuten zu dem Thema Stellung zu nehmen. Danach werden wir mit der Befragung durch die Fraktionen fortsetzen. Die Fraktionen im Verteidigungsausschuss haben sich einvernehmlich darauf verständigt, je nach Zeitverfügbarkeit bis zu drei Fragerunden durchzuführen, für die jeweils die sogenannte Berliner Runde zum Grunde gelegt wird. Das heißt, es beginnt die CDU-CSU-Fraktion mit 21 Minuten, gefolgt von der Fraktion der AfD mit 7 Minuten, der SPD-Fraktion mit 13, der FDP-Fraktion mit 7 Minuten, der Fraktion Die Linke mit 6 Minuten, der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen ebenfalls mit 6 Minuten.
Innerhalb der Zeitkontingente bestimmen die Fraktionen eigenständig, wer eine Frage stellt und an wen sich die Frage jeweils richtet. Das Zeitkontingent umfasst aber Fragen und Antworten. Deshalb bitte teilen Sie Ihre Wortmeldung zu dem Vorsitzenden hier über den Chat mit, sobald Sie von der dem Sekretariat zur Verfügung gestellten Reihenfolge der Rednerinnen und Redner abweichen möchten. Wir beginnen nun mit den Eingangsstatements der Sachverständigen und gehen dann der Einfachheit halber der Reihenfolge der Tagesordnung vor. Und es beginnt Herr Professor Rolf Heinzschel von Heineck. Herr Professor, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hoffe, dass ich gut zu verstehen bin. Wenn nicht, bitte ich um eine entsprechende Nachricht. Dankeschön. Ich habe mich in meiner Stellungnahme, wie Sie gesehen haben, ja sehr stark auf die Frage konzentriert, ob und unter welchen Voraussetzungen Operationen im oder durch den Cyberraum eine Gewaltanwendung im Sinne des Völkerrechts oder gar einen bewaffneten Angriff darstellen können. Wie Sie meiner Stellungnahme wohl auch entnommen haben werden, sieht es nun im Augenblick so aus, dass ein hinreichender Konsens der Staaten, der ja dafür notwendig ist, wie auch dafür notwendig ist, wie bestimmte Normen zu verstehen sind, nicht nur ob eine neue Gewohnheitsrechtsnorm möglicherweise entsteht, dass dieser Konsens nicht besteht. Das Beste, was wir festhalten können, ist, dass bestimmte Operationen durch den Cyberraum die Wirkungen in der physischen Domäne zeitigen, die dem Einsatz traditioneller Mittel und Methoden der Kriegführung gleichkommen, dass solche Cyberoperationen als Gewaltanwendung und, wenn eine hinreichende Schwere gegeben ist, auch als bewaffneter Angriff eingeordnet werden können. Allerdings darf in diesem Zusammenhang der schillernde Begriff der kritischen Infrastruktur auch nicht überbewertet werden, weil auch insoweit keine echte Einigkeit besteht. Hinzu kommt, dass in den zahlreichen nationalen Cybersicherheitsstrategien der Begriff der kritischen Infrastruktur ja unter einem, wenn Sie so wollen, multifunktionalen Ansatz verstanden wird. Das heißt, hier geht es auch um Kriminalitätsbekämpfung, hier geht es auch um andere Fragen, nicht nur um solche der nationalen Sicherheit oder gar der nationalen oder der Bündnisverteidigung. Ich will mich in meiner kurzen Eingangsstellungnahme aber nicht mehr so sehr auf die Frage der Gewaltanwendung und die Frage der Selbstverteidigung beschränken, denn das habe ich, glaube ich, ausführlich genug in meiner schriftlichen Stellungnahme getan. Ich glaube, worüber wir uns im Klaren werden müssen, ist die Frage, wie es sich mit Operationen im und durch den Cyberraum verhält, die unterhalb der Gewaltschwelle verbleiben. Und es gibt eine Vielzahl von solchen Beispielen und das sind nicht nur die Versuche, etwa Daten des Deutschen Bundestages abzuzapfen in einer Art und Weise, die die Funktionalität des IT-Systems des Bundestages nachhaltig gestört hat, mit der Folge, dass sogar die Hardware ausgetauscht werden musste, sondern natürlich auch eine Vielzahl weiterer Operationen, die auch gegen private Akteure oder private Unternehmen gerichtet sind. Ich glaube, hier müssen wir uns darüber Gedanken machen, ob und wie wir solche Cyberoperationen rechtlich einordnen. Ich glaube, das ist durchaus möglich. Es ist nicht unbedingt erforderlich, hier besondere neue völkerrechtliche Regeln zu schaffen. Entscheidend aber ist, dass wir bei Souveränitätsverletzungen, egal in welcher Form und in welchem Ausmaß, klar und deutlich machen, dass wir solche Souveränitätsverletzungen als nicht im Einklang mit dem Völkerrecht stehend begreifen. Dies ist, meine ich, deswegen wichtig, weil man nicht einfach zur Tagesordnung hinübergehen kann und es sozusagen schulterzuckend hinnehmen, dass man mal wieder Opfer einer Cyberoperation geworden ist, die selbstverständlich den selbstgeschaffenen Verwundbarkeiten geschuldet ist. Das gilt es immer wieder im Hinterkopf zu behalten. Es ist auch nicht damit getan, die Rufe nach Resilienz und so weiter zu verstärken. Wir müssen hier sehr viel weitergehen. Wir müssen auch unsere, wenn Sie so wollen, forensischen Fähigkeiten im Cyberraum deutlich ausbauen. Aber wenn und soweit wir nicht bereit sind, gegen die Bundesrepublik Deutschland gerichtete Cyberoperationen, maliziöse Cyberoperationen, auch rechtlich beim Namen zu nennen, dann meine ich, machen wir einen erheblichen Fehler, sodass wir also bei Verletzung unserer territorialen Souveränität
bei der Beeinträchtigung oder der nachhaltigen Beeinträchtigung von Staatsfunktionen, bei Beeinträchtigungen von Gesundheitswesen, der Energieversorgung. Hier müssen wir, glaube ich, wenn wir mit diesem saloppen Ausdruck erlauben, klare Kante bekennen, denn wenn wir dies nicht tun, wird man die Bundesrepublik Deutschland auch in diesem Bereich nicht ernst nehmen. Selbstverständlich müssen wir berücksichtigen, dass die Bundesrepublik Deutschland, was Cyberkapazitäten oder Fähigkeiten anbelangt, nicht notwendigerweise in der ersten oder in der zweiten Liga spielen. Andere Staaten sind uns meilenweit voraus und wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass diese Staaten, die uns so weit voraus sind, von diesen Möglichkeiten und Fähigkeiten notfalls auch Gebrauch machen werden. Wir werden fast täglich Zeuge von solchen Cyberoperationen, die wahrscheinlich von anderen Staaten gegen die Bundesrepublik Deutschland gerichtet sind. Dagegen können wir zurzeit nicht viel tun. Wie gesagt, größtenteils selbstverschuldet, aber wir müssen wenigstens, was die rechtliche Einordnung anbelangt, hier eine klare Linie ziehen und eine klare Position beziehen. In diesem Zusammenhang müssen wir uns auch darüber im Klaren sein, und damit komme ich zum Schluss meiner Eingangsstellungnahme, dass die leidige Diskussion über die Unterscheidung zwischen offensiven und defensiven Cyberoperationen nicht allzu viel Sinn macht. Denn allein die Tatsache, dass eine Cyberoperation gegen einen bestimmten Akteur gerichtet ist, bedeutet noch nicht, dass sie offensiven Charakters ist. Oder wenn sie allein der Abwehr eines Cyberangriffs in Anführungsstrichen dient, ist sie nicht rein defensiv. Und häufig kann sie auch gar nicht rein defensiv sein. Sodass wir uns hier auch darüber im Klaren werden müssen, ob und inwieweit wir bereit sind, unsere Fähigkeiten im und durch den Cyberraum zu verbessern. Und damit, Herr Vorsitzender, komme ich zum Ende meines Eingangsstatements. Ich danke Ihnen. Ja, vielen Dank, Herr Professor von Heineck. Dann hat der Professor Padilla das Wort. Ja, vielen Dank. Ich habe mich bei meinem Statement daran oder werde mich daran orientieren, was wir so als Fragenkatalog bekommen haben. Da werde ich wegen meines Hintergrunds eher auf die technischen und nicht so auf die rechtlichen Fragestellungen eingehen und fange mal an mit den Möglichkeiten, die ich bei Cyberoperationen sehe. Und das ist vielfältig. Ich sehe zum einen die große Möglichkeit, dass man militärische Operationen über Cyberoperationen A besser vorbereiten und B effizienter durchführen kann. Also dass man letztlich darüber die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Durchführung und der Erreichung letztlich des Missionsziels erhöhen kann. Des Weiteren bieten in meinen Augen Cyberoperationen die Möglichkeit, menschliche Verluste zu minimieren, seien das bei eigenen Kräften, sei das bei feindlichen Kräften oder auch bei zivilen Personen im Operationsgebiet. Denn letztlich geht es, wenn man an militärische Operationen denkt, ja darum, dass man durchaus auch feindliche Systeme ausschalten möchte. Und dann ist die Frage der Alternative gegeben. Und dabei, wenn die Alternative darin besteht, mit einem kinetischen Wirkmittel zu operieren, dann ist es, glaube ich, offensichtlich, dass die Möglichkeit, wenn man die Möglichkeit hat, mit einer Cyberoperation das gleiche Ziel zu erreichen, die Wahrscheinlichkeit, menschliche Verluste in Kauf nehmen zu müssen, deutlich geringer. Das Vierte ist, dass potenziell Cyberoperationen auch eine abschreckende Wirkung haben kann. Natürlich habe ich auch hier diese SWP-Studie gelesen. Im Moment, da wir mit der Attributierung einfach nicht gut genug sind, ist ein gewisses Abschreckungspotenzial genommen, einfach weil man es nicht gut zuordnen kann. Nichtsdestotrotz, wenn man über Möglichkeiten redet, bieten Cyberoperationen logischerweise auch die Möglichkeit der Abschreckung. Nächste Möglichkeit ist, wenn man so in Richtung von InfoOps, also Information Operations, denkt, bieten Cyberoperationen die Möglichkeit, Akzeptanz und Unterstützung eigener Operationen herbeizuführen, indem man zum Beispiel, wenn man es mit feindlicher Propaganda zu tun hat, dem ein eigenes Narrativ entgegenstellen kann und letztlich natürlich so Unterstützung, Bekämpfung, Cyberkriminalität, Spionage im Sinne von gesamtstaatlicher Cyberabwehr ist auch noch eine Möglichkeit, was man mit Cyberoperationen erreichen kann. Also A, viele Möglichkeiten, natürlich sind dem auch gewisse Grenzen gesetzt. Insbesondere, denke ich, sollte man da ein bisschen unterscheiden zwischen reinen Cyberoperationen und cyberunterstützten Operationen. Also wenn ich jetzt an militärische Operationen denke, sehe ich den großen Mehrwert eher in Richtung der cyberunterstützten Operationen. Wenn wir von reinen Cyberoperationen denken, gut, dann bin ich ja mit meinem Wirken erstmal vordringlich auf den Cyber- und Informationsraum beschränkt. Das heißt, wenn ich da
eine weitergehende Wirkung erzielen will, muss ich schon vergleichsweise hohen Aufwand treiben. Was man sich bei Grenzen noch bewusst machen muss, wenn man Cyberoperationen und das Potenzial von Cyberoperationen nutzen will, dann brauche ich eine hohe Geschwindigkeit, Flexibilität und Reaktionsfähigkeit. Das heißt, wenn ich dem Ganzen einen sehr schwerfälligen Prozess vorschalte, dann nehme ich mir selbst sehr viele der Möglichkeiten, die Cyberoperationen eigentlich bieten würden. Was man bei der ganzen Geschichte natürlich beachten muss, ist die Verhältnismäßigkeit. Also man sollte schon darüber nachdenken, dass es potenziell auch Kollateralschäden geben kann. Unser Vorredner oder mein Vorredner hat ja gerade schon angesprochen, wenn man zum Beispiel in Richtung von Energieversorgung denkt und jetzt versucht, über eine Cyberoperation die Energieversorgung eines Landes lahmzulegen, dann ist das, glaube ich, unmittelbar offensichtlich, dass das größere Kollateralschäden mit sich bringt. Und dann muss man sich fragen, ob das verhältnismäßig ist für das, was man erreichen will. Nächste Grenze würde ich so unter oder fasse ich unter Kaltstartfähigkeit. Also Sie müssen sich bewusst machen, wenn Sie sich heute überlegen, ich will jetzt eine Cyberoperation durchführen, dann können Sie nicht einfach loslegen, sondern sowas müssen Sie vorbereiten, da müssen Sie entsprechende Kapazitäten vorhalten, Sie müssen auch im Vorfeld eine Aufklärung durchführen. Will heißen, Vorbereitung müssen Sie im Zweifel auch in Friedenszeiten schon tätigen. Und was man nicht verhehlen sollte, einen gewissen Aufwand hat das Ganze natürlich auch. Wir reden ja hier schon über eine Operation, wie bei jeglichen anderen militärischen Operationen auch, bringt das natürlich einen gewissen Aufwand mit sich. So viel mal fürs Eingangsstatement von Möglichkeiten und Grenzen. Kurz nochmal die Lage gestreift, das war auch noch so eine Frage. Welche Bedeutung hat die Lage? Ja, ich würde sagen, natürlich eine entscheidende, denn die Lage ist die Basis zielgerichteten Handelns. Also sollte ich schon eine gute Informationen darüber haben, welche Gruppierungen mit welchen Fähigkeiten führen gerade welche Kampagnen durch, also so im Sinne von kenne deinen Feind oder know your enemy. Und es ist natürlich sehr wichtig für Operationen zu wissen, wie ist denn so die Stimmungslage. Das heißt, wie sieht's, was sagt die Stimmung zu der eigenen Operation, wie sieht es im Operationsland aus? Und gegebenenfalls, wie ich gerade schon gesagt hatte, sollte man auch darüber nachdenken, ob man nicht die Stimmung auch versucht, aktiv zu beeinflussen, also quasi ein eigenes Narrativ zu platzieren. Besonderheiten von Cyberwirkmitteln war noch so eine Frage. Und da noch drei Worte zu. Einmal, gut, Sie müssen sich darüber klar sein, so eine, das nennen wir es, ein Cyberwirkmittel geht halt nicht wieder weg. Das heißt, das bleibt und das ist kopierbar. Das heißt, Sie können davon ausgehen, dass über Zeit das irgendwann so eine Art Commodity-Software wird. Also Sie können nicht davon ausgehen, dass Sie das auf ewig geheim halten werden. Das heißt, dass irgendwann wird das bekannt werden. Und was Sie sich in Abgrenzung zu, ist, wenn wir meinetwegen eine Rakete oder sowas nehmen, da können Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass sie irgendwann explodiert. Bei einem Cyberwirkmittel wissen Sie das nicht so genau. Es kann sein, dass das gar nicht funktioniert, weil Ihr Zielsystem inzwischen geändert worden ist. Das kann sein, dass das einmal funktioniert. Das kann sein, dass das ganz häufig funktioniert. Also Sie haben eine hohe Unsicherheit über das Zeitfenster, in dem Ihr Cyberwirkmittel nutzbar sein wird. Was man sich dann noch bewusst machen muss, solche Wirkmittel sind nicht rein in militärischer oder regulierter Hand. Also im Prinzip, jeder, der Software schreiben kann, kann auch hingehen und eine Malware schreiben. Und letztlich, das hatte ich gerade schon mal kurz erwähnt, man kann in bestimmten Fällen ein Cyberwirkmittel als Ersatz für ein kinetisches Wirkmittel nehmen. Letztes Thema, was ich noch streifen wollte aus dem Fragenkatalog, war, was sind denn so Maßnahmen zur Verbesserung? Da bin ich immer ein Fan davon, das Ganze als einen Dreiklang zu sehen, Prävention, Detektion und Reaktion. Das heißt präventiv, was die meisten dann auf dem Schirm haben, ist, wir können versuchen, die Angriffsfläche zu minimieren. Dann sind sie so bei Ansätzen wie Microkernel, Virtualisierung, Security by Default oder sowas. Was in meinen Augen da aber auch auf jeden Fall zugehören sollte, ist Transparenz. Und zwar können Sie da in Richtung von Automatisierung von Sicherheitstests gehen, um tatsächlich eine Transparenz überhaupt zum Sicherheitszustand Ihrer Systeme zu erhalten. Also da sind wir im Moment immer noch nicht sonderlich gut. Da gibt es noch ein bisschen Arbeit oder Forschungsbedarf in meinen Augen. Detektion, da sind aktuell so die Ansätze Machine Learning, KI, Killchain-basiertes Korrelation von Einzelevents. Und was häufig also als Stiefkind noch behandelt wird, ist die Reaktion. Also erstmal müssen wir uns klar machen, wir werden es, egal was wir bei Prävention und Detektion treiben, nicht zu 100%iger Sicherheit schaffen. Wir müssen uns also schon
eine Reaktion überlegen. Und das ist klassisch, dass sie Antworten brauchen auf die sogenannten W-Fragen. Also was ist passiert, welche Daten sind abgeflossen, welche Systeme betroffen, welche Werkzeuge eingesetzt und ganz zentral, wer war es? Und da sind wir wieder bei der Attributionsthematik. Damit komme ich auch dann zum Ende. Ich glaube nämlich, Attribution ist das, was eine der, wenn nicht sogar die dringendste Frage ist, die wir eigentlich mal lösen müssten. Wir brauchen ganz klar eine eindeutige und unabstreitbare Attribution. Wenn wir das nicht geregelt kriegen, dann laufen viele der Maßnahmen, die wir sonst hätten, einfach ins Leere, dadurch, dass für einen Angreifer der Erwartungswert immer enorm hoch ist. Also wenn sie keinerlei Repression zu befürchten haben und was zu gewinnen haben, dann ist ihr Erwartungswert natürlich entsprechend hoch und dann sind die Leute eher nicht gewillt, sich an Regeln, die man dann lustig definiert, auch zu halten. Das soll es von mir erstmal gewesen sein. Dankeschön und bis später dann. Ja, vielen Dank, Herr Padilla. Dann gebe ich das Wort an Herrn Dr. Sven Herbig. Sie haben das Wort für Ihren Beitrag. Vielen Dank. Lieber Herr Vorsitzender, liebe Abgeordnete, liebe Menschen, ich stelle gleich mal die drei wichtigsten Punkte voran. Erstens, die IT- und Cybersicherheit in Deutschland wird durch den Einsatz von offensiven, intrusiven Maßnahmen im Cyberraum durch die Bundeswehr nicht erhöht. IT- und Cybersicherheit in Deutschland können nur durch den Einsatz defensiver Maßnahmen nach Subsidiaritätsprinzip mit Unterstützung der entsprechenden Behörden und flankiert von Legislativvorhaben erhöht werden. Zweitens, für das Beispiel Ziel einer Cyberoperation ist die Unterscheidung zwischen oft geduldeter Spionage und der Vorbereitung einer militärischen Aktivität, sogenanntes Prepositioning, schwierig zu erkennen. Es muss daher eine klare Strategie der Bundesregierung für den Einsatz offensiver, intrusiver Maßnahmen der Bundeswehr geben und die Strategie muss anderen Ländern kommuniziert werden, um Missverständnisse und Eskalationsspiralen zu vermeiden. Und drittens, der Einsatz von Cyberwirkmitteln ist lediglich eine Ergänzung zu weiteren Wirkmitteln und muss domänenübergreifend gedacht und in eine gesamtstaatliche Strategie eingebettet werden. Und jetzt ein wenig zur Rolle der Bundeswehr. Die Rolle der Bundeswehr bei der gesamtstaatlichen Sicherheitsvorsorge im Bereich Cybersicherheit in Friedenszeiten ist verfassungsrechtlich in der Praxis bisher hauptsächlich auf den Eigenschutz, also defensive Aktivitäten, begrenzt. Auf Basis der Anzahl und Heterogenität der eigenen IT-Systeme der Bundeswehr ist dies eine sinnvolle Nutzung der vorhandenen Ressourcen zur Steigerung der Resilienz der Bundeswehr-IT und über die Lagebilderstellung und Übermittlung an das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik auch für die IT-Infrastrukturen in Deutschland allgemein. Zukünftig könnte die Möglichkeit der Amtshilfe durch die Bundeswehr bei schweren Cybervorfällen noch weiter beleuchtet werden, zum Beispiel durch konkrete Einsatzszenarios. Die Grenze zwischen defensiv und offensiv, sie wurde ja gerade schon genannt, wird im Cyberraum in der Regel dann überschritten, wenn die getätigten Maßnahmen nicht mehr die eigenen Systeme, sondern Systeme von Dritten und oder Systeme des intendierten Ziels betreffen. Innerhalb offensiver Maßnahmen wäre eine trennscharfe Grenze zwischen Informationsgewinnung auf der einen und Aufklärung und Wirken auf der anderen Seite dann gegeben, wenn die IT-Schutzziele, also Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit, der Zielsysteme beeinträchtigt und Sicherheitsmechanismen ausgehebelt werden. Solange das nicht der Fall ist, zum Beispiel durch Portscans, ist die Maßnahme nicht intrusiv, trotzdem offensiv und es kann von Informationsgewinnung im Sinne der technischen Sondierung gesprochen werden. Dies kann auch dann der Fall sein, wenn zwar das Schutzziel Vertraulichkeit verletzt wird, aber das Zielsystem über keinerlei Sicherheitsmechanismen verfügt, die ausgehebelt werden müssen, zum Beispiel bei falsch konfigurierten Cloud-Storage-Systemen. Informationsgewinnung dient zur Identifikation von möglichen Zielsystemen und ihren Schwachstellen, sowie, es wurde gerade schon genannt, zur Formulierung der Einsatzgrundsätze und Auswahl der Wirkmittel. Das daraus resultierende Wissen bildet die Grundlage, um die eigene intrusive offensive Maßnahmen für Aufklärung und Wirken vorzubereiten, die im Spannungs- und Verteidigungsfall, also im Rahmen der Landes- und Bündnisverteidigung sowie bei Auslandsmandaten zum Einsatz kommen. Hierfür müssen zum Beispiel Exploits entwickelt und beschafft und in Offensivwerkzeuge und Plattformen integriert werden. Es ist daher unentbehrlich, eine Folgenabschätzung für Cyberwirkmittel anzufertigen, die über den Einsatz hinausgeht. Zum Beispiel, von welchen Firmen kauft die Bundesrepublik Angriffswerkzeuge und Exploits und mit welchen anderen Akteuren und Regimen handeln diese Firmen noch und was bedeutet das, wenn wir diesen Firmen aus Steuergeldern bezahlen. Strategisch müsste zusätzlich analysiert werden, ob die Notwendigkeit besteht, unbekannte Schwachstellen, sogenannte Zero Days, für den Einsatz gegen Hochwertziele zu nutzen oder ob bekannte und sich im Disclosure-Prozess befindliche Schwachstellen mit einem durchschnittlichen Window of Exposure von ca. 70 Tagen dafür nicht ausreichend sind, um den Einsatz durchzuführen. Aufklärung und Wirken im Cyberraum sollten dem Parlamentsvorbehalt unterliegen.
Für Aufklärung könnte alternativ möglicherweise auch die Parlamentszustimmung im vereinfachten Verfahren vorgesehen werden. Dieses Verfahren könnte auch bei der Informationsgewinnung Anwendung finden, während hier ein Parlamentsvorbehalt möglicherweise nicht zwingend notwendig ist. Es ist zwar begrüßenswert, dass die Bundesregierung die Anwendbarkeit der UN-Charta, des Völkergewohnheitsrechts und des humanitären Völkerrechts auf den Cyberraum anerkennt, jedoch sollte sie dringend prüfen, ob man auf Basis der Gegebenheiten des Cyberraums nicht weitergehen müsste. Im aktuellen Positionspapier der Bundesregierung on the Application of International Law in Cyberspace wird zum Beispiel beschrieben, dass eine Cyberoperation gegen kritische Infrastrukturen in Friedenszeiten nicht immer auch eine Gefährdung der Souveränität darstellt. Und dass der Einsatz einer wurmfähigen Schadsoftware in zivilen Infrastrukturen gemäß humanitärem Völkerrecht legitim wäre, wenn sie ihre Wirkung nur bei den wirklichen militärischen Zielen entfaltet. Beide Beispiele sind vermutlich völkerrechtsdogmatisch vertretbar, aber sollten unter anderem wegen der Verharmlosung von Operationen gegen kritische Infrastrukturen, gegebenenfalls Zurückhaltung von gefährlichen, wurmfähigen SEO-DOIs und nicht intendierten Kollateralschäden keine Einsatzgrundlage der Bundeswehr im Cyberraum darstellen. Deutschland muss hier mutiger werden und sich nicht nur daran halten, was rechtlich zulässig ist, sondern Rahmenbedingungen kreieren, die normativ sinnvoll für die Stabilität des Cyberraums sind. Als letzter Punkt ist es wichtig anzuerkennen, dass die bisherige und die aktuelle Cybergefährdungslage in Deutschland fast ausschließlich von organisierter Kriminalität und Nachrichtendiensten und Geheimdiensten geprägt ist. Um diesen Aktivitäten entgegenzuwirken, muss die Bundesregierung gesamtstaatlich IT-Sicherheit und Resilienz fördern. Da der Bundeswehr als Teil dieses Ansatzes vor allem die Rolle des Eigenschutzes und gegebenenfalls der Amtshilfe zukommt, sollte hier auch der politische und organisatorische Fokus liegen und nicht auf offensiven, intrusiven Cyberfähigkeiten. Für Sicherheit im Cyberraum gilt, IT-Sicherheit und Resilienz sind die beste Verteidigung. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Herbig. Dann hat der Vizeadmiral Dr. Thomas Daum das Wort. Bitte sehr, Admiral. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hoffe, ich bin zu hören, wenn ich ein Signal bekomme. Ja, ich sehe Nicken. Vielen Dank. Verehrte Abgeordnete, als meinen Einstieg in die heute vorwiegend rechtlich geprägte Anhörung möchte ich zu Ihrer Diskussion in der gebotenen Kürze einige grundsätzliche Aspekte zum militärischen Cyber- und Informationsraum beitragen, die ich dann natürlich bei Interesse in der Fragerunde gerne vertiefe. Das Thema Bedrohung will ich vor die Klammer ziehen. Jede vernetzte Gesellschaft bietet zahlreiche Einfallstore für hybride Bedrohungen und dabei kann jeder Aspekt des politischen, gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens zur Angriffsfläche werden. Diese Anfälligkeit bedeutet enorme Risiken für die äußere und innere Sicherheit, aber auch für die politische Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit. Dass der Cyber- und Informationsraum keine Grenzen aufweist und damit die Abgrenzung von innerer und äußerer Sicherheit verschwimmt, ist wohl anerkannt. Daraus ergeben sich beträchtliche Herausforderungen auch für die Bundeswehr. Aus militärischer Sicht ist die hybride Kriegführung das wahrscheinlichste, aber auch das komplexeste Szenario zukünftiger Konflikte. Zugleich ist aber die hybride Einflussnahme, also Aktivitäten unterhalb der Schwelle zur Gewaltanwendung, als Vorstufe eines Konflikts genauso relevant. Vielleicht bleibt es sogar bei dieser Stufe, wenn die Einflussnahme schon den gewünschten Zweck erfüllt. Das bedeutet ein erhebliches Erkenntnisinteresse der Bundeswehr, gerade bezüglich dem Aufklären von solchen Absichten und Aktivitäten. Das Thema Recht will ich ebenso kurz vor die Klammer ziehen. Nach meinem Verständnis vertritt Deutschland die feste Auffassung, dass das Völkerrecht einschließlich der Charta der Vereinten Nationen, des humanitären Völkerrechts, vorbehaltlos auf die Aktivitäten der Staaten im Cyberspace Anwendung findet. Und dass natürlich das Völkerrecht im internationalen Kontext insoweit von besonderer und entscheidender Bedeutung ist. Ich will als ersten Aspekt auf das Verständnis des Cyber- und Informationsraums als eigene militärische Dimension eingehen. Dieser besteht, und Sie kennen unsere Definition, aus dem Cyberraum, dem elektromagnetischen Umfeld sowie dem Informationsumfeld. Wir sprechen in Deutschland vom Cyber- und Informationsraum, eigene Partnernationen sprechen nur vom Cyberraum. Ich will aber den Anteil Informationsraum betonen. Ein zentraler Faktor in allen Konfliktformen sind die Menschen, die Informationen aufnehmen, miteinander teilen, austauschen und sie schließlich zur Grundlage ihrer eigenen Einstellungen und ihres Handelns machen. Und hier haben potenzielle militärische Gegner Möglichkeiten, schon im Rahmen hybrider Einflussnahme Stimmung zu machen oder im Rahmen hybrider Kriegführung konsequent auf Zielgruppen einzuwirken und Einfluss zu nehmen. Und deshalb ist das Informationsumfeld ein wesentliches militärisches Handlungsfeld im militärischen Cyber- und Informationsraum. Daneben gilt natürlich für den Cyberraum, Digitalisierung birgt bei allen Vorteilen auch eine Vielzahl von potenziellen Gefahren.
Und das gilt natürlich ebenso für den militärischen Bereich, für das digitalisierte Gefechtsfeld, für Battle-Management-Systeme und für vernetzte Waffensysteme und Plattformen. Und hierfür steht bekanntlich das C im CIR als zweites wesentliches Handlungsfeld. Mein zweiter Impuls soll die Prioritäten im CIR herausarbeiten. Meine Kernaufträge als Inspekteur Cyber- und Informationsraum sind natürlich der Betrieb und Schutz der eigenen Systeme sowie das Aufklären von gegnerischen militärischen Potenzialen. Den gegnerischen Absichten stellen wir dann, wenn erforderlich, das Wirken gegen gegnerische Ziele als weiteren Kernauftrag entgegen. Und ein umfassender Kernauftrag ist die Unterstützung aller anderen Teilstreitkräfte, der anderen Organisationsbereiche mit IT, mit ELOKA, wenn es sein muss, operativer Kommunikation und allen Geoinformationen. Im Vordergrund unserer Aktivitäten als militärischer Org-Bereich steht dabei zum einen der Schutz unserer eigenen IT-Systeme, also ganz generell die Informationssicherheit in der Bundeswehr. Denn unsere Abhängigkeit von IT-basierter Infrastruktur fordert eine angemessene Verteilungsfähigkeit. Die Bundeswehr benötigt zur Erfüllung dieser Aufgabe im CIR natürlich alle verfügbaren Mittel und Möglichkeiten, insbesondere auch im äußersten Fall, nämlich der Kriegführung in der Dimension CIR. Im Vordergrund stehen aber genauso der Anteil Aufklärung im CIR. Aufklärungsmaßnahmen kommt eine wesentliche Bedeutung zu. Es gilt, gegnerische Fähigkeiten, Potenziale und militärische Absichten und Aktivitäten fremder Staaten aufzuklären und Angriffsvorbereitungen möglichst frühzeitig zu erkennen. Das Ziel ist also hierbei, bereits im Vorfeld eines bewaffneten Konflikts die eigene Verteidigungsfähigkeit zu erhalten bzw. zu erhöhen. Und deshalb sind beide Aufgaben, Schutz und Aufklärung, bei uns auch Dauerauftrag 24/7, wie wir das bezeichnen. Ich will nun die wesentlichen Charakteristika von Cyberwirkmitteln noch einmal anreißen. Das haben meine Vorredner ja auch schon getan. Und auf die in der Bundeswehr gültige Unterscheidung zwischen defensiven und offensiven Cyberwirkmitteln will ich hier gar nicht weiter eingehen. Aus meiner Sicht haben Cyberwirkmittel den Vorteil, dass sie in der Regel speziell für ein Zielsystem und einen Effekt vorbereitet werden können. Und damit können sie letztlich auch eine Bandbreite einnehmen, von chirurgisch präzise bis breit gestreut und hoffentlich exakt das bewirken, was zur Zielerreichung erforderlich ist. Je präziser, je vorsichtiger und je kontrollierter dabei das Vorgehen ist, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit von Kollateralschäden. Im Grunde weisen Cyberwirkmittel also Charakteristika auf, die an herkömmliche konventionelle Wirkmittel erinnern. Natürlich liegt in dem Vorteil auch eine Schwäche, denn einen Effekt vorbereiten zu müssen, bedingt stets einen zeitlichen Vorlauf. Grundsätzlich sind die Maßnahmen durchaus reversibel, aber das bedingt natürlich, dass man den Zugang zu einem Zielsystem entsprechend erhalten muss. Ich will nur noch auf einige grundlegende Vorgaben und daraus folgende Ableitung für die Bundeswehr eingehen. Möglichkeiten und Grenzen militärischer Operationen sind natürlich genau an solchen Vorgaben zu bemessen. Der grundgesetzlich festgelegte Zweck für die Aufstellung deutscher Streitkräfte ist die Verteidigung. Dafür sind Vorbereitungen zu treffen und auf einen möglichen Gegner hin auszurichten. Das setzt voraus, dass man technisch auf dem neuesten Stand der Entwicklung ist und auch hinsichtlich der personellen Fähigkeiten auf der Höhe der Zeit agieren kann. Es gilt insoweit fortlaufend, Stichwort Aufklärung, Erkenntnisse über potenzielle gegnerische Zielsysteme und deren Schwachstellen zu gewinnen, um handlungsfähig zu sein, wenn es erforderlich ist. Es geht also letztlich darum, dem Auftrag der Streitkräfte gerecht zu werden. Unbenommen davon muss die Bundeswehr auch im Frieden in der Lage sein, sich gegen Cyberangriffe von unterschiedlichen Akteuren zur Wehr zu setzen. Und ich greife hier noch einmal den Aspekt des Verschwimmens von äußerer und innerer Sicherheit auf. Die Cybersicherheit Deutschlands mit dem Teilauftrag Cyberverteidigung für die Bundeswehr kann nur in einem gesamtstaatlichen Ansatz aller zuständigen Ressorts tragfähig sein. Mit dem Nationalen Cyberabwehrzentrum besteht hier ein Kernelement der nationalen Cybersicherheitsstrategie für den Ressort- und behördenübergreifenden Austausch. Sie wissen das. Eine reaktive Handlungsfähigkeit ist auch grundsätzlich gegeben, doch eine schnelle Reaktionsfähigkeit und eine koordinierte Krisenbewältigung sind aus meiner Sicht das noch zu erreichende notwendige Ziel, damit wir in nationalen IT-Krisenlagen unmittelbar reagieren und diese hoffentlich auch bewältigen können. Um hier ganz klar dem Argwohn sozusagen nicht zu entsprechen, nicht die Teilhabe, aber natürlich ein mögliches Agieren der Bundeswehr innerhalb des Cyberabwehrzentrums ist natürlich an Voraussetzungen gebunden, beispielsweise Artikel 35 Grundgesetz. Das ist natürlich klar.
Ich schließe mit der Feststellung, dass die Möglichkeiten und Grenzen eigener militärischer Cyberoperationen gleichermaßen durch politische, aber vor allem rechtliche Rahmenbedingungen bestimmt werden. Und dazu gehören grundsätzliche Vorgaben, wie aber auch Vorgaben für konkrete militärische Operationen. Verehrte Abgeordnete, ich hoffe, meine Gedanken geben Ihnen Impulse für Ihre wichtige Diskussion zu den verfassungs- und völkerrechtlichen Fragen im militärischen Cyber- und Informationsraum. Ihre Diskussion ist nach meiner Auffassung für die Bundeswehr zu begrüßen und für alle, insbesondere für die mir als Inspekteur Zirr anvertrauten Soldatinnen und Soldaten, wichtig. Alle Soldatinnen und Soldaten und ganz besonders die Zirrkräfte erwarten nämlich zu Recht, dass sie bei jedem Einsatz auf dem festen Boden des Völkers und des Verfassungsrechts stehen. Und militärische Handlungssicherheit kann immer nur durch Rechtssicherheit entstehen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und gebe zurück zu Ihnen, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Admiral. Und dann hat als nächster der Fregattenkapitän Dr. Koch das Wort. Bitte sehr. Vielen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete. Ich möchte zu Beginn der Anhörung und unserer Diskussion vier Aspekte kurz beleuchten. Die Rolle von und der Umgang mit Schwachstellen in IT-Systemen, die Bedeutung des gesamtstaatlichen Ansatzes bei der Cybersicherheit, die Möglichkeiten und Grenzen der Resilienz und schließlich die Bedeutung solcher Aspekte für Cyberoperationen. Schwachstellen in IT-Systemen spielen für militärische Cyberoperationen eine wichtige Rolle. Aber natürlich nicht nur da, auch beispielsweise im Bereich der Cyberkriminalität werden Schwachstellen ausgenutzt. Dies führt häufig dazu, dass Forderungen nach einer strikten Verpflichtung zur Offenlegung aller entdeckten Schwachstellen aufkommen, mit der Argumentation, dass eine Zurückhaltung der Sicherheit abträglich sei und zu umfassenden negativen Konsequenzen führen würde. Dabei werden häufig Beispiele wie die Schadsoftware WannaCry oder NotPetya genannt, die sich mittels des öffentlich gewordenen Eternal Blue Exploits der NSA weltweit verbreiten konnten. Schaut man diese Vorfälle jedoch genauer an, zeigt sich, dass zu den jeweiligen Angriffszeiten der Hersteller längst informiert war und auch schon Patches längst bereitgestellt hatte, jedoch zunächst nur für die noch unterstützten Betriebssystemversionen. Dies zeigt insbesondere, dass das eigentliche Problem nicht im Abhandenkommen und der Veröffentlichung des Angriffscodes lag, sondern in der Herausforderung der Schließung von Schwachstellen in der Praxis, selbst bei einem vorhandenen Patch. Die jüngsten Angriffe auf MS Exchange unterstreichen dies nochmal. Während Microsoft bereits am 5. Januar 2021 über entsprechende Angriffsmöglichkeiten informiert wurde, war eine Behebung der Schwachstelle im Rahmen des Patch Days Anfang März geplant. Durch die massiven Angriffe Ende Februar wurde dies etwas vorgezogen. Es sind aber bereits viele Systeme betroffen. Nach den USA ist Deutschland als zweithöchste Zahl hier zu nennen. Und das BSI hat ja auch entsprechend zum zweiten Mal überhaupt eine Warnung der Stufe Rot, der Stufe 4, verschickt. Dies zeigt die Herausforderung bei Patchen schon in einfacheren Fällen. Denn trotz des vorliegenden Desasters, muss man sagen, ist das auch hier ein einfacherer Fall, worüber wir reden, was das Patchen anbelangt, weil die Schwachstellen grundsätzlich patchbar sind, was aus technischen Gründen nicht immer der Fall ist. Sie keine Systeme betreffen, die 24/7 laufen müssen und nur selten eingeplante Maintenance-Zeiten haben. Keine Systeme betreffen, die bei Änderungen, also auch Einspielen eines Patches, rezertifiziert werden müssen, wie beispielsweise im Bereich der Avionik oder im medizinischen Bereich. Und keine Systeme betreffen, die harte Echtzeitanforderungen erfüllen müssen, wie beispielsweise im Bereich von Schalt- und Automatisierungstechnik. Trotzdem funktioniert es selbst in diesen einfacheren Fällen in der Praxis regelmäßig nur ungenügend. Schauen wir auf andere Bereiche, beispielsweise auch den Bereich der kritischen Infrastrukturen, sind die Herausforderungen noch größer. Neben den genannten Aspekten kommt beispielsweise noch dazu, dass der eine oder andere Hersteller von Legacy-Systemen, die lange betrieben waren, gar nicht mehr existent ist. Wer soll also die Schwachstelle schließen, wenn sie denn veröffentlicht wird? Die Forderung nach einer strikten Offenlegung aller Schwachstellen berücksichtigt daher nicht die Komplexität der realen IT-Landschaft. Entsprechend ist vielmehr ein holistischer Prozess zum verantwortungsvollen Umgang mit Schwachstellen erforderlich, der alle Aspekte einbezieht, wie beispielsweise die Verbreitung und Gefährlichkeit inklusive der Ausnutzbarkeit in der Praxis von einer Schwachstelle, die Möglichkeiten der Schließung und den Vor- und Nachteilen einer Veröffentlichung bzw. Geheimhaltung. Mit Hinblick auf entsprechende Prozesse und die Komplexität der deutschen Cybersicherheitsarchitektur versus der Dynamik des Cyberraums ergibt sich somit insbesondere die Notwendigkeit des weiteren Ausbaus des gesamtstaatlichen Ansatzes.
Cybervorfälle zeichnen sich oftmals dadurch aus, dass sie insbesondere zu Beginn schwer attribuierbar sind und oftmals auch das eigentliche Ziel nicht unmittelbar zu identifizieren ist und somit auch die entsprechenden Zuständigkeiten gegebenenfalls erstmal nicht klar sind. Mit Hinblick auf komplexe Cyberkrisen erfordert dies eine leistungsfähige Koordinationsfähigkeit zwischen allen beteiligten Akteuren. Das nationale Cyberabwehrzentrum kann hier der geeignete Ansatzpunkt sein und es entsprechend weiter auszubauen und zu befähigen. Um entsprechende Cyberkrisen jedoch zuvorzukommen, ist die Steigerung der Resilienz unserer Netze und Systeme von besonderer Bedeutung. Ziel muss es sein, die Angriffsoberfläche so weit wie möglich zu reduzieren und die Systeme zu härten, um so die Hürde für den Angreifer höher zu legen. Ein grundlegender Aspekt ist die konsequente Nutzung von Produkten mit einem hohen Sicherheitsniveau. Die Bundeswehr nutzt beispielsweise auch Systeme, welche auf Mikrokernbetriebssystemen wie L4 mit nachgewiesenen Sicherheitsmechanismen basieren und welche auch durch das BSI zertifiziert sind. Mikrokernbetriebssysteme bedeutet insbesondere, dass sie nur eine minimale Anzahl von Programmzeilen haben und somit entsprechend auch eine minimale Anzahl potenzieller Fehler. Viel zu oft finden sich aber auch in sicherheitskritischen Bereichen noch Systeme, welche auf full-blown operating systems basieren, also Betriebssysteme, wie sie sie auch auf ihrem Laptop nutzen, mit denen sie prinzipiell alles machen können, die also über sehr viele Zeilen Programmiercode mit entsprechend hohen Anzahl potenziellen Schwachstellen verfügen und viele Funktionalitäten, welche eigentlich in vielen Anwendungsbereichen gar nicht benötigt werden, aber die Basis für einen Missbrauch darstellen können. Mikrokerne wie beispielsweise der Open Source verfügbare SEL4 werden noch immer viel zu selten eingesetzt. Der Mehrwert für die Sicherheit bei der Nutzung solcher Elemente wurde in der Praxis eindrucksvoll demonstriert, beispielsweise durch das High Assurance Cyber Military Systems Programm der DARPA in den Jahren 2012 bis 2017. Auch die Arbeiten der EU, die Ansätze Security by Design und Privacy by Default voranzubringen, sind in diesem Kontext sehr zu begrüßen. Es ist aber immer auch auf die praktische Umsetzung zu achten, welche mitunter suboptimal ausfallen kann. Als Beispiel sei hier die EU-Cookie-Richtlinie gewählt, die wohl allen gut bekannt ist. Wichtig ist aber auch zu beachten, dass eine solch avisierte Resilienzsteigerung auch unter optimalen Bedingungen eine lange Zeit benötigt und keine spürbaren Verbesserungen von heute auf morgen bringen kann. Die Transition von IPv4 auf IPv6, also den Protokollen, die für die Adressierung der Rechner im Internet zuständig sind, mit der entsprechenden Parallelnutzung beider Protokolle seit über 20 Jahren und den damit verbundenen Sicherheitsimplikationen ist ein Beispiel hierfür. Weiterhin muss berücksichtigt werden, dass auch optimal gebaute Systeme, soll heißen Systeme, die gemäß der physikalischen Theorie sicher sind, wie beispielsweise im Bereich des Quantenschlüsselaustauschs, in der Praxis angreifbar bleiben werden, sei es durch bewusst eingebrachte und schwer bis nahezu unmöglich detektierbare Manipulationen, durch neue Möglichkeiten, die im Rahmen von Sprunginnovationen entstehen oder durch die Limitierungen der physikalischen Umsetzung, die beispielsweise Seitenkanalangriffe eröffnen können. Die Gewährleistung der Cybersicherheit und die Reduzierung des Risikos im Cyberraum auf ein tragbares Maß, insbesondere auch mit Hinblick auf die exponentiell technologische Entwicklung, wird daher sehr herausfordernd bleiben. Bei der Risikoanalyse ist daher immer eine holistische Betrachtung durchzuführen, welche die drei grundlegenden Bedrohungsebenen, das Ausnutzen vorhandener Schwachstellen, das Finden neuer, bis dato unbekannter Schwachstellen, den sogenannten Zero Days, sowie das bewusste Einbringen von Schwachstellen berücksichtigen. Die daraus in der Praxis resultierenden komplexen Herausforderungen erfordern entsprechende, stets weiterzuentwickelnde Verteidigungsfähigkeiten auf höchstem Niveau. Durch die Asymmetrie im Cyberraum, die Komplexität der Systeme und die Grenzen der Resilienz ist das Vorhalten offensiver Fähigkeiten zur Gewährleistung der eigenen Durchsetzungsfähigkeit daher unumgänglich. Selbst mit besten Sicherheitsmaßnahmen muss jederzeit mit einem wirkungsvollen Cyberangriff gerechnet werden. Und Notfallpläne für die Wiederherstellung von Systemen im Worst-Case-Fall sind gegebenenfalls in Firmen ausreichend, aber nicht auf dem Gefechtsfeld. Gleichzeitig bieten offensive Cyberoperationen auch die besondere Möglichkeit, mit im Vergleich zu anderen Erbringungsdimensionen gewaltärmsten Effekten Operationsziele zielgenau und typischerweise reversibel zu erreichen, beispielsweise das temporäre Ausschalten eines Kraftwerks oder eines Kommunikationsknotens, was bereits angerissen wurde, was bei der Nutzung von beispielsweise Luft-Boden-Raketen bekanntlichermaßen regelmäßig nicht der Fall ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf die Diskussion.
Vielen Dank, Herr Kapitän. Dann hat Herr Thomas Reinhold von der TU Darmstadt das Wort. Bitte sehr. Sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bundestages, vielen Dank für Ihre Einladung. Mit Blick auf die verfassungs- und völkerrechtlichen Fragen im militärischen Cyber- und Informationsraum ist es mir als Friedens- und Sicherheitsforscher und Informatiker wichtig, eingangs kurz auf einige Aspekte hinzuweisen, die für diese Fragestellung meiner Meinung nach maßgeblich sind. Zum einen muss festgehalten werden, dass nahezu jegliche unerlaubte Aktivitäten gegen oder in IT-Systemen Maßnahmen erfordern, um Schutzmechanismen zu umgehen, um Zugangs- oder Ausführungsberechtigung zu erlangen sowie um digitale Fußspuren zu beseitigen. Aus der Perspektive der IT-Sicherheit entspricht dies in jedem Falle einer Manipulation des Regelverhaltens des betroffenen Systems, das sich daraufhin unerwartet verhalten kann. Dies kann beispielsweise die Störung bei der Ausführung der regulären Dienste bedeuten, den Ausfall eines IT-Systems verursachen oder Effekte in anderen abhängigen Systemen hervorrufen. Gleichzeitig sieht man einem IT-System von außen nicht mit ausreichender Sicherheit den Zweck sowie diese wechselseitigen Abhängigkeiten an. Die indirekten und direkten Konsequenzen von Manipulation sind dadurch kaum sicher abzuschätzen oder einzugrenzen. Das bedeutet, dass jegliche Aktivitäten gegen IT-Systeme diese potenziell gefährden, und zwar unabhängig vom eigentlichen Zweck der Cyberoperation. Zweitens muss hinsichtlich der technischen Aspekte von nachrichtendienstlichen und militärischen Aktivitäten im Cyberraum festgehalten werden, dass eine rein passive Aufklärung kaum möglich ist oder einen marginalen nachrichtendienstlichen Erkenntnisgewinn liefert. Hochwertziele sind zumeist tief in IT-Netzwerken eingebettet und ein Zugriff auf diese erfordert ein sukzessives Ausspähen, Unterwandern und Manipulieren vorgeschalteter Systeme. Somit werden in der Regel auch unbeteiligte Systeme beeinträchtigt. Derartige Aktivitäten könnten damit potenziell Effekte auslösen, bei denen Menschen verletzt oder getötet oder Sachgüter erheblich beschädigt werden. Mit Verweis auf ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages von 2018 würde dies das Verbot friedensstörender Handlungen nach Artikel 26 des Grundgesetzes berühren. Drittens, offensive Cyberoperationen, auch die im Rahmen der Bundeswehrfähigkeiten diskutierte aktive Cyberabwehr, erhöhen den Bedarf an Aufklärungsaktivitäten in Friedenszeiten. Um im Konfliktfall zeitnah über Informationen zu potenziellen Zielsystemen und deren Schwächen zu verfügen, müssen diese bereits im Vorfeld gesammelt und bereitgestellt werden. Wie es in der kürzlich erfolgten Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage deutlich wird, kommt diese Aufgabe der Informationsgewinnung und Weitergabe mutmaßlich dem Bundesnachrichtendienst zu. Aufgrund des umfangreichen und kontinuierlichen Informationsbedarfs für die Erstellung und Aktualisierung eines Cyberlagebildes bedeutet dies einen erheblich technisch-operativen Mehraufwand für den BND, der über die gezielte nachrichtendienstliche Aufklärung sorgfältig ausgewählter Systeme deutlich hinausgehen dürfte. Eine solche regelmäßige Informationsgewinnung und Weitergabe unterstreicht damit erneut die Frage nach der Legitimität sowie nach den Möglichkeiten einer parlamentarischen Kontrolle und Steuerung einer de facto verstetigten Kooperation zwischen Bundesnachrichtendienst und Bundeswehr. Darauf ist in den vergangenen Monaten bereits mehrfach an verschiedenen anderen Stellen hingewiesen worden. Schlussendlich ist anzumerken, dass dem Trend einer zunehmenden Militarisierung des Cyberspace kaum geeignete konfliktreduzierende Maßnahmen gegenüberstehen. Dies betrifft Hilfsmittel und Verfahren zur Unterstützung von Vertrauensbildung im Cyberspace sowie für die Nichtverbreitung von Cyberwaffen oder die Rüstungskontrolle und Abrüstung. Etablierte Ansätze versagen und geeignete technische Verfahren existieren bislang bestenfalls als Konzepte. Eine gezielte Förderung technischer Forschung ist daher dringend geboten und kann im Rahmen deutscher außenpolitischer Initiativen wichtige Impulse als Gegengewicht bieten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Reinhold. Und dann hat Frau Schütze das Wort. Bitte sehr. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Eingangs ist mir wichtig zu sagen, dass die Domäne, in der sich die Bundeswehr und andere Sicherheitsbehörden aus Deutschland und anderen Ländern bewegen, untrennbar von der Domäne ist, die wir für eigene wirtschaftliche und soziale Aktivitäten selbst nutzen. Es handelt sich um dieselbe Domäne. Dies muss mitbedacht werden, da die Nutzung der Domäne für Verteidigung potenzielle positive als auch negative Auswirkungen auf die Nutzung derselben Domäne für die friedlichen Aktivitäten haben kann. Deswegen sollte die Cyberverteidigungspolitik gesamtstaatlich gedacht werden. In meiner Stellungnahme gehe ich vor allem auf drei Problemfelder auf. Erstens der Einsatz der offensiven Nichtschwächen.
Nehmen wir an, die Bundeswehr soll einen internationalen Einsatz durchführen können und dort auch offensive Cyberwirkmittel nutzen. Hier stellt sich vor allem die Frage, welche offensiven Mittel darf die Bundeswehr einsetzen? Es sollte vermieden werden, dass solche Mittel negativen Einfluss auf unsere eigene Defensive haben. Deswegen ist es wichtig, Risiken bei der Nutzung von offensiven Fähigkeiten durch die Bundeswehr bei Mandatsfällen zu mitigieren. Dabei spielt vor allem der Umgang mit Schwachstellen eine Rolle. Hier ist gut zu befinden, dass die Bundeswehr ein eigenes Disclosure-Programm aufgesetzt hat, wo sie mithilfe von externen Schwachstellen in ihren eigenen Systemen identifizieren. Dies ist ganz im Sinne der IT-Sicherheit. Allerdings handelt es sich nur um Schwachstellen in ihren Systemen, während der Umgang mit Schwachstellen, die sie selbst für offensive Operationen nutzen, noch ungeklärt ist. Hier wäre es wichtig zu untersuchen, inwieweit zum Beispiel die Nutzung von bekannten Schwachstellen der Bundeswehr ausreichen würde, um ihre verteidigungspolitischen Ziele zu erreichen. Zweitens, die klare Trennung von Mitteln zur Vorbereitung eines möglichen Einsatzes und eines Einsatzes durch Mandat sind wichtig, um vor allem Eskalationen zu vermeiden. Der Einsatz offensiver Mittel muss im Ernstfall zum Beispiel, wenn der Zielstaat davon mitbekommt, außenpolitisch klar und transparent kommunizierbar sein, um Eskalationen und falsche Einschätzungen des Zielstaats zu vermeiden. Deshalb braucht es eine klare Trennung zwischen der Vorbereitung eines möglichen Einsatzes mit offensiven Mitteln und eines Einsatzes offensiver Mittel mit Mandat. Technisch hat mein Kollege Sven Herbig hier einen Vorschlag gemacht, wo die Linie ist. Wenn es um die Rolle von nachrichtendienstlichen Operationen der Bundeswehr oder anderer Behörden vor Mandat geht, sollte der Unterschied zwischen Maßnahmen zur Informationsgewinnung als auch Maßnahmen zur Aufklärung und Wirkung klarer kommuniziert und kontrolliert werden. Im BND-Gesetz ist eine privilegierte Partnerschaft zwischen BND und Bundeswehr vorgesehen. Demnach kann der BND Informationen an die Bundeswehr weiterleiten. Hier stellt sich die Frage, wie kommt der BND an diese Informationen? Wie geht man momentan damit um, wenn der BND die Informationen durch offensive Cyberoperationen im Sinne der Aufklärung und Wirkung bekommt, in einem Land, wo die Bundeswehr kein Mandat hat und diese Informationen dann aber an die Bundeswehr weiterleitet? Wenn die Operation entdeckt werden sollte, wie kann die Bundesregierung dann glaubhaft sagen, dass diese Operation rein nachrichtendienstlicher Natur war und nicht genutzt wurde, um einen Militäreinsatz vorzubereiten? Das ist wichtig, weil letztendlich muss der Zielstaat einer solchen Operation glaubhaft überzeugt werden. Drittens, Klarheit über Deutschlands Reaktion, wenn andere Staaten unsere IT-Infrastrukturen für ihre Verteidigungszwecke nutzen. Ich hatte in meiner Stellungnahme im Dezember über US-Cyberverteidigungspolitik geschrieben, die unter anderem besagt, es gilt, bereit für eine mögliche Verteidigung zu sein. Um dies zu erfüllen, führen US-Militärs im Zweifelsfall auch offensive Cyberoperationen in grauen Netzen durch. Das könnte dann zum Beispiel IT-Systeme deutscher Firmen und Behörden sein. Ich hatte gefragt, wie Deutschland mit solchen US-amerikanischen Cyberoperationen in deutschen Netzen umgeht. Nun gab es seitdem ein Statement des Auswärtigen Amts in Zusammenarbeit mit dem Bundesverteidigungsministerium. Allerdings schafft es nur bedingt Klarheit und könnte noch etwas geschärft werden. In dem Statement gelangt man zu dem Schluss, dass vernachlässigbare physische Auswirkungen und Funktionsstörungen unterhalb einer bestimmten Auswirkungsschwelle keine Verstöße gegen die Souveränität darstellen, selbst wenn sie sich auf eine kritische Infrastruktur auswirken. Zudem wird beschrieben, dass Deutschland die Sorgfaltspflicht anwenden würde. Unter Berufung auf den ersten Fall des Internationalen Gerichtshofs Korfu-Kanal macht Deutschland geltend, dass Staaten verpflichtet sind, nicht zuzulassen, dass ihr Hoheitsgebiet wissentlich für Handlungen verwendet wird, die den Rechten anderer Staaten zuwiderlaufen. Wie sind diese Aussagen der Bundesregierung dann im Fall dessen zu bewerten, dass die USA möglicherweise unsere Infrastrukturen gegebenenfalls kritische nutzt, um in einem Land, mit dem wir nicht in Konflikt stehen, IT-Infrastrukturen anzugreifen, auch vor allem, wenn wir davon mitbekommen? Zusammenfassend stelle ich deswegen fest, dass die strategische Neuausrichtung anderer Staaten, wie zum Beispiel der USA, und der Einsatz offensiver Mittel von der Bundeswehr bedeuten, dass Deutschland seine Strategie gesamtstaatlich anpassen muss. Diese müsste die genannten Inkonsistenzen adressieren. Und dies ist besonders wichtig, da eine transparente und kohärente Strategie, die erklärt, wie Deutschland agiert, auch förderlich sein kann für die Schaffung von Vertrauen und allgemein anerkannten Normen des Verhaltens im Cyberraum. Durch die Verbesserung der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit, Transparenz und Vorhersehbarkeit des Verhaltens im Cyberraum seitens Deutschland könnte auch das Risiko von Fehlwahrnehmung, Eskalation und Konflikten verringert werden. Vielen Dank.
Danke sehr für Ihren Beitrag an alle Sachverständigen. Wir gehen auf dieser Grundlage denn jetzt in die Fragerunde der einzelnen Fraktionen. Und als erster hat die Fraktion der CDU-CSU das Wort, Herr Otte. Ja, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren Sachverständige, liebe Gäste, lassen Sie mich zunächst einmal herzlich danken, dass wir zusammen diese Anhörung heute Cybersicherheit durchführen. Und herzlichen Dank auch an das Sekretariat, ich denke im Namen aller, für die sehr gute Vorbereitung. Ein Statement des ersten Sachverständigen, Professor Dr. Schiff von Heineck, hat es ja zumindest für mich auf den Punkt gebracht, dass wir weitaus zurückliegen im Vergleich zu anderen Nationen. Und wir müssen einmal die konkurrierende Aufgaben betrachten, die es gilt im Rahmen der Cybersicherheit. Aber wir müssen deutlich machen, dass es neben der Abwägung von ethischen und juristischen Argumenten darauf ankommt, dass wir die Sicherheit unseres Landes gewährleisten können. Und hier müssen wir die Sicherheit und die Verteidigung Deutschlands umfassend betrachten. Es ist Auftrag der Bundeswehr, die Verteidigung unseres Landes für die Bürgerinnen und Bürger sicherstellen zusammen mit unseren Bündnispartnern. Da geht es auch darum, dass wir neben den Kategorien Fregatten, Panzer, Kampfflugzeuge, See, Land und Luft deutlich machen, dass wir den Wirtfällenraum verteidigen müssen, um Angriffe mit weiten Ausmaßen verhindern zu können. Denn was wäre denn, wenn wir GPS oder über die Stromnetze nicht schützen können, beziehungsweise sie so angegriffen werden, dass sie zusammenbrechen würden. Davor gilt es, unser Land zu schützen. Auch sage ich sehr deutlich, dass ein solcher Cyberangriff, wie er sich vielfach an jedem Tag in unseren Institutionen breit macht, nicht von einem klassischen anderen militärischen Angriff zu unterscheiden ist, zumindest nicht von der Intention. Und so gilt es, dass wir neben den klassischen Domänen eben Schutz, Verteidigung, Angriff, Abschreckung, dies genauso wie für die anderen Bereiche Land und See auch für den Cyber deutlich machen. Klar gilt es, Besonderheiten zu betrachten, nicht über das Ziel hinauszuschießen, insbesondere völkerrechtliche Rahmenbedingungen zu sehen. Diskriminierungsgebot, Verhältnismäßigkeit, Ultima Ratio, Achtung des Gewaltverbots, auch das müssen wir im Cyberraum sehr deutlich im Auge haben. Aber nach Auffassung der CDU-CSU-Bundestagsfraktion gilt es, mehr zu tun in diesem Bereich, aufzuschließen, um deutlich zu machen, dass die Sicherheit unseres Landes umfassend im 360-Grad-Raum zu betrachten ist. Und deswegen ist das für uns eine sehr wichtige heutige Anhörung, die mehr als nur ergänzt, sondern die in einem ganz sensiblen Bereich aufmerksam macht. Wir haben uns in der Fraktion dahingehend die Aufgaben geteilt, dass jetzt erstmal der Dr. Reinhard Brandl anschließend wird und für die weiteren Fragerunden dann der Professor Dr. Patrick Sinsburg und Herr Eckart Gnotke zur Verfügung stehen. Herzlichen Dank erst einmal von meiner Seite und ich gebe weiter an Herrn Dr. Brandl. Vielen Dank. Ich darf um ein Signal bitten, ob mich jeder versteht. Kommt der Ton an? Kommt an. Also vielen Dank und vielen Dank auch für die interessanten und ich sage mal sehr inhaltsreichen Eingangsstatements der Experten. Ich habe eine Reihe von Fragen an verschiedenen Experten und möchte beginnen mit dem Inspekteur Daum. Herr Daum. Wir stellen die Bundeswehr zur Verteidigung auf. Sie haben das ja auch deutlich gemacht in Ihrem Eingangsstatement. Meine erste Frage an Sie ist, wenn Deutschland unzweifelhaft, zu der Frage, was ein Cyberangriff ist, kommen wir später noch, unzweifelhaft von einem anderen Staat mittels eines Cyberangriffs angegriffen worden wäre oder angegriffen wird, was wäre aus Ihrer Sicht dann eine mögliche Strategie bei der Verteidigung? Und wie würden, sagen wir mal, sich konventionelle Mittel
bzw. Cybermittel zur Verteidigung dort unter Umständen ergänzen? Ja, vielen Dank, Herr Abgeordneter, für die Frage. Wenn Deutschland angegriffen wird mit einem Cyberangriff, gilt für die Bundeswehr natürlich erstmal der Schutz der eigenen Netze, der eigenen Systeme. Und das ist natürlich sozusagen mit dem Auftrag der Bundeswehr einhergehend. Wenn ein solcher Angriff sich auf zivile Infrastruktur etc. erstreckt, dann wird das natürlich durch die anderen Ressorts, insbesondere durch das BMI, wahrgenommen. Wenn es dann zu einem Vorgang kommt, der das Cyberabwehrzentrum berührt, dann wird die Bundeswehr im Rahmen des ressortübergreifenden Austauschs davon natürlich Kenntnis erlangen. Wenn wir dann den Eindruck haben, dass wir bei der Bereinigung dieses Angriffes unterstützen können. Beispielsweise könnte das natürlich bei uns Cybersicherheitsexperten auf den Plan rufen. Dann haben wir offensichtlich eine Fähigkeit, die möglicherweise hier hilfreich sein kann. Das setzt aber natürlich dann voraus, weil das wäre ja, wenn es um zivile Infrastruktur geht, ein Einsatz der Bundeswehr im Inneren, und dann setzt es natürlich den Artikel 35, also die Amtshilfe, voraus. Dann könnten wir das natürlich entsprechend leisten. Und das kann natürlich Unterstützung sein in der Frage des Aufstellens von entsprechenden Abwehrmechanismen, Firewalls etc. Das kann sein im Kontext forensischer Untersuchungen, wenn denn der Angriff beendet oder abgewehrt ist. Eine aktive, unmittelbare Teilnahme an Verteidigungsaktivitäten sehe ich dabei jetzt erstmal nicht. Also ich sehe keinen Gegenangriff, ich sehe kein offensives Vorgehen in dieser Hinsicht. Das ist da sicherlich nicht die Rolle. So würde ich die Frage beantworten. So, Sie sind jetzt gegangen vom Friedensfall, der ja Gott sei Dank und hoffentlich auf ewig anhält. Wie wäre die Lage im Verteidigungsfall? Ja, im Verteidigungsfall ist das natürlich eine Sache, wo wir uns im Konfliktzustand mit einer Nation befinden. Und dann kommt es natürlich auf die Frage an, ob wir mittels aktiver, offensiver Maßnahmen einen Angriff abwehren können. Das setzt natürlich voraus, dass man überhaupt die Fähigkeit und die entsprechenden Zugänge besitzt, um einen solchen Schritt zu erzielen. Aber dann ist natürlich auch, sage ich mal, die Rechtslage eine andere, wenn wir uns im Konflikt befinden. Dann ist natürlich die Frage zu stellen, wer ist denn der Angreifer? Und da sind wir bei dem schon angesprochenen Thema der Attribuierung, die natürlich dort immer schwierig ist. Aber wenn wir von einem Angriff ausgehen, dann gilt es, das natürlich entsprechend zu untersuchen. Wir sind uns darüber im Klaren, dass das dazu führen kann, dass wir auf einmal auf eine Nation A schauen, von der möglicherweise ein Angriff kommt, obwohl wir uns mit der Nation B im möglichen Konflikt befinden. Das verkompliziert natürlich die Thematik. Das würde ich erstmal so beantworten. Die Bundeswehr stellt sich ja in allen Teilstreitkräften auf Verteidigung ein. Ganz wesentliche Waffensysteme, die die Bundeswehr vorhält, würden ja auch nur in einem Verteidigungsfall zum Einsatz kommen. Und die Frage, die ich sozusagen hätte, ist, wenn wir uns auch in der Teilstreitkraft, in der Cyber-Teilstreitkraft oder im Organisationsbereich sehr darauf einstellen, welche Mittel müssten wir vorhalten, um auf einen Angriff dann reagieren zu können im Verteidigungsfall? Ja, vielen Dank. Also grundsätzlich muss natürlich für einen solchen Verteidigungsfall gelten, dass der Angriff auf ja verschiedenen Wegen passieren kann. Es können also konventionelle Angriffe passieren, Heer, Luftwaffe, Marine, oder Angriffe im Cyberraum. Die Reaktion darauf sollte letztlich aus meiner Sicht genauso vielfältig sein. Also Sie können natürlich einen Cyberangriff de facto auch mit konventionellen Kräften beantworten und auf ganz andere Ziele dabei operieren. Was die Bundeswehr für offensive Maßnahmen im Cyber- und Informationsraum braucht, sind natürlich entsprechende Tools, entsprechende Werkzeuge, entsprechende Menschen, die dazu befähigt sind. Danke.
Vielen Dank. Das leitet schon auf meine nächste Frage über, ebenfalls an den Herrn Daum. Die Frage ist die Trennung äußerer und innerer Sicherheit. Also wir erleben ja, dass, das wurde ja gerade vorher schon gesagt, dass die Grenze zwischen äußerer und innerer Sicherheit gerade im Cyberraum sehr stark verschwimmt. Und das wird dazu führen, dass wir auch die Aufgabenverteilung zwischen den Behörden ein Stück weit anpassen müssen. Dabei wird natürlich auch die Rolle spielen, welche Behörde, welche Organisation was am besten kann. Und die Frage ist, was kann die Bundeswehr eigentlich am besten? Oder wie könnte der Beitrag der Bundeswehr zur gesamtstaatlichen IT-Sicherheitsvorsorge im Cyberraum aussehen? Ja, vielen Dank. Wir haben natürlich Fähigkeiten, die ich ja betont habe, die zum Schutz der eigenen Systeme dienen. Und diese Mechanismen, die wir dort zur Anwendung bringen, sind natürlich genauso geeignet für jeden anderen Schutzauftrag, der sich auf zivile Infrastruktur etc. richtet. Gerade bei dem Schutzauftrag orientieren wir uns natürlich massiv an dem, was auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik entsprechend aufstellt. Die Frage, was wir beitragen können, im Falle eines Falles, ich will da jetzt mal in diesem Format nicht zu weit gehen, sind natürlich alle Fähigkeiten, die wir haben. Und die werden möglicherweise qualitativ von den entsprechenden Stellen in einem Bundesamt der Sicherheit in der Informationstechnik gar nicht so unterschiedlich sein. Aber sie können natürlich durchaus quantitativ Ergänzungen bringen. Und dann liegt es sicherlich am Ende auch an den einzelnen handelnden Personen, inwieweit das auch qualitativ eine Verstärkung darstellt. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich hätte die nächste Frage an den Herrn Koch, nämlich den Herrn Dr. Koch, nämlich zu der Frage der Attribution. Für mich stellt sich die Frage, ob die Attribution so sehr das technische Problem ist, wie es immer dargestellt wird. Meine Erfahrung ist bei allen Cyberangriffen, die ich näher begleitet habe, insbesondere in meiner Rolle als Mitglied des Verteidigungsausschusses, die wir auch in der Presse haben lesen können, dass eine Attribution doch dann möglich war, mit einem gewissen Aufwand. Das haben wir ja auch erreicht bei dem Thema Angriffe auf den Deutschen Bundestag und so weiter. Ich habe eher immer den Verdacht, dass die Attribution oftmals politisch gar nicht so sehr gewollt ist, weil wenn man es nicht attributieren kann, es natürlich politisch einfacher ist, keine Antwort oder nur eine, keine Antwort zu geben, beziehungsweise nur eine abgestufte Antwort zu geben, und man eben nicht in diesen Eskalationsmechanismen kommt, wenn dann mit wenn dann Fragen. Wie sehen Sie das aus technischer Sicht, Herr Koch? Vielen Dank. Sehr interessante Fragestellung auf jeden Fall. Ich denke, eine technische Attribuierung ist mit einem hinreichenden Aufwand und entsprechenden zeitlichen Fenstern natürlich nicht von heute auf morgen. Wir haben es ja gesehen im Falle des Hacks vom Bundestag, wie lange sowas dauern kann. Aber in vielen Bereichen möglich. Die Herausforderung, wie gut oder dass man nicht in Fehlattribuierung reinläuft, weil man falsche beschuldigt, das ist natürlich maßgeblich abhängig von der Qualität des Angreifers. Wir haben beispielsweise als im Rahmen von den Vault 7, Vault 8 Leaks, das waren Dokumente, die sind von der CIA, von den dortigen Hacking-Abteilungen veröffentlicht worden. Und da finden wir zum Beispiel Frameworks, die sind spezifisch dafür konstruiert, eine Fehlattribuierung zu machen. Also da sind Elemente drin, die beispielsweise die Sprachpakete anpassen und solche Indizien, die wir verwenden, um eine Attribuierung zu machen, wenn wir Source Code analysieren, vorzunehmen. Auf solche Sachen muss man achten, dass sowas immer drin sein kann. Aber wenn Sie so ein komplexes Code analysieren und es im Detail und mit viel Zeit machen, dann sehen Sie beispielsweise die Art und Weise der Programmierung, auf welcher Basis ist der eine oder andere Code entstanden, was sind die typischen Handschriften, und für hochspezialisierte Bereiche gibt es dann auch immer nur wenige Leute sozusagen, die das entsprechend machen können, und dann können Sie tatsächlich eine Attribuierung auch technischer Natur erreichen, aber eben mit sehr hohen Aufwänden, und das ist wichtig, gerade vor dem Hintergrund
der vorschnellen oder der schnellen Attribuierung durch IT-Sicherheitsfirmen in den letzten Jahren, dass man da genug Zeit und Qualität reinlegt. Aber dann ist es komplex, aber definitiv machbar. Okay. Vielen Dank. Hat eigentlich die Bundeswehr Kapazitäten zur Attribuierung, zur Attribution? Wenn das an mich noch geht auch, also eine Attribuierung nimmt die Bundeswehr im Augenblick nicht vor. Wir haben natürlich entsprechendes forensisches Personal, das sehr, sehr gut ausgebildet ist, also die grundlegenden Elemente, um sowas durchzuführen, aber für uns ist es im Augenblick keine entsprechende Aufgabe. Im Zweifelsfall weiß das der Inspekteur aber besser als ich. Okay, vielen Dank. Ich habe jetzt nur noch 6 Minuten, deswegen würde ich auf den Inspekteur dann vielleicht später nochmal zurückkommen. Ich hätte noch eine Frage an den Professor Heineck. Und zwar die Frage ist, eine Frage zur Rechtslage. Wenn die Angriffshandlung von sogenannten patriotischen Hackern ausgeht, also das heißt von Hackern, wo der Staatsauftrag nicht eindeutig erkennbar ist, aber im nützlichen Interesse eines fremden Staates liegt. In anderen Worten, reicht die Befürwortung bzw. die nicht öffentliche Zustimmung zu einem Cyberangriff eines nichtstaatlichen Akteurs für die Zurechnung zu einem staatlichen Handeln aus? Also wenn ein Klima, ein Umfeld entsteht, wo nichtstaatliche Akteure hacken können gegen fremde Staaten, ohne dass der Link zur Regierung direkt hergestellt ist. Wie geht man damit rechtlich um? Hier gibt es eine Vorschrift in den Entwurfsartikeln der Völkerrechtskommission der Vereinten Nationen. Danach ist ein solches Verhalten einer Privatperson nur dann zurechenbar, wenn der Staat dieses Verhalten anerkennt und darauf kommt es jetzt an, und sich zu eigen macht. Das heißt, das bloße Befürworten des Handelns Privater, weil es etwa den nationalen Interessen oder welchem Zweck auch immer dienen mag, ist nicht ausreichend. Sondern der Staat muss dann auf der Grundlage dieses Privatverhaltens für sich eigene Konsequenzen daraus herleiten, etwa indem er Ansprüche gegen den Zielstaat erhebt oder ihm beispielsweise Vorschläge macht, was zu tun wäre, dass diese Angriffe zu unterbleiben haben. Aber die bloße Befürwortung ist nicht ausreichend. Vielen Dank. Wir hatten vorher auch in den Statements die Frage, wie ist es rechtlich zu beurteilen, wenn ein Cyberangriff vom Server eines unbeteiligten Drittstaates ausgeht? Wäre in einem solchen Fall eine offensive Reaktion, eine Cyberreaktion gegen den Drittstaat bzw. gegen den Server in diesem Drittstaat als Verteidigungshandlung völkerrechtlich zulässig? Zunächst muss dieser Drittstaat, von dessen Territorium der Angriff seinen Ausgang nimmt, darüber informiert werden. Er muss also in Kenntnis gesetzt werden, falls das nicht ohnehin schon tut. Und dann müssen die entsprechenden Konsequenzen daraus gezogen werden. Hier würde es sich, wenn Sie so wollen, um eine Form der extraterritorialen Selbstverteidigung handeln, wenn und soweit der Staat, von dessen Staatsgebiet aus diese Handlung ihren Ausgang nehmen, nicht willens oder in der Lage ist, diese Verhaltensweise oder diese Nutzung seines Staatsgebiets zu unterbinden. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, das ist keine Sorgfaltspflicht. Das ist eine falsche Übersetzung des englischen Begriffs Due Diligence. Es ist eine Verpflichtung des Staates einzuschreiten, wenn etwas sich auf seinem Territorium ereignet. Es bedeutet keineswegs, dass der Staat verpflichtet wäre, alle Cyberaktivitäten auf seinem Territorium oder über sein Territorium zu überwachen und präventiv tätig zu werden. Das würde bedeuten, dass wenn so ein Vorgang geschieht, dass wir angegriffen werden von einem Drittstaat, von einem Server, der dort steht, dass wir den Drittstaat erstmal darauf hinweisen und erst wenn er nach einer bestimmten Frist oder nach bestimmten, ich sage mal, Anzahl von Hinweisen nicht reagiert könnte oder würde man tätig werden können. Habe ich das jetzt so richtig verstanden? Nein, es reicht eigentlich aus, dass es weiß oder wissen können muss. Und gerade im Bereich Cyber ist es so, dass einige Staaten, wie etwa das Vereinigte Königreich, der Auffassung ist, dass eine solche vorherige Inkenntnissetzung
ein solches vorheriges Inkenntnissetzen nicht erforderlich sei, weil die Umstände des jeweiligen Falles, insbesondere die Besonderheiten des Cyberraums, dies gar nicht erlaubten. Das ist umstritten. Aber, um Ihre Frage endgültig zu beantworten, das einmalige Inkenntnissetzen würde im Zweifelsfall ausreichen. Okay. Dann hätte ich noch eine letzte kurze Frage an den Herrn Badila in dieser Runde. Und zwar, besteht in Deutschland ausreichend Know-how, also in Forschungseinrichtungen, in Universitäten, auch in anderen Bildungseinrichtungen in der Wissenschaft, um im Vergleich zu anderen Ländern auch erforderliche Cyberkapazitäten vorzuhalten? Also ich glaube, das Know-how ist an der Stelle unser kleinstes Problem. Also wir haben mannigfaltig inzwischen entsprechende Studiengänge, wir haben viele intelligente Köpfe, wir haben auch viele Forschungsansätze in die Richtung. Unser Problem ist da eher ein Umsetzungsproblem. Also ich bin an verschiedenen Kooperationen auch mit den Israelis beteiligt, die ja immer so als leuchtendes Vorbild oder eins der leuchtenden Vorbilder gezeigt werden. Also das ist nicht so, dass wir uns auf technischer Ebene verstecken müssten. Da würde ich dem bisher Gesagten eher widersprechen wollen, sondern es ist schon ganz froh, dass die Israelis sind froh, dass sie uns in verschiedenen Bereichen dazu fragen können. Wo wir nicht sonderlich gut sind, ist das nachher in irgendwelche nutzbaren Produkte zu bekommen. Also ich zu Ihrer Frage, ich glaube nicht, dass wir ein Know-how-Problem haben. Wir haben eher ein deutliches Umsetzungs- und Nutzungsproblem des Know-hows. Vielen Dank. Ja, danke sehr. Dann geht das Fragerecht an die Fraktion der AfD, an Herrn Nolte. Ja, zunächst vielen Dank für die Vorträge, sowohl für die eben gehaltenen als auch für die schriftlich eingereichten Stellungnahmen. Auf einige davon möchte ich gleich kurz eingehen und im Anschluss zwei Fragen stellen. Einige, die ich mir aufgeschrieben hatte, die wurden eben schon gestellt von meinem Vorredner. Wir gehen davon aus, dass es selbstverständlich ist, dass sich bei der Wirkung im Cyberraum an das Völkerrecht gehalten wird. Vollkommen klar. Gleichwohl muss eine Aufklärung im Cyberraum natürlich durchführbar sein. Sofern das Informationsbeschaffung ist und nicht Informationsgewinnung, dürfte das zumindest außerhalb der Mandatsgebiete ja in der Zuständigkeit des BND liegen. Aber das ist richtig so, dass der BND das macht. Das muss er auch machen, unserer Meinung nach. Das ist normale nachrichtendienstliche Tätigkeit. Nachrichtendienste beschaffen sich Informationen letztlich ja immer irgendwo gegen den Willen auch von anderen Staaten. Also das ist nachrichtendienstliche Tätigkeit. Wirkung im Cyberraum ist natürlich was anderes. Ja. Das muss beschränkt sein. Wenn wir jetzt wieder von der Bundeswehr sprechen oder meinetwegen auch vom BND, das muss natürlich beschränkt sein, etwa auf Einsatzgebiete der Bundeswehr. Und auch da sagen wir, das ist eine gute Möglichkeit, sich dort auszuwirken, wenn man ein Wirkmittel im Cyberraum wirklich zuschneiden kann, speziell auf einen bestimmten Zweck, dann kann man damit vielleicht sich das ein oder andere kinetische Wirkmittel sparen und auch den ein oder anderen Kollateralschaden verhindern. Also auch aus völkerrechtlicher Sicht ist das potenziell eine ganz gute Sache. Wir lehnen daher auch ab, auch das klang ja an, Parlamentsvorbehalt für Informationsgewinnung, Informationsbeschaffung, das lehnen wir ab als unzweckmäßig, zumal wir ja Einsätze mandatieren im Bundestag, in denen zur Not ein Soldat auch feindliche Kräfte töten dürfte. Und dann darf er natürlich auch aufklären oder Wirkmittel im Cyberraum anwenden. Das ist für uns ganz klar. Ich komme jetzt zu meinen beiden Fragen. Und zwar, Herr Vizeadmiral, die gehen an Sie. Mich würde interessieren, wer eigentlich zuständig ist, wenn die Bundeswehr im Inland zum Ziel eines Cyberangriffes wird. Ich denke mal, in den eigenen Systemen, da wird die Bundeswehr natürlich zunächst zuständig sein. Aber irgendwann, auch wenn es daran geht, Attribuierung, wer wahr ist, wenn es darum geht, sich Informationen wieder zu beschaffen,
dann kann ich mir vorstellen, dass irgendwo eine Schwelle überschritten wird, ab der vielleicht der BND zuständig ist. Also das würde ich gerne verstehen, wie läuft das da mit den Zuständigkeiten genau. Und die zweite Frage bezieht sich auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur nachrichtendienstlichen Aufklärung. Da würde ich mal gerne wissen, wie sich das auswirkt auch auf die Aufklärung im Cyberraum, in den Einsätzen. Ja, herzlichen Dank, Herr Abgeordneter, zu den Zuständigkeiten. Grundsätzlich werden wir natürlich als Bundeswehr erstmal selber tätig, wenn sich irgendjemand gegen uns richtet. Und den Angriff im Cyberraum will ich mal ganz frei vergleichen mit einer Kasernenanlage, um die es einen Zaun gibt und wo jemand versucht, dort einzudringen. Dann liegt die erste Maßnahme, das zu verhindern, natürlich bei den Streitkräften. Und genau das macht natürlich bei uns das Zentrum für Cybersicherheit in der Bundeswehr, die Netze überwachen. Wir wissen, dass nur ein Teil der Bundeswehrnetze von der Bundeswehr selber betrieben wird, dass natürlich auch die Bundeswehr-IT-Gesellschaft dort, die BWI, eine entsprechende Aufgabe hat. Und natürlich gibt es auch dort einen Cybersicherheitsoffizier, der dort entsprechend für die Netze tätig wird. Also sozusagen die erste Verteidigungslinie sind dann die Bundeswehr und die BWI. Wenn es dann damit gelingt, einen Angriff abzuwehren, stellt sich natürlich die Frage, wer war es und welche Maßnahmen sind dafür erforderlich. Und dann gilt natürlich, ich sage jetzt mal vorsichtig, wie bei dem Versuch, den Kasernenzaun zu überwinden, gilt hier auch die Bundeswehr-Firewall zu überwinden. Im Falle eines Falles die Frage, wer war es und wie kann man ihn dafür zur Rechenschaft ziehen. Das ist dann erstmal kein Auftrag der Bundeswehr. Das wäre dann eine Maßnahme, wo per se erstmal Strafverfolgungsbehörden auf den Plan gerufen werden. Dazu sind entsprechende Vorgehen dann verfahrenstechnisch natürlich gehalten, auch angewendet zu werden. Dass wir bei diesem Anteil unterstützen durch die Systeme, die bei uns betroffen sind, durch die Systeme, die das bei uns beobachtet haben, dass wir dort entsprechende Informationen zur Verfügung stellen können, ist natürlich letztlich zu behandeln wie Beweismaterial, was wir da zur Verfügung stellen. Insofern ist der Prozess aus meiner Sicht, wenn wir angegriffen werden, gut zu verstehen, zu nachzuvollziehen, und Sie haben sich ausdrücklich beschränkt quasi auf den Zustand im Frieden. Was das Gesetz, das Bundesverfassungsgesetz, nein, was das Bundesverfassungsgericht, sorry, über das BND-Gesetz und notwendige Nachbesserungen dort formuliert hat, hat erstmal keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Auftrag der Streitkräfte, nämlich Aufklärung. Gleichwohl, und es ist vorhin in einer Stellungnahme angeklungen, gibt es natürlich gewissen Informationsaustausch zwischen dem Bundesnachrichtendienst und der Bundeswehr. Das ist ja alles durch Rahmenvereinbarungen entsprechend geregelt. Und diese Regelungen werden natürlich jetzt auf den Prüfstand gestellt, inwieweit sich eine veränderte Rechtslage für den BND dann auch auf die Bundeswehr entsprechend auswirkt. Vielen Dank. Ja, dann geht das Fragerecht für die SPD-Fraktion an Frau Möller. Moin aus Friesland. Zunächst meinen herzlichen Dank an die Sachverständigen für die ausführlichen Stellungnahmen und auch für die bereitwilligen Auskünfte. Es war für den Beginn auf jeden Fall schon sehr aufschlussreich, und ich würde gerne mich bei meinen Fragen, bis ich an meine weiteren Mitglieder der AG übergebe, mich vor allen Dingen auf die Frage rund um Parlamentsvorbehalt und Attribution beschränken. Wir haben ja, wenn wir bei Attribution bleiben, auch noch einmal die Frage, was passiert eigentlich, wenn, also wie viel Zeit vergeht, bis man überhaupt eine Attribution vornehmen kann.
Die zweite Frage ist, was passiert eigentlich, wenn keine Attribution tatsächlich am Ende möglich ist, man aber trotzdem ein Sicherheitsvorkommnis im Land hat? Ist es auch dann möglich, tatsächlich im Cyberoperationsraum vorzugehen und dort auch ein offensives Wirkmittel einzusetzen? Das würde mich als allererstes, würde ich diese Fragen gerne an Herrn Herpich richten und auch an Herrn, ich muss einmal kurz gucken, vielleicht an Herrn von Heineck als Rechtswissenschaftler. Dann fange ich einfach mal an. Danke für die Frage. Das ist genau der Grund, warum ich am Anfang gesagt habe, dass offensive, intrusive Cyberoperationen der Bundeswehr nicht zu IT-Sicherheit führen werden. Wenn wir einen Cyberangriff, eine Cyberoperation im Friedensfall gegen Deutschland haben, dann ist, wie gerade schon von Herrn Daum ausgeführt, natürlich die Bundeswehr dann zuständig, wenn es um den Eigenschutz geht. Ansonsten ist das BMI-Ressort zuständig, vor allem das BSI, wenn es kriminelle Energie dahinter steckt, vielleicht das BKA. Und wenn Spionagetätigkeiten dahinter stecken, dann der BfV. Der BfV ist auch dann zuständig und hat die Befugnis zur Zurechnung, also der technischen Attribution oder Attribuierung des Angriffs. Und natürlich sind die Länder bzw. die Firmen oder direkt betroffenen Behörden selbstverantwortlich, sich dann natürlich auch mit diesem Schadensvorfall zu befassen. Die Attributierung wurde ja auch gerade schon angesprochen, kann lange dauern. Hat ja im Bundestag, im Fall des Bundestags-Hacks auch länger gedauert. Und von daher kann man dann, wenn eine Attribution erfolgt ist, sich überlegen, wie reagieren wir jetzt? Da kann natürlich eine offensive, intrusive Cyberoperation genutzt werden. Da können andere domänenübergreifende Wirkmittel zum Einsatz kommen oder keine Wirkmittel, sondern andere Maßnahmen, diplomatische Maßnahmen, Sanktionen und so weiter. Aber das ist dann vielleicht eine direkte Antwort oder Beantwortung einer Cyberoperation. Sie verhindert aber nicht mehr das Eintreten des Schadens und ist nicht mehr direkt verknüpft damit, die Sicherheit in Deutschland zu erhöhen. Von daher sind diese beiden Sachen auch so ein bisschen losgelöst zu betrachten. Ich werde dann, wenn ich irgendwas durchführe, ob das nun eine Sanktion ist, eine diplomatische Maßnahme oder von mir aus auch eine offensive, intrusive Cyberoperation, das ist dann eine Vergeltung, eine Art Beantwortung, aber nur auf den Fall bezogen, der irgendwann mal passiert ist. Aber zuerst muss die IT-Sicherheit gewährleistet werden, die Sachen müssen wieder ans Laufen kommen, der Angriff muss abgewehrt werden und das findet alles in der Domäne hauptsächlich des BMI statt oder im Sinne des Eigenschutzes bei der Bundeswehr. Ja, ich glaube, ich bin an der Reihe. Grundsätzlich darf man gegen einen Staat, gegen einen fremden Staat, nur Maßnahmen ergreifen, wenn ihm ein bestimmtes Verhalten zurechenbar ist. Es gibt aber eine Ausnahme im Völkerrecht, und das ist der sogenannte Notstand. Es mag also sein, dass die Bundesrepublik Deutschland Ziel von massiven Cyberangriffen ist, die essentielle Interessen der Bundesrepublik Deutschland entweder beeinträchtigen oder unmittelbar zu gefährden drohen. Falls diese enge Voraussetzung gegeben ist, dann darf die Bundesrepublik Deutschland antworten mit einer zum Beispiel auch offensiven Cyberoperation, selbst wenn diese nicht gegen einen bestimmten anderen Staat gerichtet ist, aber wenn diese Cyberoperation erforderlich ist, um diese essentiellen Interessen zu schützen und zu wahren. Das ist aber eine sehr enge Ausnahmevorschrift. Und im Übrigen besteht über die Frage, was ist unter dem Begriff essentielle Interessen zu verstehen, keine rechte Einigkeit. Es sind wahrscheinlich grundlegende Staatsfunktionen, die damit gemeint sind. Möglicherweise lässt sich auch etwa der Energiesektor oder das Gesundheitswesen mit einbeziehen, sodass hier eine gewisse Überlappung mit dem Begriff der kritischen Infrastruktur bestehen könnte. Aber keineswegs sind diese beiden Begriffe essentielle Interessen und kritische Infrastruktur notwendigerweise gleichbedeutend. Vielen Dank. Sie haben ja auch vorhin, ich weiß nicht mehr genau, wer von Ihnen Sachverständigen diese Ausführungen gemacht hat, aber darauf hingewiesen, dass es möglich, ich glaube, es war auch Herr Herpich auf jeden Fall, ich glaube, noch eine weitere Person, dass es die Möglichkeit gibt, zu unterscheiden zwischen auch dem Einsatz von offensiven Mitteln und der Informationsgewinnung. Und dass man für die Informationsgewinnung keine Mandatierung durch das Parlament benötigte. Meine Frage auch da an den Staatsrechtler: Was ist der Unterschied zwischen Cybermaßnahmen oder gibt es einen Unterschied zwischen Cybermaßnahmen zur Informationsgewinnung und dem Einsetzen von beispielsweise AVEX-Flugzeugen? Denn für die AVEX brauchen wir eine Mandatierung durch den Bundestag.
Ja, das ist auch völlig im Einklang mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, weil jeder Einsatz der Bundeswehr, selbst wenn er kein Kampfeinsatz ist, aber ein Eskalationspotenzial in sich trägt, grundsätzlich der Zustimmung des Deutschen Bundestages bedarf. Zumindest aber der nachträglichen Genehmigung. Insofern verhält es sich mit Blick auf den Cyberraum nicht viel anders. Allerdings, hier muss man sehr vorsichtig sein. Ich will jetzt nicht auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den Schranken der auslandsnachrichtlichen Informationsgewinnung des Bundesnachrichtendienstes eingehen. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass jeder Einsatz natürlich missverstanden werden kann. Allein die Tatsache aber, dass irgendjemand eine Informationsbeschaffung möglicherweise missversteht, darin sofort ein Eskalationspotenzial zu erblicken, mit der Folge, dass dann diese auf dem Parlamentsvorbehalt automatisch da vorliegt. Weil hier müssen wir ja erstmal klare Kriterien herausarbeiten, die es uns ermöglichen, dann festzustellen, wann die Notwendigkeit eines Parlamentsbeschlusses gegeben ist. Vielen Dank. Ich habe noch eine Frage an Herrn Herpich. Es klang ja auch an, dass das überlegt wird, das nationale Cyberabwehrzentrum zu stärken oder umzubauen. Und in Gesprächen beispielsweise auch mit dem Verbindungsoffizier Cyber kam immer mal wieder auch das nationale Luftabwehrzentrum, heißt es auch, glaube ich, zur Sprache. Ist es aus Ihrer Sicht der richtige Weg, das nationale Cyberabwehrzentrum dahingehend oder an die Ablaufprozesse und auch Entscheidungsprozesse an dieses Zentrum anzupassen? Oder sehen Sie einen anderen Weg, die nationale Cyberabwehr zu stärken? Ich kenne den Ablaufpläne des anderen Zentrums jetzt nicht. Ich würde generell zum nationalen Cyberabwehrzentrum sagen, dass es sehr schwierig ist zu bewerten, wie effektiv und effizient dieses Zentrum überhaupt arbeitet, weil die ganzen Abläufe nicht transparent und öffentlich gemacht werden. Das heißt, wie die Behörden dort miteinander arbeiten, welche Verpflichtungen es möglicherweise gibt, Informationen zu liefern oder auch nicht gibt, ist nicht ganz klar. Meines Wissens nach gibt es hier keine Informationspflichten. Das heißt, dass die entsprechenden Behörden auch Wissen über die Vorfälle einbringen müssen und all ihr Wissen einbringen müssen, sondern jedes Mal können. Das ist natürlich ein relativ großes Problem. Ich würde aber sagen, dass wir starken Reformbedarf beim Cybersicherheitsrat haben oder beziehungsweise ein Gremium auf der politisch-strategischen Ebene brauchen, das eben solche Abwägungen trifft. Ich glaube, auf der taktisch-operativen Ebene, wo das nationale Cyberabwehrzentrum auch tätig ist, wo die Informationen zusammenlaufen, ausgetauscht werden und auch Vorfälle analysiert werden, sind wir auf einem guten Wege von den Informationen, die öffentlich verfügbar sind. Aber auf der strategisch-politischen Ebene, wo eben auch überlegt wird, wir haben jetzt einen Vorfall gehabt, er wurde analysiert, er wurde in diesem Fall vielleicht sogar dann zugerechnet. Wie gehen wir damit weiter vor? Schreiben wir ihn zu, also attribuieren wir ihn öffentlich oder gegenüber Dritten? Welche Beantwortungsmittel nutzen wir? Nutzen wir Cybermittel, nutzen wir nicht Cybermittel? Dieser ganze Prozess, den gibt es in Deutschland noch nicht. Und da müssen wir einen Prozess aufsetzen, der eben diese Realitäten widerspiegelt und wo wir dann auch eine effektive, effiziente und naja, immerhin auch irgendwie möglichst zeitnahe Beantwortung von solchen Cyberoperationen gewährleisten können. Aber ich glaube, dass wir in diesem Fall eher das Schnittgremium auf strategisch-politischer Ebene betrachten sollten, wenn wir über Reformbedarf reden, als das auf der taktisch-operativen Ebene, was das nationale Cyberabwehrzentrum wäre. Vielen Dank. Ich würde die restlichen Minuten an meinen Berichterstatter Dirk Vöpel weitergeben. Ja, vielen Dank auch für die einführenden Vorträge. Ich hätte erstmal eine Informationsfrage an den Herrn Herpich. In Ihren Unterlagen schreiben Sie einmal von der Unterscheidung zwischen Informationsgewinnung, die noch nicht intrusiv ist, und der Aufklärung intrusiv. Können Sie das vielleicht nochmal etwas praktischer erläutern, was man sich da konkret als Laie darunter vorzustellen hat, wo man die Unterscheidung genau machen kann? Also welcher Fall jetzt da möglicherweise das eine und welcher Fall das andere sein könnte. Sehr gerne. Also an dem Punkt, wo ich zum Beispiel Passwörter breche, Passwörter errate oder andere Sicherheitsmechanismen überwinde, dann sprechen wir von Aufklärung. Das ist intrusiv. Dann gehe ich in ein System rein, ich übergehe Sicherheitsmaßnahmen und da können wir von Aufklärung sprechen. Wir sprechen von Informationsbeschaffung dann, wenn keine Sicherheitsmechanismen übergangen werden. Und ich glaube, der Grenzfall ist,
Sie sind auf der Suche nach Informationen über den Angreifer, die Angreiferin, und Sie finden einen offenen AWS-Amazon-Bucket, wo Daten drin liegen, vielleicht Blaupausen, vielleicht Zielelisten. Dieser Bucket ist aber nicht über Passwörter geschützt, er ist frei verfügbar im Internet zugänglich. Wenn Sie dann Informationen runterladen, um sich besser zu informieren, würde das noch nicht den Schritt zur intrusiven, offensiven Maßnahme sprengen, weil keine Sicherheitsmaßnahmen übergangen werden, sondern ist noch im Bereich der Informationsbeschaffung. Ja, vielen Dank. Sie haben ja vorhin, auch wenn ich das richtig verstanden habe, gesagt, dass die Bundeswehr eigentlich zur Verteidigung gar keinen Beitrag leisten kann. Also im Cyberbereich, wenn ich das richtig verstanden habe. Das war für mich schon sehr deutlich so. Dann die Frage, wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Zuordnung eines Angriffs ja relativ lange dauern kann. Das haben wir ja gerade schon diskutiert. Welchen Beitrag könnte denn aus Ihrer Sicht die Bundeswehr dann überhaupt leisten? Wie gesagt, ich glaube, dass neben dem Eigenschutz auch die Möglichkeit der Amtshilfe nach Paragraph Artikel 35 besteht. Das heißt, wenn wir Großschadensfälle haben, jetzt zum Beispiel wie mit den Exchange-Servern oder wenn viele Universitäten gleichzeitig Ziel von Ransomware angegriffen werden, dann könnte da die Amtshilfe der Bundeswehr beantragt werden und die Bundeswehr dann eben auch zur Sicherheit beitragen. Auf der anderen Seite ist es so, dass es vollkommen richtig ist, dass solange die Attribuierung unklar ist, das Ganze eher im Bereich des BMI sein würde. Fast alle Angriffe, die wir sehen, können nachrichtengeheimdienstlich oder OK, also Kriminalität, zugeordnet werden, sind damit nicht im Bereich der Bundeswehr. Und von daher sollte man eigentlich immer davon ausgehen, dass die Reaktion auf einen Cyberangriff oder einen Vorfall erstmal im Ressort des BMI, namentlich des Bundeskriminalamts, Verfassungsschutz und BSI liegt, beziehungsweise bei den Ländern. Und in den entsprechenden Ländern Pendants. Ja, schönen Dank. Ich glaube, für die erste Runde haben wir jetzt nicht mehr allzu viel Zeit übrig. Ich würde dann erstmal weitergeben. Danke. Ja, vielen Dank. Dann hat der Kollege Müller für die FDP-Fraktion das Fragerecht. Bitte sehr. Ja, vielen Dank. Auch von unserer Seite. Vielen Dank an die Experten. Wir hätten eine Frage in Richtung der Zielgerichtetheit von Cyberwirkmitteln. Wir haben ja in der Diskussion jetzt gehört, dass das Cyber-Offensivmittel oder Cyber-Wirkmittel Kollateralschäden verursachen könnten und man deswegen natürlich sehr vorsichtig sein muss. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn man eine militärische Auseinandersetzung in erster Linie mit Cyberfähigkeiten führen kann und damit die Wirkungen erzielen kann unter Verzicht auf kinetische Mittel, dass dann, das sagt einem der gesunde Menschenverstand, dass dann deutlich weniger Kollateralschäden passieren. Deswegen, ich glaube, die Frage wäre gut für den Praktiker Dr. Koch aus der Erfahrung heraus. Und da geht es mir jetzt nicht um die Wirkmittel von organisierter Kriminalität. Also da gibt es ja mit Sicherheit Malware und Viren, die Kollateralschäden verursachen, aber gezielt militärische Cyberwirkmittel. Wie zielgerichtet können die wirken? Was kann man da aus der Erfahrung sagen? Welche Kollateralschäden können passieren aus der Erfahrung heraus? Eine sehr gute Frage, finde ich, Herr Abgeordneter. Ich würde sagen, der militärische Bereich zeichnet sich dadurch aus, dass sie da tatsächlich eine sehr hohe Zielgerichtetheit generieren können, was schon allein deshalb begründet ist, weil wir ja typischerweise auf entsprechende militärische Hochwehrziele uns richten und diese eine entsprechende Charakteristik haben. Sie haben die Schadsoftware, Ransomware etc. Genannt, die stellenweise heutzutage auch zielgerichteter eingesetzt wird, aber das hat natürlich ein ganz anderes Spektrum. Das betrifft einen Rechner X, sagen wir mal, den und den Surfer, und der Angreifer versucht eben, weil er mehr Geld in dem Bereich machen kann, auf das Krankenhaus etc. loszugehen, aber das ist keine Zielgerichtetheit, wie wir sie im Sinne von einem Cyberwirkmittel im Rahmen des militärischen Umfeldes generieren können. Von den praktischen Beispielen, die wir gesehen haben, da gibt es ja nicht so endlos viele, da ist natürlich zum Beispiel Stuxnet als Operation auf die Urananreicherungsanlagen im Iran zu nennen. Und da hat man ja gesehen, dass obwohl der Wurm dann letztendlich verbreitet worden ist, über die Gründe kann man da auch diskutieren, letztendlich nur die eigentliche Anlage betroffen war. Also das Mittel sehr, sehr genau zugeschnitten worden ist und auf allen Rechnern, wo sich es weltweit verbreitet hat, was dann natürlich unschön und ein Stück weit auch unnötig war, ist es aber nirgends zur Wirkung gekommen, sondern es hat tatsächlich nur an der Stelle, wo es den Effekt generieren sollte, den Effekt ausgelöst. Und das ist ein Spezifika, was wir im Bereich von den militärischen Operationen erreichen können.
Ja, vielen Dank. Eine zweite Frage ist eine eher rechtliche Frage, die würde ich an Professor Heinzel von Hainegg und auch an Admiral Daum stellen, über völkerrechtliche Verträge zur Regelung oder zur Abrüstung in Bezug auf Cyber. Gibt es da bereits erste Diskussionen, dass man versucht, völkerrechtliche Verträge zu erreichen? Gibt es da Vorschläge vielleicht sogar auch von Ihnen? Also an welcher Stelle könnte man dort internationale Verträge schließen, um Einigungen der ja, militärischen Auseinandersetzungen mit Cybermitteln hinzubekommen? Ja, es gibt schon seit Beginn des 21. Jahrhunderts oder man kann schon sagen Ende des 20. Jahrhunderts von verschiedenen Staaten, darunter auch die Russische Föderation, Vorschläge zu einem sogenannten Rüstungskontrollvertrag im Cyberraum. Die Russische Föderation hat dieses Ansinnen lange verfolgt. Ich persönlich glaube aber, dass dieses Ansinnen nicht von Erfolg gekrönt sein wird, aus unterschiedlichen Gründen. Erstens ist nicht klar, ob und inwieweit die Russische Föderation sich selber an diese Vorgaben eines solchen Abkommens halten würde. Der Begriff der hybriden Kriegführung oder der hybriden Bedrohung ist ja schon mehrfach genannt worden. Zweitens ist es so, dass der Entwicklungsstand der Staaten sehr unterschiedlich ist. Ich stimme zwar zu, dass wir in Deutschland viele gute Köpfe und kluge Köpfe haben, das Know-how da ist, gleichwohl die praktischen Fähigkeiten nicht gegeben sind. Und wir müssen einfach erkennen, dass andere Staaten nicht nur das Know-how haben, sondern auch die Fähigkeiten schon generiert haben und wohl nicht bereit sein werden, in irgendeiner Weise das Nutzen dieser Fähigkeiten durch einen völkerrechtlichen Vertrag einzuschränken. Hinzu käme natürlich noch das weitere Problem der Verifizierung oder etwa notwendiger vertrauensbildender Maßnahmen, die im Cyberraum natürlich weitaus schwieriger sind als etwa im Bereich der strategischen oder auch konventionellen Bewaffnung von Staaten. Ja, vielen Dank. Mir sind keine Aktivitäten bekannt über Rüstungskontrollmaß, Überlegungen im Cyber- und Informationsraum vorzunehmen, so wie man das von Streumunition oder Minen etc. kennt. Vorstellbar ist es natürlich, aber derzeit habe ich keine Erkenntnisse, dass das stattfindet. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Herr Admiral, ich bleibe gerade bei Ihnen. Ist natürlich schwierig in einer öffentlichen Konferenz die Frage, aber vielleicht können Sie es ja trotzdem ansprechen, wenn ich frage nach Fähigkeitslücken aus Ihrer Sicht im Bereich Cyber der Bundeswehr. Haben Sie Wünsche in Bezug auf Personal, in Bezug auf Ausstattung, wo aus Ihrer Sicht Fähigkeitslücken bestehen, die wir auffüllen müssten? Ja, vielen Dank. Das ist eine tolle Frage. Da nehme ich natürlich gerne zur Stellung. Ich will es aber natürlich dann eher bei den Zirffähigkeiten will ich dabei lieber ansprechen und nicht die Fähigkeiten, die möglicherweise ein Zentrum Cyberoperationen in meinem Bereich braucht. Aber ich habe mehrfach betont, dass Aufklärung in dieser Hinsicht besonders wichtig ist. Und da wissen Sie, dass wir beispielsweise mit luftgestützten Mitteln, Stichwort Pegasus, mit dem Ersatz der Flottendienstboote, die ja ganz wesentlich zur Aufklärung dienen, da natürlich durchaus einen erheblichen Bedarf haben, die Fähigkeiten zu regenerieren oder auch entsprechend zu erweitern. Vielen Dank. Damit dürfte unsere Zeit rum sein und wir machen in der nächsten Runde weiter. Danke sehr. Dann hat die Kollegin Broger für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen das Wort. Bitte sehr. Das ist sehr nett, aber ich glaube, der Kollege Neu von der Linkspartei hat noch leider den Vortritt vor mir. Ich war zu flott, das stimmt. Entschuldigung. Der Kollege Neu, bitte sehr. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Hellmich. Noch sind die Grünen nur bei Umfragen führend gegenüber der Linken, noch nicht in dem Bundestagswahlergebnis. Insofern vielen Dank, Kollegin Brugger. Ja, ich möchte zunächst anfangen mit dem Parlamentsbeteiligungsgesetz. Wenn man sich das Parlamentsbeteiligungsgesetz anschaut, in der Begriffsbestimmung, Paragraph 2 und auch in Paragraph 1, da wird ja relativ deutlich, dass es ein Gesetz ist, das sich auf den Schutz der zu entsendenden Soldaten bezieht und dass dann erst der Bundestag eine Mitbestimmung mitbekommt, wenn sozusagen
das Wohl und Wehe der Soldaten gefährdet ist, sprich bewaffnete Einsätze. Nun ist das ja ein Gesetz, das 2005 etabliert wurde, zu einer Zeit, wo die analoge Kriegsführung, also nicht digitale, sondern die analoge Kriegsführung im Mittelpunkt stand. Das hat sich ja ein bisschen jetzt geändert durch die Digitalisierung, deshalb sitzen wir ja auch hier. Und daher glaube ich, dass das Parlamentsbeteiligungsgesetz an sich überhaupt erstmal generell überholt werden muss. Das heißt, den aktuellen Entwicklungen der Cybermöglichkeiten angepasst werden müssen. Denn das, was wir dort vorliegen haben bislang, bezieht noch nicht den digitalen Bereich mit allen. Das ist eine Vorbemerkung. Zweitens, Fragestellung. Ich habe viel Zeit für Fragestellung, werde aber jetzt erstmal mit einer Frage anfangen. Und zwar der Inspekteur Herr Daum. Sie haben mir ja darauf hingewiesen, dass die Bundeswehr im Wesentlichen Eigenschutz betreibe, was auch völlig legitim ist, kein Zweifel daran. Ich bin auch im Gespräch mit dem BSI immer mal wieder und da ist mir schon so ein bisschen der Eindruck gekommen, dass es da ein Konkurrenzverhältnis zwischen dem BSI und der Bundeswehr, sprich CIR, besteht, aber ausgehend eher von der Bundeswehr, die versucht gewissermaßen dem BSI den Futternapf neidisch zu machen. Um es mal so auszudrücken. Das heißt, zu agieren, auch in den Zuständigkeitsbereich des BSI hinein. Was können Sie dazu sagen? Wo gibt es da Überschneidungen? Wo gibt es da vielleicht Kompetenzstreitigkeiten? Vielleicht nicht formaler Art, aber in der praktisch-operativen Arbeit. Ja, vielen Dank, Herr Abgeordneter, für die Frage. Also von Kompetenzstreitigkeiten würde ich da natürlich überhaupt nicht sprechen, aber das haben Sie jetzt als von mir als Antwort auch nicht anders erwartet. Also grundsätzlich ist aus meiner Sicht die Rolle des BSI und die Rolle der Bundeswehr klar voneinander abgegrenzt. Wir sind ein enger Partner des BSI, so möchte ich das mal nennen. Wir arbeiten eng mit dem BSI zusammen, denn alles, was wir an Systemen einsetzen für die Bundeswehr, muss natürlich auch den entsprechenden Anforderungen genügen. Das heißt, was die Zertifizierung der IT-Sicherheit unserer Anlagen betrifft, da gehen wir natürlich ganz wesentlich auf die Vorgaben des BSI ein. Ich glaube auch nicht, dass irgendwo zu erkennen ist, dass die Bundeswehr über das Thema Cybersicherheit glaubt oder über das Thema Informationssicherheit glaubt, dem BSI hier irgendwelche sag mal, Empfehlungen zu geben, dass wir da in irgendeiner Weise eine wertigere Stellung hätten oder sogar eine bessere Fähigkeit. Also ich stehe im regelmäßigen Kontakt mit dem Präsidenten BSI und er hätte mir sicherlich gesagt, wenn er über irgendwelche Dinge unzufrieden wäre. Wenn Sie in das neue IT-Sicherheitsgesetz im Entwurf 2.0 schauen, dann werden Sie natürlich an irgendeiner Stelle die Formulierung finden, dass die Bundeswehr durchaus die Möglichkeit bekommen soll, für eigene Systeme in gewissen Situationen auch eigene Entscheidungen zu treffen. Das ist dort entsprechend verankert. Es wird aber dort darauf hingewiesen, dass dort natürlich entsprechende Service-Level-Agreements, Verträge, ich weiß gar nicht, wie der genaue Begriff im Gesetz jetzt lautet, also dass wir da eng uns abstimmen über die Frage, wo würde die Bundeswehr abweichen von Empfehlungen des BSI. Und so muss man es klar sehen. Das ist dort dann in diesem IT-Sicherheitsgesetz sicherlich geregelt. Ich begrüße das auch sehr, dass es in dieser Weise so da drin steht. Ich kenne aber noch keinen praktischen Fall. Solch ein Regelwerk gibt es ja schon seit vielen Jahren. Und mir ist kein einziger Fall bekannt, wo die Bundeswehr gegen eine Empfehlung des BSI Entscheidungen getroffen hätte für den Einsatz der eigenen Systeme. Nämlich am Ende ist sowohl die Empfehlung des BSI wie auch die Bewertung auf Seiten der Streitkräfte immer die, eine Risikoabschätzung vorzunehmen. Und die ist in der Regel unter Technikern recht einvernehmlich. Also insofern, wenn Sie dort einen Punkt sehen in dem IT-Sicherheitsgesetz, sehe ich das nicht. Und ich erkenne eben auch bisher keine Zerwürfnisse oder Rivalitäten zwischen diesen beiden Behörden. Eher das Gegenteil ist der Fall. Vielen Dank. Vielen Dank für die Aufklärung. Mir ist im Laufe dieser Veranstaltung der Eindruck entstanden, dass offensive Cyberoperationen gut geheißen werden, also gewissermaßen sogar als alternativlos betrachtet werden.
es fiel auch, glaube ich, soweit ich mich zurückerinnere, die Formulierung, dass sie sehr zielgenau stattfinden könnten. Da habe ich jetzt meine Zweifel auch mit Blick auf die Attributierung, wo ja mehrfach gesagt wurde, dass sie sehr zeitintensiv und arbeitsintensiv seien. Meine Frage an Herrn Thomas Reinhold, wie weit oder wie sehr können Sie das beurteilen, die Zielgenauigkeit von Cyber-Offensivoperationen? Ist das überhaupt machbar? Ja, danke für die Frage. Ich glaube, wenn man sich beispielsweise andere Kräfte anschaut, wie die USA, die da ganz anders hervorgehen haben, für die hat das tatsächlich eine zielgenaue Strategie. Sie unterstützen diese Strategie aber natürlich dadurch, dass sie in Friedenszeiten einfach sozusagen gefühlt den Fuß in jeder IT-Tür haben und im Zweifelsfall sozusagen dann halt bei Bedarf auf die entsprechenden Informationen zugreifen können. Für die Bundeswehr würde ich das auf jeden Fall nicht so sehen, weil wir hatten ja vorhin schon das Beispiel von der Kaltstartfähigkeit, dass wenn wir zielgenau agieren wollen, auch gegen unterschiedliche Akteure, gegen unterschiedliche Bedrohungen, müssten wir vielleicht nicht im gleichen Umfang, aber von der gleichen Herangehensweise uns beispielsweise an den USA ein Beispiel nehmen, wo wir dann Probleme kriegen, wer soll das machen, soll das das BND machen, wie kann sowas parlamentarisch kontrolliert werden. Insofern, um die abzukürzen, die Frage und die Antwort, würde ich sagen, diese offensive Zielgenauigkeit kann ich bei der Bundeswehr einfach nicht sehen. Vielen Dank. Wie viel Zeit habe ich noch? Keine mehr. Wunderbar. Die Kollegin Brugger hat jetzt nämlich das Wort. Bitte setzen. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Genau, jetzt bin ich auch wirklich dran und ich möchte mich erstmal ganz herzlich bedanken bei allen Expertinnen für ihre schriftlichen, aber auch mündlichen Stellungnahmen, die sehr, sehr interessant ist und möchte nur eine kurze Vorbemerkung machen. Es ist ja nicht die erste Anhörung, die wir zu diesen wichtigen Themen als Ausschuss durchführen. Ich würde mir sehr wünschen, dass wir auch im Alltagsgeschäft noch viel häufiger über diese extrem wichtigen Fragen auch immer wieder sprechen könnten, was dann auch wieder zur parlamentarischen Kontrolle führt. Aber ich hätte zuerst noch mal eine andere Frage, nämlich an Frau Schütze. Sie haben ja in Ihrer schriftlichen Stellungnahme zwei Fallbeispiele gehabt. Einmal die USA, dazu haben Sie ja auch schon einiges ausgeführt. Und dann ein ganz anderes Vorgehen von Seiten Japans. Was für Lehren könnten eigentlich für die deutsche Cyberpolitik sich aus dem ergeben, was Japan macht, sich ja auch Grenzen auferlegt, aber durchaus noch mal viel tut, auch für Schutz und Resilienz? Was können Sie da uns für die praktische Politik mitgeben? Ja, vielen Dank. Genau, also in Bezug auf Offensivfähigkeiten zur Aufklärung und Wirkung von Angriffen erklärte halt Japan, dass die Neuinterpretation von Artikel 9 der pazifistischen Verfassung nicht für die Aktivitäten der japanischen Self-Defense Forces gilt. Und dabei hat halt Japan auch öffentlich anerkannt, und das ist halt wichtig, was auch Deutschland tun muss, man muss einordnen, wo quasi Offensivfähigkeiten eingesetzt werden und warum, und schafft dadurch auch Fakten. Und dadurch muss man natürlich dann seine eigene Verfassung und das Grundgesetz und so weiter mit einbeziehen. Und die japanische Regierung hat quasi geschlussfolgert, dass die zivile Verteidigungsgruppe sich zwar ständig bereithalten müsste, üben müsste und auch weiträumig beständige Aufklärung und Überwachung im Innern betreiben darf. Das ist aber konkret quasi für die Cyberverteidigung und Cyberabwehr halt zum Beispiel 24 Stunden Überwachung von den eigenen Systemen, Informationssystemen sowie auch erweiterte Maßnahmen gegen Cyberangriffe sowie Malware-Analyse durch die Verteidigungsgruppe. Und dies bedeutet zum Beispiel durch die im Vergleich zu den USA, dass sie da nur die Informationsgewinnung auf dem eigenen Territorium nutzen. Also ähnlich wie wahrscheinlich die Bundeswehr das jetzt auch gerade macht mit ihrem Lagebericht, aber nicht im Außen geht, weil das quasi nicht vereinbar ist mit deren pazifistischen Verfassung. Von daher genau sehe ich halt das Potenzial, dass in Deutschland auch noch mal klarer unterschieden wird zu, welche Mittel nutzen wir zur Informationsgewinnung. In Deutschland wahrscheinlich auch Potenzial, so wie Herr Happig ja auch differenziert hat, Möglichkeiten, offensivere Mittel da auch im Außen zu benutzen. Aber für die Aufklärung und Wirkung, wo man invasiv vorgehen muss, braucht es dann Parlamentsvorbehalt. Und das auch zu kommunizieren. Das macht jetzt Japan, die das für sich auslegen. Die USA schafft ihre Fakten dadurch. Und Frankreich hat zum Beispiel auch eine offensive Doktrin, wo sie das genau für sich auslegen, wie weit sie gehen und wo die Grenzen sind.
Und das würde ich der Bundesregierung auch darlegen, da genau die Fakten für sich auch zu schaffen und auch einfach das Grundgesetz und die Parlamentsvorbereitung und so weiter anzuwenden. Vielen Dank. Und vorhin hatten Sie auch noch mal angesprochen, die Stellungnahme des Auswärtigen Amtes und des Verteidigungsministeriums mit Blick auf die Doktrinen der USA, auch sozusagen Netze, ich würde mal sagen, unbeteiligter Dritter oder die Infrastruktur unbeteiligter Dritter zu nutzen, um ihr militärisches Ziel zu verfolgen. Und dass in dieser Stellungnahme ja durchaus nicht gesagt wurde, das ist für uns ein absolutes No-Go, sondern da gewisse Schwellen festgelegt worden sind. Sie haben auch gesagt, dass Sie das nicht für ausreichend halten. Also was hätte man eigentlich noch präziser formulieren sollen? Und ich spitze mal die Frage zu, ist es nicht fast schon eine Einladung? Ja, und welche Staaten dürfen dann und welche Staaten dürfen dann nicht? Und muss man da nicht eine viel klarere Grenze ziehen? Ja, auf jeden Fall. Also hier bewegen wir uns ja dann teilweise erstmal für die USA auch im Begriff unterhalb der Schwelle des bewaffneten Angriffs. Es kann aber durchaus dazu führen, dass sie unsere Systeme in der Theorie nutzen, um dann einen bewaffneten Angriff vorzunehmen. Ist es wichtig, dass man das nicht nur völkerrechtlich einordnet, sondern halt auch die Diskussion der Normen, Verhalten im Cyberraum mitbedenkt und das auch quasi für sich auslegt und kommuniziert. Im Fall der USA wäre es zum Beispiel möglich, auch vielleicht auf europäischer Ebene im Cyberdialog, die jährlich oder sogar mindestens einmal im Jahr stattfinden, diesen Prozess einmal zu erklären und auch anzusprechen. Und man könnte zum Beispiel definieren, dass die USA Kritis-Unternehmen ausnehmen sollte und dass die USA nach dem Due Diligence-Prinzip garantiert nicht das einzige Land, was sich mit dieser Frage gerade beschäftigt. Vielen Dank. Ich hätte noch viele Fragen, aber ich glaube, ich darf nicht mehr und muss an den Vorsitzenden zurückgeben und freue mich auf die zweite Runde. Ich wollte es gerade sagen, die zweite Runde kommt bestimmt. Dann kehren wir zurück zu dieser zweiten Runde. Und als Erste hat die CDU-CSU-Fraktion das Rederecht und ich habe Herrn Professor Dr. Sensburg stehen. Bitte sehr. Wunderbar. Ich fange einmal an mit einer ersten Frage. Ich hoffe, man hört mich. Das sieht gut aus. Dann fange ich mal an und mein Kollege Herr Gnotke wird, glaube ich, danach übernehmen. Ich fange mit einer Frage mal an zum Völkerrecht. An Professor Wolf-Heinzel von Heineck. Wenn ich es richtig eben verstanden habe, hatten Sie gesagt, das Völkerrecht gibt so viel noch nicht her. Mich würde schon interessieren, welche Ansätze sind da einer völkerrechtlichen Einordnung? Gibt es die Möglichkeiten, hier an der Stelle vielleicht auch mal mit Blick auf die Aktivitäten des Auswärtigen Amtes zu schauen, wie kann man Regelungen schaffen, wie kann man bestimmte Sachen einhegen, was gibt es da? Also da wäre ich schon daran interessiert, bei einer ersten Frage jetzt zu erfahren, wie entwickelt sich das ganze Völkerrecht? Kann uns das irgendwelche Rahmen geben? Oder ist es so, alles ist offen, alles kann gemacht werden und so sollten wir es dann auch machen? Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Frage. Ganz so schlimm ist es natürlich nicht. Ich freue mich übrigens, Sie zu sehen. Ja, ganz meinerseits. Es ist natürlich keineswegs so, dass man im Cyberraum machen könne, was man wolle. Natürlich nicht. Es besteht aber, wie gesagt, nur dieser Minimalkonsens, von dem ich ja vorhin gesprochen habe, insbesondere soweit Operationen durch den Cyberraum betroffen sind. Ich glaube, der Versuch im Rahmen der UNGGE, also der Group of Governmental Experts, die ja den Versuch unternommen haben, einen Konsens zu erzielen, ob und inwieweit Völkerrecht, wie es heute steht, auf Cyberoperationen Anwendung finden kann, war durchaus zu begrüßen, ist ja dann aber leider letztlich gescheitert, weil die Staaten sich nicht einigen konnten, insbesondere über die Anwendbarkeit des humanitären Völkerrechts, was aber ja nur das Recht des bewaffneten Konflikts ist, sodass wir auch hier schon erste Ansätze haben, auf denen wir aufbauen können. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir ein wirklich sehr gutes Dokument haben, nämlich das berühmte Tallinn-Handbuch. Und es wäre eigentlich mal zu erwarten gewesen, dass auch von Seiten der zuständigen Ministerien
mehr kommt als lediglich eine pauschale Ablehnung. Das hat mich sehr geärgert. Augenscheinlich war es so, dass keiner das sich wirklich mal von vorn bis hinten durchgelesen hat, sondern es kam nur, ja, das ist ja nur diese Expertengruppe. Interessanterweise aber ist es so, dass sich viele andere Regierungen das durchaus zu Herzen nehmen, was sie in diesem Tallinn-Handbuch finden. Und ich sage ja nicht, dass alles, was sie in diesem Handbuch finden, sozusagen in Marmor gemeißelt ist. Aber es wäre sicherlich eine gute Gesprächsgrundlage und Diskussionsgrundlage, um Klarheit darüber zu schaffen, welche Bestimmungen, welche Kommentierungen in diesem Handbuch etwa seitens des Ministeriums der Verteidigung oder des Auswärtigen Amtes für richtig oder zumindest für begrüßenswürdig gehalten werden. Es ist eine Menge da. Es ist keineswegs so, dass wir kein Material haben, keine Stellungnahmen haben. Dazu gibt es viele. Ich habe ja in meiner Stellungnahme auch die vielen nationalen Cybersicherheitsstrategien bemüht. Und das geht ja auch weiter. Wir sollten uns nun mal dazu verhalten. Ganz herzlichen Dank. Und jetzt würde die nächste Frage von meinem Kollegen Herrn Gnot kommen, vermute ich. Ja, die Frage ist, es geht an Herrn Heimleck, wo sehen Sie Anpassungsbedarf bei den bestehenden internationalen und nationalen Regeln? Das wäre die erste Frage. Und als zweite Frage, wann überschreiten Akte der Cyberspionage, Cyberüberwachung oder Datenklau die Schwelle zu einem Cyberangriff? Ab wann wäre eine offensive Militäroperation als Gegenmaßnahme völkerrechtlich zulässig? Das wären meine beiden Fragen. Wenn ich Sie recht verstanden habe, ging die Frage auch an mich. Fangen wir mit dem ersten an. Also es gibt kein Spionageverbot im Völkerrecht. Spionage ist bestenfalls nach nationalem Recht unzulässig. Wenn Sie sich erinnern, hat ja Herr Herpig zwischen intrusiven und nicht intrusiven Operationen unterschieden. Diese Unterscheidung macht bei der Beurteilung, ob es sich bei einer Cyberoperation bloß um nicht verbotene Spionage oder schon um eine Völkerrechtsverletzung oder gar um einen bewaffneten Angriff handelt, die hilft nicht viel weiter. Denn Spionage ist ja erstmal per se im Zweifel intrusiv, sodass also dieses Element uns wenig weiterhilft. Wichtig ist es, dass wir relativ deutlich machen, dass auch in den Fällen, in denen sich die Wirkungen einer Cyberoperation nicht in der physischen Domäne materialisieren, dass wir hier klar und deutlich zu erkennen geben, ab welchem Schadensmaß wir von einem bewaffneten Angriff auszugehen bereit sind. Das bedeutet ja nicht eine Selbstverpflichtung, sondern es ist ja nur ein Signal an potenzielle Angreifer, dass bei bestimmten schädigenden Cyberoperationen die Bundesrepublik Deutschland durchaus in Erwägung zieht, von ihrem Selbstverteidigungsrecht Gebrauch zu machen. Im Übrigen sollte auch bei solchen Cyberoperationen, die unterhalb der Gewalt- oder Angriffsschwelle verbleiben, sollte ebenfalls deutlich werden, dass die Bundesrepublik Deutschland bereit ist, notfalls auch in Form von Gegenmaßnahmen auf solche maliziösen Cyberoperationen zu reagieren, ohne dass sie sich dazu einem bestimmten Verhalten verpflichtete, aber das klare Signal aussendete, dass sie durchaus bereit ist, hier von dem gesamten Folterinstrument, das Völkerrecht zur Verfügung stellt, Gebrauch zu machen. Damit wäre ein erster wichtiger Schritt getan. Ja, dann eine ergänzende Frage dazu. Wie ist denn die Rechtslage, wenn die Angriffshandlung von sogenannten, in Anführungsstrichen, patriotischen Hackern ohne Staatsauftrag ausgeht? Das heißt, die Angriffshandlung aber im nützlichen Interesse eines fremden Staates liegt. In anderen Worten, reicht die Befürwortung bzw. die nicht öffentliche Zustimmung zu einem Cyberangriff eines nichtstaatlichen Akteurs für die Zurechnung zu einem staatlichen Handeln aus? Das wäre die erste Frage. Und dann noch, wenn wir etwas Zeit haben, wie ist es rechtlich zu beurteilen, wenn ein Cyberangriff vom Server eines unbeteiligten Drittstaates ausgeht? Wäre in einem solchen Fall eine offensive Cyberoperation gegen den Drittstaat als Verteidigungshandlung völkerrechtlich zulässig? Nochmal an Sie, Herrn von Heineck. Die Verhaltensweisen privater Akteure sind einem Staat jedenfalls dann zuzurechnen, wenn diese privaten Akteure unter der effektiven Kontrolle eines Staates handeln oder im Auftrag des Staates handeln. Das festzustellen ist natürlich nicht einfach, sodass ich Ihnen jetzt nur die reine theoretische Rechtslage nahelegen kann. Das andere Beispiel hatte ich Ihnen ja vorhin schon gesagt.
Es handelt ein privater Akteur, ohne dass dieser private Akteur unter der effektiven Kontrolle eines Staates stünde. Aber der Staat anerkennt dieses Verhalten und macht es sich zu eigen. Auch dann ist das Verhalten privater Akteure zurechenbar. Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, wird dem Zielstaat einer solchen Operation am Ende des Tages nur der Notstand bleiben, dessen Anwendbarkeitsschwelle aber denkbar hoch ist, weil es ja, wie gesagt, um essentielle Interessen eines Staates gehen muss und diese essentiellen Interessen, wie vorhin schon bemerkt, nicht mit der kritischen Infrastruktur gleichgesetzt werden dürfen. Vielen Dank. Keine weiteren Fragen. Darf ich noch eine Frage nachschieben von Seiten der Union? Ja, es ist ja noch Zeit. Gerne. Ich hätte noch mal eine Frage an Herrn Vizeadmiral Daum bezüglich den Einsatz von Cyberkapazitäten auch in Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Ob das heute bereits eine Rolle spielt oder aus Ihrer Sicht einen nützlichen Beitrag leisten könnte bei den aktuellen Fragestellungen, die wir im Moment auch in den Einsatzgebieten haben. Ja, vielen Dank. Selbstverständlich spielt das eine Rolle, wobei ich natürlich jetzt hier auf den Anteil Cyber- und Informationsraum und Aktivitäten eingehe im Sinn der Definition, die ich am Anfang genannt habe, nämlich sowohl den Cyberraum, das elektromagnetische Umfeld und das Informationsumfeld betreffend. Und das spielt natürlich in dem Kontext eine Rolle. Denn wir versuchen natürlich mit unserem Beitrag in Auslandseinsätzen die eigenen Kräfte dort zu unterstützen. Und wenn Sie sich vorstellen, in einem Auslandseinsatz in Konfliktregionen ist es sehr einfach vorstellbar, dass dort gleichzeitig Effekte auftreten, nämlich A, Ausfälle in IT-Systemen, B, Störungen im magnetischen, im elektromagnetischen Umfeld, also beispielsweise beim Mobilfunk oder bei Überwachungsradaren. Und C, dass Informationskampagnen im Einsatzland gegen unsere dort stationierten militärischen Kräfte beobachtet werden. Sowas kann Einfluss nehmen auf die Einsatzbereitschaft der Kräfte und wenn es um Informationskampagnen geht, natürlich auch Einfluss nehmen auf ihre Reputation vor Ort. Und auf solche Effekte konzentrieren wir uns natürlich im CIR. Wir versuchen aus räumlichen und zeitlichen Koinzidenzen Zusammenhänge herzustellen. Und damit kommen wir letztlich zu der Frage, sind das zufällige Ausfälle, sind das möglicherweise Nadelstiche, zusammenhängende Nadelstiche und steht dahinter möglicherweise eine Kampagne, die sich gegen den Einsatz unserer Kräfte in einem Auslandseinsatz richten. Das passiert zu einem gewissen Teil mit Kräften vor Ort im Einsatzland. Das geschieht natürlich ganz wesentlich mit dem Rückgriff auf die Kräfte hier im Inland im Sinne des Reachbacks. Also insofern ist die Antwort kurz, ja, das spielt eine Rolle. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben jetzt noch nicht und nur ganz am Rande über die Rolle der NATO gesprochen. Bei allen Fähigkeiten, die wir anbieten, versuchen wir sie auch in einen NATO-Kontext mit einzubringen. Haben Sie eigentlich bestimmte Fähigkeiten der NATO angemeldet aus Ihrem Bereich? Also die NATO hat ja vor einigen Jahren begonnen, den Cyberraum als eine militärische Dimension zu definieren. Das war ja auch der Auslöser für viele Staaten. Die NATO betrachtet sich als Verteidigungsbündnis. Insofern ist es nicht Absicht der NATO, eigene Fähigkeiten dazu aufzubauen. Die NATO beschränkt sich in diesem Falle auf den Schutz mit entsprechenden Cybersicherheitszentren etc. Im Rahmen militärischer Operationen ist aber immer die Frage zu stellen, welche Fähigkeiten helfen auf dem Weg zum Ziel. Und insofern schließt natürlich auch die NATO nicht aus, dass in militärischen Operationen, insbesondere wenn wir jetzt über das Szenar Landesbündnisverteidigung, in dem Falle Bündnisverteidigung sprechen, dass dort natürlich Cyber-Effekte eine Rolle spielen. Und vor diesem Hintergrund hat die NATO einen Diskussionsprozess mit den Nationen gestartet in der Frage, wer sieht sich in der Lage, der NATO entsprechende Beiträge zu stellen.
Und bei dieser Frage, die an Deutschland gerichtet wurde, hat Deutschland auch erklärt, dass wir bereit wären, der NATO Effekte zur Verfügung zu stellen. Danke. Gibt es da eigentlich eine Organisation im Sinne von Deutschland stellt Aufklärungskapazitäten oder offensive Kapazitäten oder Differenzierung nach bestimmten Netztypen und so weiter zur Verfügung, also in der Diskussion mit der NATO? Oder wie könnte man sich da eine Aufgabenteilung im Cyberraum ganz praktisch vorstellen? Also grundsätzlich richtet sich die Frage nach dem Beitrag einzelner Nationen an auf spezielle Fähigkeiten in dieser Hinsicht natürlich differenziert. Das hängt immer davon ab, welche Fähigkeiten, welche Effekte hier relevant sind. Aber dafür gibt es in der NATO einen Prozess, den sogenannten Targeting-Prozess. Im Rahmen dessen würde das entsprechend ausgewählt. Das bezieht sich jetzt aber sozusagen auf ein Bündnisszenar, wo es tatsächlich innerhalb eines Konflikts steht. In Friedenszeiten gibt es natürlich gerade im Bereich der elektromagnetischen Aufklärung erhebliche Erkenntnisse, und da gibt es natürlich auch Beiträge, die im Bereich Electronic Warfare der NATO dann zusammengeführt werden und die damit natürlich auch, ich sage jetzt mal, in den entsprechenden Handbüchern der NATO allen Nationen zur Verfügung stehen. Da gibt es dann vielleicht Aufteilungen nach Regionen. Da ist vielleicht Deutschland für den Ostseeraum mit entsprechenden Sensoren, die sich da bewegen, besonders prädestiniert, Informationen bereitzustellen. Das ist aber jetzt sozusagen nochmal gesprochen im Kontext des CIR und nicht konkret gesprochen auf die Details von CIR-Operationen, also auf die Frage, was können Nationen dazu beitragen, zu diesem Lagebild der NATO. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich hätte jetzt noch eine Frage an den Herrn Padilla, Professor Padilla. Und zwar auch nochmal der internationale Vergleich, ob er ihn ziehen könnte. Ich habe in meiner ersten Runde mit ihm ja darüber gesprochen, wie die Kapazitäten in Deutschland sind. Er meinte, wir haben ein Umsetzungsproblem, also die Kapazitäten wären durchaus vorhanden. Sie haben vorher als Beispiel Israel genannt. Wie ist das jetzt zum Beispiel mit Großbritannien oder mit Frankreich, jetzt Nachbarländer von uns? Wie schaffen es die ihre Fähigkeiten oder wie setzen die ihre Fähigkeiten auch im Rahmen von Cyberkapazitäten bei den Streitkräften um? Ehrlich gesagt kenne ich mich mit den französischen und großbritannischen Streitkräften nicht so sonderlich gut aus. Deshalb fällt es mir etwas schwierig, Ihre Frage an der Stelle zu beantworten. Sie haben vorher dann gesagt, Sie sind in Kooperation mit Israel. Gibt es etwas, was wir von Israel konkret lernen können? Naja, weshalb die Israelis deutlich schneller sind bei der Umsetzung von Dingen und bei den Fähigkeiten in die Truppe bringen, liegt ja an deren extrem enger Vernetzung zwischen Industrie, zwischen Universitäten und zwischen Streitkräften. Das liegt in Teilen natürlich dran, was die mit ihrer Wehrpflicht haben. Und in Teilen natürlich auch daran, dass das Land einfach deutlich kleiner ist. Da gibt es also diese extrem enge Vernetzung. Da gibt es im Wesentlichen eine Handvoll an Leuten, die sich untereinander kennen oder die sogar miteinander gedient haben. Das macht die Wege extrem kurz. Das ist bei uns natürlich deutlich anders. Die Bundeswehr hat jetzt eine Reihe von Einrichtungen oder im Wesentlichen zwei Einrichtungen gegründet. Nämlich die Cyberagentur und den Cyber Innovation Hub. Da haben wir im Bundestag hinlänglich diskutiert. Jetzt Ihr Blick von außen, nehmen Sie diese Einrichtungen wahr oder was würden Sie uns an Empfehlungen für diese Einrichtungen mitgeben? Gerade die Cyberagentur nehme ich als eine riesige Chance wahr. Und zwar, weil ich glaube, dass wir in Deutschland bisher, insbesondere wenn es um Fähigkeit von so einer eher sicherheitskritischen IT-Sicherheitsfragestellung geht, noch ein gewisses Defizit hatten. Deshalb glaube ich, die Cyberagentur an sich ist eine Riesenchance.
Meine Empfehlung an Sie wäre da, versuchen Sie nicht, die Cyberagentur mit üblichen Beschaffungsprozessen zu töten, denn dann wird Ihr Sinn wieder ad absurdum geführt. Also wenn wir da die ganz normalen Prozesse, die wir üblicherweise haben, wieder durchlaufen, dann werden wir wieder zu langsam sein. Dann werden wir wieder in so einem Stau landen und wieder so ein Umsetzungsproblem bekommen. Aber an sich sehe ich das als die Idee hinter der Cyberagentur ist, glaube ich, eine Riesenchance und damit würden wir einen blinden Fleck in Deutschland beseitigt bekommen, wenn wir es denn richtig umsetzen. Okay, vielen Dank. Das ist mal auch ermutigend. Das war meine letzte Frage. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen seitens der CDU-CSU-Fraktion? Weil 2 Minuten ist noch Zeit. Das ist nicht der Fall, dann hat der Kollege Nolte für die AfD-Fraktion das Fragerecht. Ich habe keine Fragen mehr, danke. Danke sehr. Dann geht das Fragerecht weiter an die SPD-Fraktion, Herr Vöpel. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine nächste Frage geht an den Inspekteur Zier. Wir haben ja gerade schon bei vielen Fragen rausgehört, dass die Grenzbereiche ja immer relativ schwer einzuordnen sind, gerade im Bereich Cyber nicht so einfach ist wie im konventionellen Bereich, da klare Trennung zu ziehen. Einfach mal meine Frage im Hinblick auf Parlamentsvorbehalt. Also Operationen, die Sie vorbereiten, auf die Sie reagieren wollen, im Ernstfall reagieren müssen. In welcher Form sehen Sie den Parlamentsvorbehalt in der Form, die wir ihn heute haben, als Hemmnis, effektiv diese Operation vorzubereiten, oder sehen Sie den gar nicht? Also wenn Sie mit im Ernstfall, im Verteidigungsfall meinen, wenn wir uns also in einem Konflikt befinden, dann sehe ich ja gar nicht, dass dort ein Parlamentsvorbehalt entsteht. Dort, wo es auf die Auslandseinsätze der Bundeswehr Bezug nimmt, dort wird ja letztlich das Parlament ein Mandat erteilen. In diesem Mandat sind derzeit Kräfte und Fähigkeiten angesprochen. Kräfte im Sinne der Kontingentobergrenze, Fähigkeiten mit Blick auf, ich sag mal, sehr allgemeine Begriffe. Und insofern ist da natürlich das Thema Führungsunterstützung, Aufklärung in der Regel immer eingeschlossen. Und damit sind natürlich auch Kräfte aus dem Org-Bereich Zir in der Lage, dort ihren Einsatz zu sehen. Ich erkenne dort in den Mandaten, die jetzt bestehen, und ich habe ja vorhin ein Szenario skizziert, mit dem wir in den Einsätzen durchaus leben und worauf wir reagieren müssen, gibt es da aus meiner Sicht kein Defizit. Also nicht, dass mir in der Hinsicht entscheidende Fähigkeiten fehlen würden, die ich dann anbiete im Sinne dann eines Einsatzführungskommandos, die das in ihrem Kräftedispositiv entsprechend vorsehen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Vielleicht die Frage dann auch mal in Richtung Völkerrechtler besser gestellt. Der Kollege Neu hat ja gerade gesagt, wir würden hier starke Diskussionen führen, die offensive Schläge der Bundeswehr im Bereich Cyber vorbereiten. Habe ich jetzt die ganze Diskussion völlig anders verstanden bis dahin? Das vielleicht erstmal vorab. Aber vielleicht mal als Frage, wenn man mit offensiven Maßnahmen reagieren möchte, dann ist das, wenn ich es richtig verstanden habe, ja notwendig, dass man vorher Aufklärung auch in verschiedener Form durchführt und vielleicht da auch schon die Schwelle überschreitet, die wir vorhin gerade diskutiert haben, was rein defensiv ist und wo man dann schon intrusiv ist. Die Frage ist, wie schätzt der Völkerrechtler, Verfassungsrechner hier die Frage der Parlamentsbeteiligung ein? Weil so eine Aufklärung, die durch hier durchgeführt würde, um einen eventuellen offensiven Schlag vorzubereiten, ja immer so ein Grenzbereich ist. Wie schätzen Sie das ein und wie kann man diesen Grenzbereich vielleicht ein bisschen klarer fassen und welche Änderungen wären vielleicht nötig, um da mehr Klarheit zu kriegen? Ich bin nicht der Meinung, dass es da unbedingt einer notwendigen Klärung bedarf. Wenn eine solche Maßnahme ergriffen wird in Vorbereitung eines spezifischen oder einer spezifischen Operation, dann wird der Parlamentsvorbehalt zum Tragen kommen. Wenn es aber nur eine allgemeine Generierung von Fähigkeiten ist
um auf einen Eventualfall vorbereitet zu sein, dann meine ich, ist die Grenze noch nicht überschritten, sodass hier dann auch kein Raum für einen Parlamentsvorbehalt bestünde. Im Übrigen wäre ich vorsichtig, da zu sehr ins Detail einzusteigen, denn häufig lassen sich diese Operationen ja gar nicht trennscharf voneinander unterscheiden. Eine Cyberoperation mag integraler Bestandteil einer kinetischen militärischen Operation sein oder umgekehrt, sodass man da auch ja natürlich einen bestimmten Ermessens- und Handlungsspielraum für die Streitkräfte erhalten muss, um sie in die Lage versetzen, dann auch tatsächlich ihre Aufgabe zu erfüllen. Ja, vielen Dank. Ich würde dann wieder an die Kollegin Möller zurückgeben. Moin. Ich würde noch gerne ein bisschen bei der Frage Parlamentsvorbehalt bleiben. Der Erfolg von Cyberoperationen hängt ja unmittelbar damit zusammen, dass ein Gegner die eingesetzten Exploits und Vorgehensweisen gerade nicht kennt, um vorhandene Schwachstellen in seinem System nicht vorab beseitigen zu können. Das heißt, der Erfolg von Cyberoperationen ist bedingt dadurch, dass sie geheim bleiben. Nun meine Frage ans BMVG bzw. an den militärischen Teil, an Herrn Daum und auch möglicherweise an Herrn Koch. Wenn wir von sogenannten Standalone-Cyberoperationen sprechen, würde der geltende Parlamentsvorbehalt aus Ihrer Sicht die Effektivität solcher Operationen einschränken? Und falls ja, wie könnte Ihrer Meinung nach die wehrverfassungsrechtlich notwendige Parlamentsbeteiligung hierfür angemessen ausgestaltet werden? Ja, vielen Dank, Frau Abgeordnete. Auf die Frage hin, müsste der Parlamentsvorbehalt mehr Raum einräumen? Mein Verständnis ist, dass das Parlamentsbeteiligungsgesetz einen Antrag bedingt, und zwar der einzusetzenden Streitkräfte, nicht im Detail der einzelnen Mittel. Und in diesen Texten wird dann militärisch unterschieden zwischen vier Fähigkeitsdomänen, nämlich Führung, Aufklärung, Wirkung, Unterstützung. Und in allen vier dieser Domänen kommt natürlich eine Cyberoperation je nach Sachlage und je nach konkretem Ziel zum Einsatz. Wirkung umfasst aber auch Panzerschiffe, Flugzeuge, die dort einbezogen werden und insofern nämlich auch die Dimension Cyber. Solange die Diskussion und letztlich das Mandat auf Basis dieser Fähigkeitsdomänen den Rahmen setzt, ist das für Cyberoperationen gut genug. Vielen Dank. Vielleicht noch als die Frage war ja, so, ja gerne, Herr Koch. Als kleine Ergänzung noch bezüglich dem Bedarf der Geheimhaltung. Das ist natürlich bei solchen Operationsarten immer extremst hilfreich, formulieren wir das mal so. Aber Sie können natürlich zumindest in der Theorie auch Erfolg haben mit einer öffentlich bekannten Schwachstelle, die nicht geschlossen wurde oder nicht richtig geschlossen worden ist. Auch im Beispiel von Microsoft Exchange im Augenblick, wenn Sie nur den Patch aufspielen und es nicht verifizieren, kann es sein, dass die Schwachstelle nicht wirklich geschlossen worden ist. Dann ist die Geheimhaltung nicht ganz so extrem wichtig. Aber insgesamt muss man es natürlich auf jeden Fall so bewerten, dass die Geheimhaltung von immenser Bedeutung ist, um einfach die Erfolgswahrscheinlichkeit so gut wie möglich zu machen und eben den Erfolg der Aktion von den Soldatinnen und Soldaten entsprechend zu unterstützen. Also aus dieser Perspektive würde ich der Geheimhaltung schon gerade bei Cyberoperationen eine sehr hohe Stellenwert beimessen. Vielen Dank. Das ist, glaube ich, am Ende die Frage. Herr Daum, ich verstehe, dass die Cyberoperationen ja nur möglicherweise eingebettet sind in andere Operationsdimensionen. Aber nichtsdestotrotz bedeutet ja eine Parlamentsbeteiligung oder eine Mandatierung durch den Bundestag vorher auch eine Debattierung des Ganzen. Hieße ja auch, dass wir die Zielrichtung, den Operationsraum, zumindest das Operationsgebiet miteinander diskutieren würden und damit ja auch gegebenenfalls unterhalb der, also dass es einfach nicht mehr ganz so geheim sein könnte, wie Sie möglicherweise es brauchen, um eben erfolgreich auch im Cyber-Informationsraum wirken zu können. Und das ist, glaube ich, eher eine Frage dann, wie viel Zeit hat man eigentlich, wie weit darf es, muss es geheim gehalten werden. Wenn wir jetzt nochmal darauf zurückkommen, dass wir fast ein Jahr benötigt haben, um
klarer attribuieren zu können, woher der Angriff auf den Bundestag gekommen ist, dann ist ja auch die Frage, ob es dann überhaupt noch angemessen ist, darauf in irgendeiner Form zu reagieren, weil das eben schon so lange zurückwirkt und etc. Aber das ist weiter. Ich würde gerne die Frage noch etwas ausweiten. Und zwar, ich muss einmal blättern, haben wir ja die immer noch das Trennungsgebot zwischen innerer Sicherheit und äußerer Sicherheit. Wir haben schon in der Anhörung länger darüber gesprochen, dass wir gerade auch die Länderbehörden, darunter fasse ich jetzt mal alles, was man darunter fassen kann, zuständig sind. Und an Herrn von Heineck die Frage, welche rechtlichen Anpassungen könnten denn und müssten aus Ihrer Sicht vorgenommen werden, um eine effektive Kooperation zwischen den Sicherheitsbehörden und Bundeswehr unter Beachtung des Trennungsgebotes rechtssicher zu gestalten? Nun, wir haben ja die Lösungsansätze vorhin schon in einigen Redebeiträgen gehört. Wenn und soweit die Rolle der Bundeswehr betroffen ist, ist es in der Tat Artikel 35 Grundgesetz, der hier zum Tragen käme. Das heißt natürlich nicht, dass gerade im Bereich Cybersicherheit nicht ein allgemeiner und integrativer Ansatz ergriffen werden muss. Denn Cybersicherheit lässt sich nicht bewerkstelligen, indem man nur eine zuständige Stelle identifiziert, die dann dafür die erforderlichen Maßnahmen ergreifen sollte. Aber Sie müssen sich in diesem Zusammenhang immer auch vor Augen halten, dass diese eigentliche im kinetischen Bereich mögliche Trennung zwischen Innen und Außen im Cyberraum häufig nicht so ohne weiteres möglich ist. Man versucht das zwar immer wieder zu tun, aber wo beginnt der Bereich der äußeren Sicherheit, wenn es sich zum Beispiel um maliziöse Cyberoperationen etwa gegen eine bestimmte kritische Infrastruktur in der Bundesrepublik Deutschland handelt? War zum Beispiel der Angriff auf den Deutschen Bundestag eine Frage der inneren Sicherheit oder eine Frage der äußeren Sicherheit? Eine solche klare trennscharfe Unterscheidung lässt sich heute so gar nicht mehr durchführen. Und ich warne davor, dies sozusagen zum Anlass zu nehmen, hier Vorfestlegungen vorzunehmen, die dann möglicherweise ein Hindernis dafür darstellen, die effektiven Maßnahmen zu ergreifen, um Sicherheit tatsächlich gewährleisten zu können. Wenn Sie so freundlich wären und also dann hier heißt es ja, wenn ich jetzt zusammenfasse, dass Sie keine Herstellung einer Rechtssicherheit sehen, weil Sie sagen, man darf keine Trennung vornehmen, aber irgendwie wird man ja darauf reagieren müssen. Und das muss dann ja am Ende rechtlich sicher passieren. Nein, es geht natürlich darum, dass man sich auf alles vorbereiten muss. Und dafür ist es erforderlich, dass so ein integrativer Ansatz gewählt wird, der also ein Whole-of-Government-Approach, wie immer Sie das nennen wollen, verfolgt wird. Aber es gibt bestimmte Bereiche, wo man nicht mehr sagen kann, das ist eine reine innere Sicherheitsangelegenheit, die hier betroffen ist, oder eine rein äußere Sicherheitsfrage, sondern hier muss in der Tat jeder Schritt unternommen werden, um die Bundesrepublik Deutschland in die Lage zu versetzen, auf alle solche Bedrohungen reagieren zu können. Und da gibt es keinen abstrakt bestimmbaren Königsweg, sondern hier geht es nur in kooperativer Form. Von Herpich, sehen Sie denn noch eine eine Möglichkeit zu einer schnelleren Zusammenschaltung der einzelnen Länderbehörden? Die Länderbehörden sind ja aktuell schon teilweise im Cyberabwehrzentrum vertreten. Ich denke, es macht hier Sinn, dass alle Länderbehörden, die im Cybersicherheitsbereich agieren, also Hessen 3C, das Bayerische Landesamt für Sicherheit und Informationstechnik und so weiter, auch im nationalen Cyberabwehrzentrum vertreten sind, um sich da auch direkt mit austauschen zu können. Danke sehr. Dann hat Herr Müller für die FDP-Fraktion das Wort. Ja, vielen Dank. Ich mache gleich mit dem Thema weiter, wo wir gerade waren, beim Cyberabwehrzentrum und den Zuständigkeiten. Die Frage wird nachher gehen an Herrn Professor Heinzel von Heineck und an den Admiral Daum. Im Cyberabwehrzentrum haben wir ja verschiedene Dienste und jetzt nehmen wir den klassischen Fall. Es
passierten Angriff auf kritische Infrastruktur in der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben eben erfahren, wie schwer die Attribuierung ist, wie lange das dauert, bis wir es attribuieren. Aber von der Attribuierung hängt ab, wer zuständig ist am Ende. Und das heißt, es müssen aber sofort Maßnahmen ergriffen werden. Das heißt, es müssen forensische Analysen stattfinden, von wo kommt es, wer ist es. Vielleicht kennt man schon den Angriffsserver. Gegebenenfalls müssen da Maßnahmen gegen den Angreifer oder die Richtung, aus der es kommt, vielleicht kann man schon darauf einwirken, ergriffen werden. Aber dafür braucht es einen Zuständigen. Macht es vielleicht Sinn, ein Gesetz, ein Bundesgesetz, eins in die Wege zu leiten, dass für den Anfang, solange die Attribuierung noch nicht erfolgt ist, dass die Bundesregierung eine Stelle, eine Dienststelle, einer den Hut anzieht, dass das also praktisch einer dieser Dienste, da sitzen ja die Länderpolizeien, BSI, die Bundeswehr, da sitzt Verfassungsschutz und also etliche Behörden, aber dass einer anfänglich den Hut anhat, um das Ganze zu koordinieren. Ist das rechtlich sinnvoll? Und eine zweite Frage nur an Herrn Daum in dem Zusammenhang, tagt dieses Cyberabwehrzentrum eigentlich geheim? Diese Frage vor dem Hintergrund, dass wir ja eben schon hatten, die Abgrenzung der Datenschutzaspekte zwischen den einzelnen Diensten. Nun, um nochmal klarzustellen, die Zurechenbarkeit ist nicht Voraussetzung für jede Gegenmaßnahme oder Schutzmaßnahme oder Verteidigungsmaßnahme. Allerdings stimme ich Ihnen dazu, Herr Abgeordneter, dass so eine Eilfallkompetenz durchaus hilfreich wäre, weil nur so wäre gewährleistet, dass dann die notwendigen Schritte auch in der erforderlichen Geschwindigkeit getan werden können, um effektive Cybersicherheitsmaßnahmen oder Verteidigungsmaßnahmen dann auch tatsächlich ergreifen zu können. Ja, Herr Abgeordneter, vielen Dank für die Frage. Ich beginne mal mit dem zweiten Teil. Tagt das NCATS geheim? Ich will mal insofern sagen, es gibt gewisse Themenkreise, Unterarbeitsgruppen in dem Kreis der beteiligten Behörden. Und hier gibt es durchaus entsprechende, sage ich mal, Ausnahmen, wer daran teilnimmt oder nicht. Und so kann man sich vorstellen, dass wenn Verfassungsschutzbehörde mit BND zu irgendeiner Diskussion zusammenkommt, dass da nicht zwingend alle dabei sind, beispielsweise auch nicht dann der entsprechende Vertreter des CIR. Weil das sind natürlich dann Themen, die sind gewissen Zirkeln vorbehalten. So will ich das mal vorsichtig formulieren und das respektieren wir auch, dass wir hinterher Ergebnisse vielleicht für den Schutz unserer eigenen Systeme daraus erfahren, die dann aber, wie man so schön sagt, sanitarisiert sind, wo also der Rückschluss auf die Information gar nicht möglich ist. Das ist davon natürlich unbenommen. Es gibt derzeit sehr wohl einen Koordinator im Cyberabwehrzentrum. Der wird auch von einer der teilnehmenden Behörden gestellt und der koordiniert in der Tat die Arbeit, die Themenfelder, die Prioritäten und versucht sicherzustellen, dass auch die Informationen entsprechend fließen. Das ist aber sozusagen in der Rolle des Koordinators ein Unabhängiger, der vertritt nicht irgendeine Behörde dort. Er stellt sich bei den Themen, um die es dort geht, wenn es zur Abwehr eines Angriffs kommt, natürlich auch die Frage, wer sollte das dann sein? Das könnte man jetzt einfach mal festlegen und beispielsweise dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik eine federführende Rolle geben. Da hätte ich jetzt erstmal gar keine Bedenken, aber da sprechen natürlich dann auch so und so viele Präsidenten ein Wort mit. Das für mich aber, sag ich mal, in diesem Kontext wesentliche Thema ist die Frage dann der tatsächlichen Reaktionsfähigkeit. Und derzeit ist das Cyberabwehrzentrum noch nicht mit einem Auftrag versehen, beispielsweise 24/7 jederzeit reaktionsfähig zu sein und dann Maßnahmen zu koordinieren. Das findet derzeit in dieser Qualität noch nicht statt. Und da sehe ich die besondere Herausforderung, wenn nämlich ein möglicherweise massiverer, ich nenne ihn gerne digitalen GAU, uns erfasst und massiv Ausfälle festzustellen sind, wenn man darüber nachdenken müsste,
ich bin jetzt ganz vorsichtig in der Formulierung, wenn Bayern virenverseucht ist, ob die Telekom dann Bayern vom Internet abkapselt, um der Verbreitung dieses Virus Einhalt zu gebieten. Inwieweit das überhaupt rechtlich vorstellbar ist, sei mal dahingestellt. Aber diese schnelle Reaktionsfähigkeit, diese Entscheidungsfindung bedingt natürlich wirklich, dass alle um den Tisch herum sitzen, also auch wie von Herrn Herpig angesprochen, die entsprechenden Länderbehörden. Dann müsste man dort möglicherweise auch noch ein Mandat an das Cyberabwehrzentrum geben, dort auch Entscheidungen zu treffen, die dann einen gewissen Verbindlichkeitscharakter hat. Und nicht erst eine Ministerpräsidentenkonferenz beispielsweise benötigen. Das, wenn es denn sozusagen um akute Reaktion zur akuten Abwehr geht, dann ist da sicherlich mehr Reaktionsfähigkeit, mehr Handlungsfähigkeit und dann auch möglicherweise mehr Mandat erforderlich. Das wäre meine Antwort. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. Eine zweite Frage noch zur Frage von defensiven und offensiven Maßnahmen und Operationen. Da haben wir jetzt heute schon öfter drüber gesprochen. Eine Frage vielleicht an den Praktiker, Dr. Koch. Kann man das voneinander abgrenzen, defensive und offensive Maßnahmen? Und es ist ja heute schon angeklungen, dass der ein oder andere vielleicht beabsichtigt, den Auftrag der Bundeswehr möglichst auf defensive Maßnahmen zu begrenzen. Wo würden wir uns dann selbst einschränken, dass man sich das an einem praktischen Beispiel mal klar machen kann? Was würde das bedeuten und wie würden wir uns da selbst einschränken mit so einem Gesetz? Also eine Unterscheidung ist prinzipiell natürlich auch eher wenig hilfreich, um das so zu sagen, weil die Toolbox, die Maßnahmen etc. Ist ja überall das Gleiche. Und da kann man an die Diskussion damals um den Hacker-Paragraphen erinnern, wo wir das gleiche Themenfeld hatten. Ja, wir brauchen die gleichen Tools jetzt auf der Whitehead- und der Blackhead-Seite sozusagen. Mit den Fähigkeiten, die man aufbaut, klar, wir haben das strukturell gut unterschieden. Wir haben die Informationssicherheitsorganisation, wir haben den CNO-Bereich, der für die aktiven Maßnahmen erforderlich ist. Aber die Fähigkeiten, wie wir die Leute ausbilden müssen, was die letztendlich können und anwenden müssen, das ist natürlich die gleiche Basis, das gleiche Wissen. Wenn wir jetzt hergehen und sagen, okay, wir setzen das nur noch im Bereich der Defensive ein, dann habe ich da schon erhebliche Sorgen, was die Durchsetzungsfähigkeit auf im entsprechenden Einsatzraum anbelangt. Denn wir müssen jederzeit damit rechnen, dass ein guter Gegner, und wir haben ja gesagt, die einen oder anderen sind, was das Technologische anbelangt, da deutlich weiter als wir, zum Beispiel auf dem Gefechtsfeld auf unsere Waffensysteme einwirken kann. Und wenn ich Best Practice aus dem zivilen Bereich ranziehe und dann sage, okay, ich habe mein Risiko so und so weit abgedeckt und habe jetzt noch den Notfallplan, mein System wieder anzufahren, die Daten wieder herzustellen, sodass ich im Beispiel von Ransomware-Vorfall keine Probleme habe, meine Geschäftsprozesse wieder anlaufen und so, dann habe ich halt einen zeitlichen Verzug, aber alles richtig gemacht. Das greift halt nicht im Rahmen von einer militärischen Cyberoperation, weil ich habe nicht die Zeit, anzufangen, meine militärischen Systeme im Einsatzgebiet auf dem Gefechtsfeld mit solchen Notfallplänen wieder fit zu machen, sondern ich muss auf die Maßnahmen, die auftreten, direkt reagieren können, mit den ganzen Voraussetzungen, die wir heute schon diskutiert haben. Und dafür brauche ich auch die offensiven Fähigkeiten, um dann in diesen Rahmen wirken zu können, mit den jeweiligen rechtlichen Möglichkeiten, wenn ich so einen Angriff sehe und kann mich eben nicht darauf verlassen, dass da irgendwie ein Notfallplan oder so greift. Danke. Vielen Dank und Herr Dr. Neuer hat jetzt das Wort. Ja, werde ich gehört? Wunderbar. Ja, ich bin ein bisschen überrascht, dass zum Thema Aktualisierungsbedarf und Anpassungsbedarf des Parlamentsbeteiligungsgesetzes eher, sagen wir mal, schwache Hinweise kamen. Bisschen, zumindest meine Interpretation, dass es da keine Notwendigkeit gäbe. Wenn man sich die beiden Paragraphen 1 und 2 anschaut, da wird dann Begriffsbestimmung und so weiter und so fort durchaus von bewaffneten Streitkräften gesprochen, die sich außerhalb des Gebietes des Grundgesetzes bewegen, also außerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Nun ist es ja so, dass bei Cyber nicht unbedingt die Soldatinnen und Soldaten sich im Ausland befinden müssen, wenn sie an einer Cyberoperation teilnehmen. Ich möchte jetzt mal zwei Szenarien ansprechen und dann hoffe ich auf eine Antwort. Das eine Szenario ist, der UN-Sicherheitsrat beschließt eine Maßnahme gegen Land X
Und die Bundesregierung signalisiert ihre Beteiligung in Form von ausschließlicher Cyberfähigkeiten. So, dann wäre das doch in meinen Augen ein Gegenstand, der im Parlament beraten werden müsste, weil die Bundeswehr gewissermaßen aktiv wird. Aber zugleich ist es ja nicht so, dass die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr dafür im Ausland sein müssten. Das könnten sie auch vom Inland her machen. Also wäre es dann ein Fall fürs Parlamentsbeteiligungsgesetz, so wie es jetzt geschrieben ist, oder müsste man es, meiner Meinung nach zumindest, müsste man es entsprechend anpassen auf die digitalen Herausforderungen? Das zweite Szenario ist, der Bundestag wird angegriffen, was wir vor einigen Jahren hatten. Es dauert mehr als ein Jahr zur Attributierung. Mehr als ein Jahr bedeutet, man reagiert nicht unmittelbar, sondern zeitlich verzögert. Hier würde dann die Frage sein, ein Vergeltungsschlag seitens Deutschlands, ein Vergeltungsschlag durch die Bundeswehr. Wäre das ein Fall für das Parlamentsbeteiligungsgesetz? Ja oder nein? Auch vor dem Hintergrund, also ein reiner Cybervergeltungsschlag. Vor dem Hintergrund, dass die Soldaten nicht unbedingt im Ausland tätig werden müssen, sondern vom deutschen Staatsgebiet aus diesen Vergeltungsschlag betreiben könnten. Das sind doch gewissermaßen Szenarien, die eine Aktualisierung, eine Anpassung des Parlamentsbeteiligungsgesetzes, so wie es geschrieben ist, jetzt deutlich machen würden. Vielen Dank. Diese Frage geht einmal an Herrn Thomas Reinhold und zum anderen an Herrn Professor Heineck. Danke. Ja, danke für die Frage. Die rechtliche Komponente an der Stelle maße ich mich nicht an zu bewerten. Das denke ich, kann Herr Heineck auf jeden Fall sehr viel besser. Ich glaube, es ist einfach nur entscheidend darauf hinzuweisen, dass von der technischen Perspektive aus man in jedem Falle, weil das ein bisschen in den Stellungnahmen der Kollegen und Kolleginnen wissen, anders dargestellt wurde, würde ich sagen, als ein Techniker ist ein Einwirken auf ein System immer eine Gefährdung von einem System. Und man gefährdet ja in aller Regel, und das wird auch so ein bisschen, finde ich, unter Tisch fallen gelassen, man hat ja nicht sofort das Zielsystem zur Hand, was man irgendwie angreifen möchte, wo man vielleicht wirken möchte, vielleicht auch mit berechtigten Hintergrund und so weiter, sondern muss sich erstmal hinarbeiten. Das kann man im Vorfeld tun von einem Konflikt, also kann es vorbereitend tun, man kann es erst vielleicht, wenn sozusagen das Parlament sagt, ja, ihr dürft. Trotzdem muss man sich immer überlegen, ob das auf dem Weg dahin einfach viele unbeteiligte Systeme liegen, die man im Zweifelsfall mit gefährdet, die Dienste haben, die zivilen Zwecken nutzen. Und wenn man einen geschickten Angreifer hat, dann wird er sich auch genau hinter solchen Systemen verstecken. Das zum technischen Hintergrund, und an der Stelle möchte ich an Herrn Heineck übergeben. Danke. Ja, fangen wir mit dem zweiten Punkt an, Herr Abgeordneter. Vergeltung. Das vergessen Sie mal. Also Rache, Vergeltung, das ist etwas, was jedenfalls vom geltenden Völkerrecht nicht gedeckt wäre. Das Einzige, was gedeckt wäre, wäre eine Selbstverteidigung. Das heißt, Selbstverteidigung ist nur zulässig, wenn wir eine Selbstverteidigungssituation haben. Wir brauchen also einen bewaffneten Angriff. Sonstige Gegenmaßnahmen setzen einen andauernden Völkerrechtsbruch voraus, auf den man reagiert. Und wenn ein Jahr ins Land gegangen ist und keine weiteren Bedrohungen hinzugekommen sind oder Cyberoperation, dann ist der Raum für Gegenmaßnahmen, ich würde mal sagen, denkbar klein. Nun zum Parlamentsbeteiligungsgesetz. Wenn Sie sich die Genese des Parlamentsbeteiligungsgesetzes noch mal vor Augen halten, es war ja diese berühmt-berüchtigte Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, wonach die Bundeswehr ein Parlamentsherr sei. Wenn wir davon ausgehen, dann würde natürlich auch eine Cyberoperation, selbst wenn sie im Rahmen nach Maßgabe der Regeln eines Systems kollektiver Sicherheit wie der Vereinten Nationen erfolgt, grundsätzlich dann eine Parlamentsbeteiligung oder ein Mandat des Deutschen Bundestages fordern, wenn und soweit die Cyberoperation über das hinausgeht, was bloße Aufklärung zum Beispiel wäre. Also wenn die Cyberoperation tatsächlich physische Wirkungen oder Wirkungen in der physischen Domäne zeitigen würde, dann wäre das ein Einsatz, der jedenfalls nach Sinn und Zweck und im Lichte der Genese des Parlamentsbeteiligungsgesetzes ebenfalls dem Parlamentsvorbehalt unterläge. Jede Beteiligung an Feindseligkeiten oder an einer Anwendung bewaffneter Gewalt in diesem Sinne wäre damit vom Parlamentsbeteiligungsgesetz gedeckt. Wenn Sie das aber noch klarstellen wollen, bitte, das wäre natürlich eine Möglichkeit, aber ich glaube, auch hier kann ich wieder das wiederholen, was ich vorhin schon gesagt habe. Gehen Sie da um Gottes Willen nicht zu sehr ins Detail. Denn wie wollen Sie das noch alles auseinanderhalten? Das dürfte äußerst schwierig sein. Danke sehr. Dann hat Frau Boger das Wort.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hätte jetzt Fragen an Herrn Herpich und möchte mal damit starten, was Sie auch als erste These benannt haben. Sie schreiben ja auch später in Ihrer Stellungnahme, dass wir eine laufende Cyberoperation nicht irgendwie abschrecken oder abwehren könnten mit einer so Gegen-Cyber-Maßnahme, wenn ich das mal so ein bisschen umschreiben darf, dass die Experten sich an der Stelle auch einig seien. Jetzt haben wir hier ein bisschen andere Auffassungen manchmal gehört. Können Sie das nochmal erläutern, warum Sie glauben, dass das nicht zu mehr Sicherheit beiträgt und warum es eben vielleicht auch diesen Abschreckungs- oder Abwehreffekt gar nicht geben kann? Ja, vielen Dank. Ja. Also was Sie machen, wenn ein Angriff detektiert ist, Sie versuchen zu gucken, wo der Angriff stattgefunden hat, welcher Schaden eventuell angerichtet wurde, die Entscheidung, ob man den Angriff vielleicht eingedämmt weiterlaufen lässt, um zu gucken, ob man Informationen für die Attributierung findet oder weitere Hintertüren. Man versucht, den Schaden dann abzuwenden, das System oder die Systeme so schnell wie möglich wieder ans Laufen zu bringen. Es gibt natürlich auch andere passive Maßnahmen, wie die Umleitung von DDoS-Angriffen zum Beispiel. Das würde man dann einfach mit den Internet-Service-Providern wie der Telekom oder Vodafone beantragen. Es gibt ein unglaublich großes Set an defensiven, passiven Maßnahmen. Und das ist normalerweise das, was man macht, wenn ein Angriff detektiert wird. Mir ist kein realistisches Szenario bekannt. Gucken Sie sich Exchange an, gucken Sie sich Solarflare an, wo offensive, intrusive Maßnahmen irgendwas dazu getan hätten, dass eine Cyberoperation eines Gegners gestoppt wird. Es gibt, und das weiß ich, in Sicherheitsbehörden so ganz tolle hypothetische Szenarios, wo sich jemand mal ausgedacht hat, so ja, wenn man das und das annimmt, was noch nie in der Welt vorgekommen ist, dann könnte man mit offensiven, intrusiven Cybermaßnahmen irgendwie einen Angriff stoppen. Das halte ich für komplett verfehlt. Vielleicht irgendwie 0,1% oder noch weniger der Fälle, vielleicht irgendwann mal sinnvoll. Von daher sollte man sich hier auf die anderen und die Stärken der anderen Maßnahmen verlegen, die nämlich wirklich den Schaden eindämmen, dass die irgendwie dann ins Laufen bringen und den Angriff eben dementsprechend abwehren. Jetzt. Schwachstellen sind ja auch ein Stichwort, das hier aber in der Debatte immer wieder fällt. Sie haben ja auch in Ihrer Stellungnahme für ein Schwachstellenmanagementmodell plädiert, das so ein bisschen auch so eine Abwägung aufmacht. Weil natürlich, wenn ich eine Schwachstelle nutzen möchte als Sicherheitsbehörde, habe ich gar kein Interesse daran, beispielsweise, dass andere darüber Bescheid wissen. Und das ist natürlich möglicherweise für die Bürgerinnen und Bürger in meinem Land ein Sicherheitsrisiko. Wie könnte denn so ein Schwachstellenmanagementmodell aussehen und welche Rolle hat da aus Ihrer Sicht die Bundeswehr? Vielen Dank für die Frage. Herr Koch hat das ja vorhin auch schon ein wenig erläutert, was mit den Schwachstellen zu tun ist. Wir haben eine komplette Veröffentlichung dazu geschrieben, aber in Kürze, zuallererst muss die Annahme oder beziehungsweise muss die Analyse stattfinden, ob die Behörde, in diesem Fall die Bundeswehr, überhaupt für irgendwelche Einsätze, die sie bisher geplant hat oder zukünftig planen kann, unbekannte Schwachstellen braucht oder auf bekannte Schwachstellen, die sich im Disclosure-Prozess befinden, die noch nicht gepatcht sind und so weiter, zurückziehen kann. Herr Koch hat vorhin noch angeführt, manche Sachen werden überhaupt nicht gepatcht, weil es den Hersteller, den Maintainer gar nicht mehr gibt und so weiter und so fort. Dann würde das Ganze übergehen, wenn man sagt, okay, nein, wir brauchen in ganz wenigen Fällen, das können wir auch ganz klar darlegen, unbekannte Schwachstellen, wie auch immer wir die beschaffen, hoffentlich auf einem moralisch, ethisch und rechtlich korrekten Wege, die Möglichkeit zu analysieren, ob diese Schwachstelle, wenn wir sie zeitfristig zurückhalten, ob sie eventuell mehr Schaden an deutschen Systemen und die Systemen von Verbündeten anrichtet, als das, was wir sie an Mitwirkung erreichen können. Hier sollten alle deutschen Behörden, die mit Schwachstellen hantieren, einbezogen werden. Es macht keinen Sinn, wenn irgendeine Behörde, die mit Schwachstellen agiert, hier rausgelassen wird aus diesem Prozess. Das führt den Prozess ad absurdum. Das heißt, auch die Bundeswehr müsste hier dabei sein und eben dementsprechend diese Informationen austauschen. Und dann gibt es eine Bewertung, die natürlich dafür sorgen muss, dass hauptsächlich und immer im Zweifelsfall die IT-Sicherheit und die Cybersicherheit in Deutschland Vorrang hat vor irgendwelchen offensiven, intrusiven Maßnahmen. Und dann wird beurteilt mit verschiedenen Kategorien, was geschehen soll. Das ist ein Modell, was in vielen anderen Ländern, den USA, Niederlanden, vor allem in Königreich und Australien bereits schon etabliert ist. Vielen Dank. Dann hätte ich noch eine Frage an Frau Schütze. Sie hatten ja vorhin auch schon darauf Bezug genommen und auch in Ihrer Stellungnahme. Was dürfte aus Ihrer Sicht die Bundeswehr ohne Mandat tun und wo setzt die Mandatspflicht ein? Und was heißt das aus Ihrer Sicht auch für die Frage der parlamentarischen Kontrolle und wie können wir die stärken und ausbauen?
Ja, also technisch gesehen finde ich, hat Herr Herbig das ja gut aufgeteilt in Informationsgewinnung und dann alles, was danach ist, Aufklärung, intrusiv quasi und Wirkung, wäre halt unter parlamentarischer Beteiligung nur machbar. Aber ich finde, die Diskussion heute hat gezeigt, dass da schon noch Potenzial ist für eine erweiterte Kontrolle und eine genaue Ausdifferenzierung von diesen offensiven Maßnahmen und für was die dann eingesetzt werden. Ich glaube, das ist halt gerade im Hinblick darauf sehr wichtig, dass der Zielstaat natürlich, falls es entdeckt wird, einfach auch die Kontrolle hat, dann zu reagieren. Und dann muss man einfach auch darlegen können, ob das jetzt eine nachrichtendienstliche Tätigkeit war oder doch zur Vorbereitung von einem Angriff diente. Und da möchte ich nur auch meine Kollegen, Herrn Wetzling und Herr Fied von S&V auch zitieren. Die haben eine Stellungnahme gemacht zum BND-Gesetz und dort auch noch mehr Kontrolle gefordert. Und gerade weil die Bundeswehr ja auch kann jetzt mal wieder an Nachrichtendienste, dass da alle in der Kontrolle nicht nur die Nachrichtendienste und ja, Artikel 45d. Genau, das könnte man noch mal ausdifferenzieren. Vielen Dank. Ja, auch meinerseits danke sehr. Dann gehen wir jetzt in die dritte Runde und die CDU-CSU-Fraktion ist dran. Ganz herzlichen Dank. Ich weiß nicht, ich fange einfach mal an mit einer Frage, die vielleicht so ein bisschen ins Technische zurückgeht. Wäre dann an Admiral Daum die Frage, wo sind denn Bereiche, wo man sagt, aus rechtlichen Gesichtspunkten, mal ganz konkrete Beispiele, sind wir im einwandfreien grünen Bereich, im Bereich Cyberhandlungen? Vielleicht kann man das auch mal mit Eloka vergleichen. Ich stelle mir so vor, Eloka ist nur, ich sage mal, passiv unterwegs, defensiv. Ich hatte Eloka immer anders verstanden, aber wo sind Bereiche, wo Sie sagen, da sind wir bei Cyber völlig safe? Mal so ein paar Beispiele und wo wäre so ein Grenzbereich, den man diskutieren müsste? Ja, vielen Dank, Herr Abgeordneter. Ich bin noch da, musste nur die richtige Taste finden. Entschuldigung. Also, wo sind wir rechtlich im grünen Bereich? Vielleicht darf ich hier nochmal einen Punkt voranstellen, weil insbesondere von Herrn Terpich und Frau Schütze unterschieden wird nach Informationsgewinnung und nach Aufklärung. Im militärischen Sprachgebrauch ist Aufklärung der gesamte Prozess und nicht erst der Prozess, wo beispielsweise intrusiv gearbeitet wird, wo die Passwortschwelle überwunden wird. Das muss man einfach in dem Kontext nur verstehen, damit, wenn ich nicht von Aufklärung spreche, gleich jeder an Herrn Herpich denkt und dann sagt, da tut er ja was, was er gar nicht darf. Selbstverständlich ist vor dem Überwinden dieser Grenze natürlich die passive Erfassung, also was wir mit Electronic Support Measures, Herr Abgeordneter, im Bereich Eloka natürlich verfolgen. Das ist natürlich alles im grünen Bereich. Natürlich ist auch alles, was in diesem Bereich beispielsweise ein Flottendienstboot vor einer Küste außerhalb der Hoheitsgewässer zufällig im elektromagnetischen Spektrum auffängt, alles im grünen Bereich und das auch entsprechend auszuwerten, zu versuchen, dort Erkenntnisse zu ziehen. Das ist natürlich alles in Ordnung. Im Themenfeld Wirkung, dort, wo es und das muss man jetzt sicherlich differenzieren, wo es im Bereich der elektronischen Kampfführung dazu führen würde, dass man ein gegnerisches Radargerät stört mit elektronischen Gegenmaßnahmen. Da muss natürlich ein besonderer Umstand bestehen, der das entsprechend zulässt, also rechtlich abgesichert oder natürlich in einem Konfliktfall, da sage ich jetzt ganz vorsichtig, im Frieden ist ja alles verboten, was nicht ausdrücklich erlaubt ist. Im Krieg ist aber alles ausdrücklich erlaubt oder alles erlaubt, was nicht ausdrücklich verboten ist. Ganz vorsichtig, da kommt vielleicht Herr Heinzel von Heineck und sagt hinterher, ich habe bei ihm nicht aufgepasst in den Rechtsvorlesungen. Aber im Grunde genommen geht es ja um diesen Aspekt. Und dann
kann ich natürlich im Bereich der Informationsoperationen, also des Informationsumfelds, die Analyse, wie ist dort Meinungsbildung vielleicht in eine andere Richtung zu bewegen und dort Informationen an eine Bevölkerung in einem Einsatzland abzugeben, die dort positiv zugunsten deutscher Streitkräfte wirkt, dort begleitende Prozesse, das ist natürlich auch alles zulässig. Was wir, und Sie haben ja nach Beispielen gefragt, beispielsweise im Bereich der operativen Kommunikation, und dabei ausschließen, ist sozusagen, dass wir mit False News, mit Fake News, mit falscher Propaganda entsprechend vorgehen. Das würden wir explizit nicht tun. Das liegt natürlich im Kontext der Krisen. Einsätze auch sehr nah, denn dort wollen wir ja in der Regel vor Ort helfen, wollen Frieden stiften etc. Und deshalb wollen wir uns da natürlich nicht dem Risiko aussetzen, mit falschen Botschaften unsere eigene Reputation in Frage zu stellen. Also dort würden wir sofort in einen Bereich kommen, wo es dann nicht nur rechtlich bedenklich wird, sondern im Grunde genommen auch ethisch, moralisch bedenklich wird. Ja, und wenn wir es konkret auf den Cyberraum konzentrieren, dann ist die Aufklärung eben bis zu der Tür, die passwortgesichert oder durch einen Schlüssel gesichert ist. Das ist die natürliche Grenze, bis zu der wir gehen können. Und alles, was dahinter ist, wäre dann rechtlich weiter abzusichern. Das war jetzt unter meinem Anspruch CIR. In den Dimensionen Cyberraum, Informationsumfeld, elektronische Kampfführung. Für jedes, glaube ich, ein Beispiel, wo es möglich ist und eins, wo wir dann aufhören würden und nicht agieren würden. Und ich hoffe, das beantwortet Ihre Frage. Herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank. Das ging schon absolut in die richtige Richtung, hat ganz viel von dem beantwortet, was ich gefragt habe. Ich möchte noch mal nachsetzen. Im Einsatzland. Das war so ein bisschen die Perspektive aus Deutschland in die Welt, sage ich mal. Was ist im Einsatzland? Ich bewege mich in Afghanistan und sehe eine Drohne, die auf deutsche Einheiten zukommt. Die könnte ich möglicherweise entschlüsseln. Machen wir sowas? Können wir sowas? Ich fände das gut, wenn wir das könnten. Oder machen wir uns da so lange Gedanken, ob das rechtlich geht und verlieren die Kompetenz? Sie brauchen jetzt keine detaillierte Antwort, wie hier im ungeschützten digitalen Bereich. Aber ich sage mal, es geht mir um die Wirkmächtigkeit auch hinterher. Oder diskutieren wir über das, was wir im Inneren auch diskutieren, über Einfallstore und so weiter. Das sind Diskussionen, die haben wir auch in der Innenpolitik. Ich denke, wir sollten schauen, dass wir nicht das, was ELOKA seit Jahrzehnten klar ist, jetzt Cyberraum total zurückfallen. Also ich bin mal davon ausgegangen, wir können auch wirken, wenn es die Notwendigkeit erfordert. Also grundsätzlich ist es erstmal so, wenn im Einsatzland eine Drohne auf Kräfte zufliegt und das in der Hinsicht eine Gefährdung bedeutet, dann gibt es dann natürlich das Gebot der Selbstverteidigung und dann könnte man die dann theoretisch, Mandat etc. vorausgesetzt, kann man die natürlich abschießen. Insofern, dass wenn wir uns darüber einig werden, dass das Abschießen in einem Szenar zulässig wäre, dann kann man natürlich auch sagen, wäre möglicherweise das Blenden, das Stören dieser Drohne mit Kräften, die wir auf dem Gefechtsfeld bereitstellen, rechtlich zulässig. Inwieweit wir das schon können und inwieweit wir da noch Verbesserungsbedarf sehen, das will ich mal hier kürzer halten. Ich will es aber so formulieren. Ich denke, wir haben von Bergkarabach gelernt, dass Drohnen in der Wirkung eine ganz neue Qualität auf dem Gefechtsfeld einnehmen. Und das beschäftigt natürlich alle unsere, ich sag mal, Kameraden des Heeres, der Luftwaffe und der Marine, dort sich zu wappnen und dagegen zu wehren. Und das interessiert natürlich auch den Inspektor Zirr in der Frage, mit welchen elektronischen Gegenmaßnahmen können wir dort operieren. Der Cyberangriff im klassischen Cyberraum ist da wahrscheinlich eher weniger hilfreich. Da müssten Sie dann ja sozusagen schon irgendwo wissen, wo der Pilot sitzt und ihn dann in seiner Führungskapazität dort einschränken. Das halte ich eher für unwahrscheinlich. Aber das Thema ELOKA gegen
Drohnen ist natürlich ein spannendes Thema und aus meiner Sicht auch nochmal neu betont worden. Und deshalb wird es bei uns auch jetzt neu untersucht in der Frage, welche Fähigkeitslücken haben wir dort. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank. Das beantwortet meine Frage. Und vielleicht bilateral könnte ich Ihnen einige Beispiele nennen, wo man auch an den Container für den Drohnenpiloten rankäme. Wir gucken ja nicht nur nach Amerika, wir gucken ja auch an andere, in andere Staaten, die kleiner sind, wo das vielleicht auch interessant wäre, die Kommunikation zu stören. Aber ich will eine letzte Frage, weil ich glaube, meine Kollegen haben auch noch Fragen, einmal an Professor Heinzschel von Heineck stellen. Mal gucken, ob ich seine Vorlesung gut verstanden habe. Ich habe jetzt mal Sie, Herrn Admiral Daum, so interpretiert, dass alles, was konventionell möglich ist, ist auch rechtlich per Cyber möglich. Also wenn ich die Drohne abschießen kann, kann ich sie auch digital erfassen, stören und so weiter. Ist das die Grundregel? Ja, wenn Sie so wollen, kann man das genau auf diesen Punkt bringen. Lediglich in Ergänzung zu dem, was Admiral Daum gesagt hat. Im Einsatzgebiet Afghanistan oder wo immer es sein mag, meinetwegen auch Mali, ist man nicht darauf beschränkt, nur Selbstverteidigung durchzuführen, sondern man kann so eine Drohne auch ohne, dass sie eine konkrete Bedrohung darstellt, ohne weiteres neutralisieren und das natürlich auch mittels einer Cyberoperation. Gut, dann hätte ich jetzt zwar noch Fragen, aber ich sehe, die Kollegen haben vielleicht auch Fragen, von daher würde ich jetzt erstmal weitergeben und nur noch eingrätschen, wenn keiner mehr Fragen hat, dann würde ich mit meinen Fragen kommen. Sie nämlich den Kollegen Lehmann und andere? Weiß nicht. Nein? Wer sagt, dass jetzt hier die CDU-CSU-Fraktion meldet sich? Da muss man kurz das Signal geben. Weil sonst mache ich weiter. Herr Kollege Schanz, Sie dürfen weitermachen. Okay, super. Dann würde ich nämlich noch einmal an Fregattenkapitän Koch eine Frage stellen. Wenn das jetzt gilt, was Admiral Daum und Professor Heinzschel von Heineck gesagt haben, dass im Grunde, ich sage es jetzt mal ganz platt, digital das auch rechtlich geht, was konventionell geht. Wo sehen Sie dann für das Ministerium die Fragebereiche? Also ist ja gut, dass wir die Anhörung machen und wir haben ja auch ganz offene Bereiche, die in der ganzen Zeit jetzt gestellt worden sind. Aber was ist das Kernproblem? Also unter der Frage Mandat, Rules of Engagement, ist das Digitale, der Bereich Cyber, ein anderes Wirkmittel, aber es ist zulässig. Nur weil es Cyber ist, wirft es keine neuen rechtlichen Fragen auf. So habe ich die Vorredner verstanden. Wo sind dann aus Ihrer Sicht die Knackepunkte? Ich will da nur kurz auf diese Fragestellung eingehen, weil ich nicht in der Rolle des BMVG auch da bin. Allerdings mache ich im BMVG Cyberpolitik auch und die interessanten Fragestellungen in dem Bereich wurden ja auch angerissen, insbesondere eben unterschiedliche internationale Interpretationen und ein sehr kleines gemeinsames Set, was man hier im Augenblick zur Verfügung hat. Also ich denke, dass insbesondere das eine wichtige Fragestellung ist, wie man da vorwärts kommt. Die entsprechenden Gremien mit ihren Herausforderungen wurden erwähnt. Da ist das Auswärtige Amt, das ja federführend für uns in diesen Angelegenheiten tätig ist, sehr aktiv, hat ja auch entsprechende Papiere jetzt wieder jüngst vorgelegt. Da müssen wir einfach gucken, wie wir international weiterkommen. Ansonsten denke ich, halte ich das an der Stelle kurz, ja. Ganz herzlichen Dank. Jetzt frage ich mal umgekehrt. Herrn Dr. Herpig, mal um vielleicht mal so diesen anderen Blick zu kriegen. Wenn das so ist, wie gerade meine Grundthese, und ich spitze ja bewusst gerade zu, all das, was konventionell rechtlich einwandfrei ist, darf man auch digital cybermäßig, sage ich mal flapsig. Unterschreiben Sie das auch? Weil das würde ja jetzt unsere Problemstellung dramatisch reduzieren. Oder wie bewerten Sie das? Ja, aber. Ja, das Aber, das ist das, wo ich hinaus will. aber der Cyberraum gestaltet sich eben anders als der konventionelle Raum. Also vorhin kam zum Beispiel das Beispiel Stuxnet. Und Stuxnet wäre ein zielgerichteter Angriff gewesen, was natürlich mitnichten so ist. Stuxnet war eigentlich designt mit vielen, vielen 100 Millionen US-Dollar und Nachbau der kompletten Facilität in Natanz, die nachher angegriffen werden sollte, um
nicht außerhalb des Irans und auch nicht außerhalb dieser Fazilität irgendwo auf der Welt auffindbar zu sein. Es ist korrekt, dass die Stuxnet nur in Natans Wirkung entfaltet hat, aber Stuxnet wurde am Ende auf der ganzen Welt gefunden, deswegen wurde ja auch herausgefunden, was mit ihm passiert. Und wurde auch zum Beispiel in Netzwerken von Alliierten gefunden. Ich frage mich, wie wir das betrachten würden, wenn wir auf einmal in unseren kritischen Infrastrukturen eine Schadsoftware, die industrielle Steueranlagen manipulieren kann, von amerikanischer Seite erfinden oder von israelischer Seite erfinden. Gleichzeitig muss man dazu natürlich auch sagen, Herr Koch hat es vorhin gesagt, wenn jemand diese Schadsoftware, die ja nicht wirklich zielgenau war, obwohl sie so geplant war, mit einem riesigen Budget, in seinen eigenen Netzen findet, kann man sie auch reverse-engineeren und dadurch eben die Schwachstellen weiterverwenden. Das heißt, Feinde der USA hätten eben diese Cyberwaffe, ich mag diesen Ausdruck nicht, aber diese Schwachstelle, die in Stuxnet drin war, reverse-engineeren hätten und hätten ihn gegen Deutschland, gegen die USA hätten einsetzen können. Und mir ist nicht bekannt, dass es etwas Konventionelles gibt, ein konventionelles Wirkmittel gibt, was sich genauso gestaltet. Deswegen natürlich macht es irgendwo Sinn, dass die Sachen, die für konventionelle Wirkmittel gelten, auch im Cyberraum für Cyberwirkmittel gelten. Aber der Cyberraum ist anders gestaltet und die Cyberwirkmittel funktionieren teilweise sehr stark anders als die konventionellen Wirkmittel. Und diese Spezifizitäten müssen wir betrachten und für diese Fälle müssen wir dann eben diskutieren, bis wohin kann es gehen. Das ist ja die Frage, wenn ich es richtig sehe, wann liegt ein Cyberangriff vor und wann ist er, sagen wir mal, mit einer bestimmten Wirkungs- oder einer bestimmten Schwelle, dass ich ihn auch von einer Intensität bewerten kann, wo es militärisch relevant wird. Jetzt stelle ich mir das Ganze vor, in einer Situation in Afghanistan setzt einer der beteiligten Staaten so einen Stuxnet ein, oder Stuxnet, ich weiß ja nie, wie man den ausdruckt, auf jeden Fall, der soll irgendwelche Zentrifugen halt zum zu schnell drehen bringen. Darf ich dagegen konventionell antworten? Darf ich digital antworten oder muss ich es hinnehmen? Ich denke, in dem Fall würde, je nachdem, welche Wirkung ausgelöst wird, eben entsprechend der konventionellen Antwortmöglichkeiten auch die Cybermöglichkeiten mit einbeziehen. Ja, also, wenn ich das dann richtig wahrnehme, ist gerade im Bereich des Angriffs in der Situation, dass ich keine Konfliktsituation habe, irgendwelcher Art, da das Problem des Bewertens. Aber wenn ich, sagen wir mal, im Kriegsvölkerrecht bin, etc., ich will jetzt den Satz nicht wiederholen, dann ist alles möglich, was nicht verboten ist. Cyber haben wir noch nicht die völkerrechtlichen linken und rechten Grenzen. Aber das Problem ist immer dann, wenn ich im Frieden bin, stelle so einen Cyberangriff fest. Da habe ich eine Vielzahl von Problemen, von wem, welche Wirkmächtigkeit, welche Anzahl der Angriffe, ist es einmal alleine, welche Zerstörungspotenzial und so weiter. Da habe ich das Problem, bin ich in einem militärischen Konflikt, habe ich sie erstmal grundsätzlich nicht. Rechtlich meine ich jetzt. Faktisch habe ich natürlich die ganzen Fragen auch, aber rechtlich nicht. Sehe ich das richtig? Dann kann man das Problem ein bisschen reduzieren. Da ich kein Rechtswissenschaftler bin, würde ich dem erstmal so zustimmen, wie das vorhin gesagt wurde, ist und nochmal darauf verweisen, dass es dann aber auch den gleichen Effekt, die gleiche Wirkung haben muss wie ein entsprechendes konventionelles Medium. Und es ist ja auch nicht alles erlaubt im Konflikt, im Verteidigungsfall, wie auch immer. Gott sei Dank. Bin ein großer Freund auch davon, diese Dinge einzuhegen und dass man sich dann auch dran hält. Da müsste man sowieso mal wieder drüber reden. Ganz herzlichen Dank. Vielleicht letzte Frage meinerseits. Herr Abgeordnete, dürfte ich noch ganz kurz als Antwort auf Herrn Helpich geben, wegen dieser Zielgerichtetheit, weil das im Rahmen gerne, von... Gerne, ich weiß gar nicht, jetzt weiß ich, wo die Stimme herkommt, alles klar. Entschuldigung, weil das im Rahmen von militärischen Cyberaktionen ja doch eine entsprechende Bedeutnis hat. Also Stuxnet ist durchaus zielgerichtet. Diese Diskussion, die das immer sagt, dass es nicht ist, die betrachtet nur eine von den Schadsoftware-Varianten oder Wirkmittel-Varianten, wie immer das man in dem Kontext nennen will, die sich dann letztendlich verbreitet hat. Das betrifft aber nicht die ursprünglichen Versionen, die anfangs eingesetzt worden sind und sich sehr klar nur in einen sehr geringen Bereich verbreitet haben. Und ob der spätere Verbreitungseffekt gewollt war oder nicht gewollt war, ist eine Diskussion, die sollte man auch ausführlicher mal am Rande irgendwann führen, weil die einheitliche Interpretation, die relativ oft gefunden wird, dass das eben Unfall war und das aggressivere Vorgehen von der israelischen Seite gewünscht war, das ist nur eine mögliche Interpretation in dem Bereich. Also wir können das schon zielgerichtet entsprechend bauen. Ganz herzlichen Dank. Jetzt sehe ich keine Uhr mehr. Heißt das Ende? Frage ich den Vorsitzenden. 3 Minuten noch. Dann mache ich eine ganz, ganz kurze Frage. Ich meine,
Frau Schütze wäre da die geeignete Expertin, weil Sie hatten eben schon was dazu gesagt. Deswegen würde ich einfach noch mal fragen, wo stehen wir eigentlich in Deutschland bei der Cyberkompetenz? Welche Länder sind da richtig pfiffig? Welche sind da nicht pfiffig? Stehen wir da an Platz 2 nach China und den USA? Sind wir da am Platz 193 oder wo sind wir da? Ich weiß, eine ganz offene Frage, die Ihnen jetzt das Problem gibt, was meint er überhaupt? Aber ich will mal gucken, was Sie sagen. Ja, okay. Es kommt halt darauf an, was für Kompetenzen und worum es geht. Also ich bin generell nicht so ein Freund von irgendwelche KPIs nehmen und darauf dann sagen, wo wir stehen im Vergleich zu anderen, weil da muss man ja, welche Defensivfähigkeiten auch im Bereich Policy und so weiter, da gibt es verschiedene Modelle. Von daher kann ich da Deutschland jetzt nicht im Vergleich zu anderen einordnen und würde es auch nicht gerne tun. Innerhalb Deutschland sollte man sich aber vielleicht schon auch überlegen, zu sagen, was haben wir für ein Ziel, was wollen wir erreichen? Ja, die Frage war schon anders. Genau. Die Frage war der Vergleich international. Das andere hat man schon heute ganz lange gehört. Ja, ich kenne keine sehr gute Statistik, die ich jetzt zitieren würde, die, finde ich, das sehr gut gemacht hat, wo man mal sagen kann, wo es ein Vergleich ist. Vielleicht höchstens noch das Hybrid Maturity Model von Oxford. Da weiß ich aber jetzt auch gerade nicht, wo wir da stehen. Aber das ist so ein bisschen so ein ein kohärenter Überblick über Fähigkeiten im Technischen als auch im Politischen. Da kann man sich vielleicht mal den Report zu Deutschland angucken und auch die der anderen. Und die geben auch zum Beispiel Empfehlungen, wo man noch Potenzial hat. Super, ganz lieben Dank. Damit sind meine Fragen beendet. Danke sehr. Dann geht das Fragerecht an Herrn Nolte von der AfD-Fraktion. Kein Bedarf. Kein Bedarf. Seitens der SPD-Fraktion habe ich mir sagen lassen, da gibt es auch keinen Bedarf. Aber da würde ich die Möglichkeit mal nutzen, eine Frage an Herrn Badia zu sprechen, zu richten. Wie weit sind eigentlich die technologischen Entwicklungen, die es möglich machen, jeden, technischen Pfad innerhalb des Netzes so zu verwischen, falsche Spuren zu legen, dass man am Ende die Herkunft damit des Übersendens einer bestimmten Information überhaupt gar nicht mehr nachvollziehen kann oder vielmehr, wie gesagt, falsche Spuren gelegt werden? So gesehen sehr weit. Was Sie aber üblicherweise haben, ist, Sie kriegen es nicht hin, komplett zu verschleiern, wo die Informationen herkommen. Was üblicherweise gemacht wird, ist, dass sehr lange Perlenketten gebaut werden, oder ich nenne das immer Perlenketten. Das heißt, Sie haben viele verschiedene Systeme, über die das Ganze geschleust wird, die Sie auch nicht so furchtbar einfach de-anonymisiert kriegen. Also es gibt ja verschiedene Anonymisierungsnetzwerke, die Sie nehmen können. Es gibt verschiedene VPN-Anbieter, die für sowas genutzt werden. Also das ist schon nicht ganz unaufwendig, da eine De-Anonymisierung herbeizuführen. Und das bringt uns dann wieder zu den offensiven Mitteln, denn häufig, wenn Sie sowas dann schaffen wollen, benötigen Sie halt irgendeine Art von offensiven Wirkmitteln, um an die Informationen, um so eine De-Anonymisierung wieder durchführen zu können, überhaupt ranzukommen. Das hat ja natürlich erhebliche Konsequenzen für die Frage der Attributierbarkeit. Korrekt, die zeitlich wie faktisch das dann sehr schwierig darstellt. Korrekt, also unter anderem deshalb brauchen wir ja so lange, was man da ja üblicherweise, also das beste Modell, was ich da kenne, ist dieses MCTIC-Modell, was beim BSI unter anderem genutzt wird, also dass man sich die Malware, also ja, die Schadmittel anguckt, dass man sich die Infrastruktur für den Angriff anguckt, dass man sich die CNC-Server anguckt, die Telemetrie, das, was man an Intelligence-Informationen schon hat über potenzielle Tätergruppierung, aber dass man sich auch dieses cui bono anguckt, das heißt, dass man es nicht rein mit technischen Maßnahmen versucht, sondern dass man versucht, so einen Maßnahmenmix zu finden. Die Problematik an der Stelle ist aber, dass wir so eine Art Indizienbeweis, ist das in meinen Augen, führen. Das heißt, wir kommen darüber nicht zu dem, was ich in meinem Eingangsstatement meinte, einer unabstreitbaren
eindeutigen Attributierung, sondern eigentlich ist das eine Art Indizienbeweis, den wir fragen. Der ist auch noch relativ aufwendig. Und ich glaube, das führt zu vielen der Problematiken, was ich ja vorhin schon mal versucht habe zu erläutern. Ja, danke sehr. Dann hat der Herr Müller das Fragerecht. Ja, vielen Dank. Wir haben auch nur noch eine Frage und die betrifft die Cybersicherheit unserer Kommunikationsinfrastruktur in Deutschland. Wir diskutieren ja seit einigen Monaten, ob wir es erlauben oder verbieten, dass bestimmte Hersteller Komponenten in unsere Mobilfunkinfrastruktur einbauen dürfen und wie groß das Potenzial, das Schädigungspotenzial oder das Spionagepotenzial von solchen Geräten ist. Wo wir heute Fachleute dabei haben, würde mich mal interessieren, zunächst von Dr. Koch, inwieweit man das mitigieren kann, inwieweit man das kontrollieren kann, solche Geräte. Also unser Interesse muss es ja sein, dass wir möglichst viel Wettbewerb für unsere Telekommunikationsausrüster haben, damit die Auswahl verschiedener Geräte haben. Aber wie groß ist denn die reale Gefahr? Kann man diese Geräte nicht vorher einmal analysieren und zertifizieren und sagen, okay, da geht keine Gefahr von aus? Wie groß ist die reale Gefahr? Wie schätzen Sie das ein? Was würden Sie empfehlen? Würden Sie aus Ihrer fachlichen Sicht eher empfehlen, dass die Gefahr zu groß ist? Und dann noch eine rechtliche Frage an Herrn Professor Heintl von Heineck. Auf welcher Rechtsgrundlage kann denn die Bundesregierung überhaupt unsere Infrastruktur schützen, indem sie den Telekommunikationsprovidern dann Vorgaben macht nach dem Motto, ihr dürft aus diesen Ländern dürft ihr Hardware kaufen, aus solchen Ländern dürft ihr keine Hardware kaufen? Wie ist das rechtlich überhaupt möglich? Die Fragestellung ist natürlich hochspannend. Im Rahmen von der 5G-Diskussion gab es da ja zahlreiche Statements zu. Und oft wird ja gesagt, ja, okay, wir schauen uns jetzt die Geräte an, aber wir haben noch nichts gefunden. Und das ist dieses maßgebliche, wie finde ich was? Ich habe einen Bereich Penetrationstests in der Bundeswehr aufgebaut, wo wir auch tief in die Systeme reinschauen. Und man hat immer dieses letztendliche Problem, wie lang suche ich und wie gut ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwas finde. Und wenn man so ein bisschen in die History reinschaut, dann finden wir beispielsweise um 2012 rum die Diskussion um einen Prozessor pro Semi-Pro ASIC 3 war das, wo man eine Hintertür gefunden hat und in der Diskussion mit den Herstellern wird dann eben dargestellt, ja, das sind die Debugging-Funktionalitäten. Und das ist eine ganz große Herausforderung in dem Bereich. Wenn ich sowas vernünftig mache, dann kann ich es auch glaubhaft abstreiten. Und gerade wenn man jetzt den Kommunikationsbereich anschaut, wenn ich beispielsweise einen Informationskanal verstecken und einbauen will, dann kann ich schon rein auf den validen, sagen wir mal Standards, das sind RFCs maßgeblich, Request for Commands, worauf quasi die Geräte im Internet gebaut werden, was die Industrie ranzieht, wo die technischen Vorgaben mit hinterlegt sind. Und da sind Spielräume drin und die sind auch erforderlich, dass die Produkte letztendlich kompatibel und interoperabel sind und miteinander funktionieren da draußen. Aber wenn ich die geschickt ausnutze als Hersteller, kann ich da beispielsweise einen Informationskanal, den kein Sicherheitssystem zurzeit findet, implementieren. Deshalb ist es immer gut, wenn man tief in die Geräte reinschaut, den Source Code zur Verfügung hat, den vernünftig analysiert. Nur Source Code haben reicht nicht. Ich muss ihn natürlich auch auswerten, bewerten können. Man kann mathematische Testverfahren drüber laufen lassen, den Code verifizieren. Ist alles noch sehr aufwendig und Forschungsbedarf. Aber das wären so die Ansätze, wo man in dem Bereich weitergehen kann. Und was natürlich auch sinnvoll sein kann, sagen wir mal so, ich bin Hersteller X, ich habe jetzt irgendwas Fieses in mein Gerät eingebaut und baue da einen Informationskanal zwischen verschiedenen Komponenten auf, kann ich natürlich versuchen, irgendwo im Perimeter an irgendwelchen Netzübergängen dann einfach einen anderen Hersteller, eine andere Komponente, wo ich höhere Sicherheitsstandards habe oder so, einzubringen und hier mögliche Kanäle abzuschneiden. Letztendlich aber die Gesamtnachricht ist, die Möglichkeiten von bewusst eingebrachten Schwachstellen in dem Bereich sind extrem vielfältig. Es gibt viele Forschungsarbeiten in dem Bereich, aber sehr, sehr herausfordernd. Und wenn es vernünftig gemacht ist, dann ist es kaum aufzufinden. Oder ich habe auf jeden Fall plausible deniability, eine gute Bewertung oder eine gute Begründung, warum ich das nicht absichtlich gemacht habe. Und das ist natürlich bei dem einen oder anderen Hersteller dann durchaus ein Risiko, das man mit berücksichtigen muss in der Praxis.
Und Ihre persönliche Empfehlung, Ihre persönliche Einstellung dazu noch? Also auch in dem Bereich gibt es ja im Open-Source-Bereich verschiedene Sachen und Projekte, die man ranziehen kann, natürlich nicht mit der gleichen Leistungsfähigkeit. Wir sind auch in diesen Bereichen durchaus ja, nicht Weltmarktführer, sagen wir so. Wir haben die entsprechenden Abhängigkeiten und da muss man eben gucken, dass man hier die eigenen Kompetenzen auch wieder stärkt, Stichwort digitale Souveränität und die ganzen Maßnahmen, die da avisiert sind. Und ja, letztendlich ist es eine Risikobetrachtung. Also in welchen Bereichen will ich was einsetzen? Und man muss eben vertrauenswürdig dann mit den Herstellern umgehen und sagen, okay, ich gucke oder er stellt mir den Source Code zur Verfügung, auch wenn es ein proprietäres System ist. Wir können untersuchen, wir haben einen Ansprechpartner, inwieweit es in der Praxis ausreichend ist. Wir haben das beispielsweise mit dem Kompetenzzentrum von Microsoft auch, wo wir den Code einsehen können, also im Sinne von der Staat kann den einsehen, inwieweit ihnen das hilft. Es ist trotzdem unendlich viel Code, sie brauchen die Experten, die es bewerten können, etc., etc. Also es ist ein Start, aber der Weg zu einer echten Sicherheit ist dann immer noch sehr weit. Wenn ich kurz noch etwas in Ergänzung sagen darf, Ende der 90er Jahre hat die chinesische Führung bekannt gemacht, sie würden bis zu 4000 Cyberkrieger ausbilden und deren Aufgabe sei es natürlich, nationale chinesische Interessen zu vertreten. Zu glauben, dass in diesem sehr sensiblen Bereich die chinesische Regierung sich zurückhalten wird und das Ganze sozusagen als rein wirtschaftliche Betätigung akzeptieren wird, wäre meines Erachtens etwas naiv. Jeder, der von Ihnen ein iPhone hat, stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Und sei es auch nur aus dem Grunde, dass das iPhone in China produziert worden ist. Die Frage aber, die Sie gestellt haben, die Rechtsgrundlage ist relativ einfach. Sie haben sowohl im nationalen Recht, als auch im Völkerrecht, als auch im Europarecht natürlich die nationale Sicherheit als Ausnahmetatbestand. Und es ist keineswegs so, dass Sie hier gerichtsfeste Beweise vorzulegen hätten, sondern es reicht aus, wenn vernunftmäßige Verdachtsmomente bestehen, dass hier eine Gefahr für die nationale Sicherheit besteht. Das Gute ist, ich habe kein iPhone und glaube, es sind inzwischen auch eher 10.000 Cyberkrieger in China, denn 4.000, wenn ich das alles so richtig sehe. Dann das war Ende der 90er Jahre, Herr Vorsitzender. Also vor über 20 Jahren, als Sie das ankündigten. Dass es jetzt weit mehr sind, ist natürlich völlig klar. Gut. Dann hat Herr Dr. Neu das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Helmich. Ja, ich habe noch eine Frage an Herrn Dr. Heineck, Professor Heineck. In Ihrem Eingangsstatement hatten Sie ausgeführt, dass Deutschland unter keinen Umständen eine Souveränitätsverletzung mit Blick auf Cyberoperationen akzeptieren solle. Da bin ich vollkommen bei Ihnen. Das ist völlig inakzeptabel. Zugleich debattieren wir hier immer wieder über offensive Wirkmittel als eine unterstützende Maßnahme zu Defensivmaßnahmen. Also man muss offensiv agieren, überhaupt ein Defensivpotenzial aufbauen zu können, soweit ich das richtig verstanden habe. Nun, die Souveränitätsverletzung und die Nichtakzeptanz der Souveränitätsverletzung ist natürlich keine Einbahnstraße, die nur zugunsten der Bundesrepublik Deutschland oder des Westens zu sehen ist, sondern aller Staaten, also zumindest die UN-Charta. Und da wir ja Teil der UN sind, denke ich mal, sollten wir es auch akzeptieren. Das heißt mit anderen Worten, das Sicherheitsbedürfnis anderer Staaten muss ja genauso respektiert werden wie unser Sicherheitsbedürfnis. Wie ist das denn mit den Argumenten offensiver Wirkmittel in Einklang zu bringen? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Die Tatsache, dass natürlich die Souveränität für alle Staaten gleichermaßen gilt, bedeutet ja nicht, dass damit von vornherein offensive Operationen oder wie Sie es nennen, offensive Wirkmittel ausgeschlossen wären. Wir haben ja schon auf die vielen Ausnahmen verwiesen, sei es Selbstverteidigung, sei es Gegenmaßnahmen und so weiter und so fort. Sodass also ich nur der Meinung bin, dass jede Souveränitätsverletzung jedenfalls rechtfertigungsbedürftig ist. Und wenn wir als Bundesrepublik Deutschland bei der Souveränitätsverletzung eines anderen Staates keinen hinreichenden Rechtfertigungsgrund vorzubringen berechtigt wären, dann wäre das natürlich weiterhin eine Völkerrechtsverletzung. Wenn ich also sage, wir müssen auf unsere Souveränität mehr Wert legen und müssen auch Souveränitätsverletzungen beim Namen nennen,
dann schließt sich das natürlich damit nicht aus, dass andere Staaten nicht das Gleiche tun könnten, wenn und soweit sie betroffen wären von einer ähnlichen Operation. Nachfrage, das heißt, Sie konditionieren Souveränität, das heißt, Souveränität ist nicht sozusagen absolut zu betrachten, sondern eine Konditionalität unterworfen. Wenn Staat X das berechtigte Interesse hat, dann kann es eine Souveränität des anderen Staaten dann aushebeln. Nicht berechtigtes Interesse, das wäre mir etwas zu weitreichend, sondern einen echten Rechtfertigungsgrund hat, die eine Souveränitätsverletzung eines anderen Staates ausnahmsweise rechtfertigte. Das ist ganz wichtig im Hinterkopf zu behalten. Es geht nicht um eine Interessenverfolgung, sondern es geht um einen Rechtfertigungsgrund. Das heißt, ich muss nach völkerrechtlichen Vorschriften suchen, die es ausnahmsweise erlauben, die Souveränität eines anderen Staates zu verletzen. Okay, danke. Keine weiteren Fragen sehe ich. Dann geht die Frage Richtung an Frau Brugger. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde auch gerne da gleich weitermachen, Herr Professor von Heineck. Und zwar, Frau Schütze hatte ja vorhin angesprochen, die Reaktion oder Stellungnahme der Bundesregierung mit Blick auf die Politik der USA. Und da reden wir, wenn ich das richtig verstehe, ja schon auch durchaus von einer Souveränitätsverletzung, wenn für eine militärische Operation, deren Ziel vielleicht gar nicht ein deutscher Akteur sein mag, aber Infrastruktur oder Netze genutzt werden könnten. Sie hatten vorhin ja sehr pointiert gesagt, sowas sollte man nicht unbeantwortet lassen. Was würden Sie da empfehlen und wie klar ist es rechtlich, wenn es sozusagen nur so eine Art Mitnutzung ist und nicht ein expliziter Angriff, der sich jetzt dann auch gegen einen Akteur hierzulande richtet? Ja, Frau Abgeordnete, da bringen Sie genau das auf den Punkt, was im Augenblick umstritten ist. Wenn ich die bloße, wie Sie es nennen, Mitnutzung in den Blick nehme, dann gibt es hier keinen echten Konsens. Staaten in den USA stellen sich auf den Standpunkt, das sei überhaupt rechtlich irrelevant, denn es sei ja letztlich nur, wenn Sie so wollen, das Transferieren von Daten über bestimmte Netzwerke und so weiter und das sei völkerrechtlich irrelevant. Andere Staaten sehen das sehr viel enger und da gilt es dann eben, ja, die berühmten Like-Minded States zu finden, um mit ihnen erstmal zu einem gemeinsamen Standpunkt zu kommen, der sich dann möglicherweise auf die Sicht anderer Staaten positiv oder natürlich auch negativ auszuwirken geeignet ist. Ja, vielen Dank. Total spannend. Da würde ich nämlich gerade den Ball aufnehmen und dann Herrn Reinbold zurückspielen. Wenn Sie uns noch mal sagen könnten, etwas zu den Möglichkeiten und Grenzen und Erfordernissen der Rüstungskontrolle in dem Bereich, nimmt es, glaube ich, genau diese Frage ja auch noch mal auf. Ja, vielen Dank für die Frage. Vielen Dank, dass Sie das Thema auch mal anschneiden. Grundsätzlich ist ja die Idee von Rüstungskontrolle in der Vergangenheit immer gewesen, dass man das gegenseitige Misstrauen zwischen Staaten abbaut. Beide Staaten sehen sich irgendwie, beide haben Sorge, dass der andere was plant, mehr Fähigkeiten hat als man selbst und entsprechend reagiert. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich in den Debatten, wie ich sie heute gehört habe, eine ähnliche Tendenz wahrnehme, weil wir ganz viel über Offensive reden. Und das mag bis im Rahmen, einen gewissen Rahmen begründet sein, es sollte aber dann zumindest auch begleitet werden von Maßnahmen, die das Ganze sozusagen wieder runterkochen. Und das kann damit beginnen, dass man Doktrin austauscht, das passiert schon in einem gewissen Rahmen, es gibt internationale Gremien, es gibt die UNGG, es gab gerade die Open Ended Working Group, die ja auch einen wichtigen Durchbruch gerade erreicht hat, es gibt die OSZE im Rahmen, werden Gespräche geführt. Und dann glaube ich aber, dass man tatsächlich im Cyberspace noch ganz andere Maßnahmen durchführen kann. Wichtig ist hier, dass halt die Rüstungskontrolle das Problem hat, dass ganz viele von den etablierten Maßnahmen schlichtweg für den Cyberspace nicht funktionieren, weil der so anders funktioniert als Domäne. Trotzdem könnte man tatsächlich über eine defensive Ausrichtung der Bundeswehr diskutieren, dass man sagt, man nutzt die ganzen Werkzeuge, die ganze Palette, um die eigenen Netze sicher zu machen, um stark zu sein, um eine gute Verteidigung zu haben. Man nutzt es aber nicht offensiv. Oder wenn man es nur offensiv nutzt, dann in wirklich nur extrem genau definierten Bereichen. Man nimmt vielleicht die ganzen offensiven Operationen, die jetzt der BND als Zuträger von Informationen durchführt, vielleicht einfach dann doch zurück.
oder man begrenzt sich, dass man sagt, man greift gewisse Systeme nicht an oder man schaut noch nicht mal auf gewisse Systeme drauf, wie kritische Infrastrukturen, weil da einfach immer die Gefahr besteht, dass es halt doch mal schief geht, das nur draufschauen. Wie ich mein eigenes Statement ja gesagt habe, ist es halt eben nicht so einfach möglich zu sagen, man guckt nur ein System drauf. Weil in dem Moment, wo ich im System drin bin und schaue, was passiert hier, habe ich es schon kaputt gemacht, und zwar im gewissen Rahmen. Und andere, die das ebenso dann wahrnehmen, vielleicht der Staat, in dem dieses Kritis steht, die sehen erstmal nur eine schadhafte Operation. Die wissen noch nicht unbedingt, ist es nur, Anführungszeichen, nur Spionage oder wird wirklich was vorbereitet, wo am Ende auch irgendwie eine Malware platziert wird. Da steckt ganz viel Eskalationspotenzial drin. Das heißt sozusagen Maßnahmen wie Verzicht auf einen bestimmten Einsatz von Waffen, wären da sehr, sehr hilfreich, den man auch als deutsche Regierung klar formuliert. Der das Auswärtige Amt hat, der hat ja gerade einen sehr wichtigen Vorstoß da unternommen. Und dann kann man eigentlich noch weitergehen, dass man sagt, okay, wenn alle Staaten jetzt gegenseitig Sicherheitslücken horten, die sozusagen in dem Moment, wo ich sie zurückhalte, natürlich die Zivilsicherheit gefährden, auch die eigene nationale zivile Sicherheit gefährden, müsste man sich darüber austauschen, wie kann man dafür sorgen, diese Stockpiles, wie man sie nennt, sozusagen abbauen. Gibt es vielleicht Mechanismen, gibt es technische Verfahren, gibt es im Rahmen von dem Vulnerability Equity Process vielleicht Möglichkeiten, dass man sozusagen Sicherheitslücken halt so ein bisschen letztlich die reine Quantität ein bisschen zurückführt, um diese allgemeine Bedrohung des Cyberspace, die sie letztlich bedeutet, irgendwie einzugrenzen. Und dann gibt es natürlich noch weitere Verfahren. Das ist, wenn man Russenkontrolle weiterdenkt, wie kann man das ganze Thema Verifikation weiterdenken? Da sind wir jetzt aber im Bereich des Spekulativen. Und da kann ich nur mal wieder dafür plädieren, was ich im Eingangsstatement und auch in der Stellungnahme gesagt habe. Da brauchen wir hier einfach die naturwissenschaftliche Friedensforschung, gerade im Bereich der Informatik, die aus meiner Sicht noch völlig unzureichend ausgeprägt ist. Dankeschön. Vielen Dank. Und dann hätte ich noch eine Frage an Herrn Admiral Daum. Und zwar, Sie haben ja selber vorhin schon die Parallele zur Corona-Krise gezogen. Ich will das mal auf einer anderen Ebene tun. Wir haben ja gesehen, dass zum Beispiel Amtshilfe von Landesregierungen angefordert wurde, wo zum Glück die Bundeswehr gesagt hat, Moment, rechtlich ist es so nicht erlaubt und die Landesregierung so ein bisschen in ihre Schranken gewiesen hat. Wenn wir jetzt über die Fälle Amtshilfe im Bereich Cyber sprechen, aber natürlich auch über einen absoluten Notfall, der den Einsatz der Bundeswehr im Inneren verfassungsrechtlich erlauben würde. Ist das ausreichend diskutiert? Ist das ausreichend vorgeplant? Und muss das nicht auch ein Stück weit beübt werden, auch mit Blick zum Beispiel auf die Amtshilfe, jetzt vielleicht nicht auf den Einsatz der Bundeswehr im Inneren? Sie wissen da, wir sind da ja auch sehr skeptisch als Grüne, aber das würde mich noch interessieren. Ja, vielen Dank, Frau Abgeordnete, für die Frage. Die Bundeswehr kann natürlich im Zuge der Amtshilfe einbringen, was die Bundeswehr an Fähigkeiten hat. Das ist erstmal das Grundprinzip. Wir können ja nicht im Falle, wo wir um Amtshilfe gebeten werden, mit irgendwelchen anderen Fähigkeiten, die wir gar nicht besitzen, antreten. Das ist keine Frage. Und dann gilt natürlich immer, ob auch der Amtshilfeantrag in dieser Hinsicht rechtmäßig ist oder ob da möglicherweise die Amtshilfe darum geht, wir mögen doch in irgendein System einbrechen, was uns normalerweise gar nicht möglich wäre. Also das muss man da natürlich differenzieren. Dass man das trainieren muss, ist keine Frage. Es gibt ja beispielsweise das LÜKEX, das länderübergreifende Übungen. Da ist das BBK derzeit in der Federführung für 21. Dort will man beispielsweise ein Szenario spielen, wo durch Cyberangriffe die Bundesrepublik Deutschland in irgendeiner Weise geschwächt ist. Und dann ist die für mich natürlich unglückliche Annahme, dass das Cyberabwehrzentrum es nicht geschafft habe, dieser Schadenslage dann Herr zu werden und deshalb dann sozusagen der andere Apparat, Katastrophenhilfe etc. anlaufen muss. Also in der Situation spielt die Bundeswehr sicherlich eine Rolle. Es ist vorstellbar, dort zur Amtshilfe gerufen zu werden, wie in jedem anderen Fall auch. Geübt werden ist immer gut, damit man überhaupt weiß über die verschiedenen Rollen, die dort wahrgenommen werden können. Und insofern sind wir beispielsweise bei LÜKEX natürlich auch dabei. Herzlichen Dank. Dankeschön. Ja, vielen Dank.
Wir sind jetzt am Ende der dritten Runde angekommen. Deshalb ist meine Frage, ob es da für eine weitere Runde, ich sag mal, Gesprächs- oder Fragebedarf gibt. Ich sag mal, mein Eindruck ist, wir haben viele Fragen. Jetzt hängt meine Kamera gerade. Das liegt aber daran, dass gerade über meine Heimatstadt Soest ein Gewitter niedergeht. Das schießt einen schon mal raus aus dem Netz. Oder so. Dann ist das gleich bei mir im Sauerland. Nein, das zieht nördlich der Haar lang und kommt nicht ins Sauerland. Das ist alles was für die geografischen Kenntnisse. Aber ich glaube, wir haben eine sehr intensive Diskussion geführt, die auch viele Fragen beantwortet hat, aber auch viele Fragen wieder aufgeworfen hat, die noch nicht beantwortet sind. Ich fand aus der letzten Runde nochmal den Hinweis darauf, ich sag mal, dass auch Verfassungsrealität geübt werden muss. Einen spannenden Hinweis darauf, dass wenn es Übungen gibt, die ich für sehr wichtig halte, die aber unter dem Gesichtspunkt, glaube ich, das Thema Beteiligung des Parlaments mal mit einbeziehen müsste. Wie sieht eigentlich eine solche Lage aus, in der auch das Parlament beteiligt sein müsste und wäre? Ich sage mal, wir hatten so etwas mit dem niederländischen Verteidigungsausschuss vor. Das ist hat wegen Corona nicht stattfinden können, um nämlich in einer Art politischen Übung die Frage zu klären, was passiert eigentlich unter dem Gesichtspunkt von Parlamentsbeteiligung, wenn eine deutsch-niederländische Einheit in einen Einsatz gehen sollte? Viele offene Fragen. Und ich glaube, an dieser Stelle ist es auch eine Frage, ich sage mal, eine politisch-parlamentarische Übung durchzuführen, in der eine solche Situation und Lage unter den Bedingungen, dem Rahmen des Parlamentsbeteiligungsgesetzes einfach mal durchzuspielen, ein solches Szenario durchzuspielen, finde ich sehr spannend. Und ich glaube, die Diskussion heute hat auch für die Arbeit des Verteidigungsausschusses eine Menge an Fragen, aber nicht nur des Verteidigungsausschusses, sondern des Innenausschusses und viele anderen Ausschüsse, weil es eben nicht in den einzelnen Sektionen zu trennen ist, der Parlamentsorganisation, sondern querschnittlich auch drübergelegt werden muss und auch querschnittlich angefasst werden muss, im politischen Raum dann entsprechend auch anzugehen. Aber wenn es im Moment keine weiteren Fragen, keinen Bedarf zu der nächsten Runde gibt, gibt es mit sicherlich den Bedarf zu einer weiteren Expertenanhörung, wann auch immer sein mag, weil wir müssen da konsequent an dem Thema weiterarbeiten. Das ist, glaube ich, schon sehr richtig. Dann würde ich an dieser Stelle als allererstes mal dem Ausschusssekretariat danken für die Vorbereitungsarbeit und für die Organisation des Ganzen. Das haben wir jetzt das zweite Mal in der kürzester Zeit gemacht. Und die Kolleginnen haben, glaube ich, viele Schweißperlen auf der Stirn gehabt, die sie jetzt alle abwischen können, ob das auch alles gut geht. Es ist gut gegangen. Und dann danke ich auch im Namen aller meiner Kolleginnen und Kollegen im Verteidigungsausschuss den beteiligten Sachverständigen für ihre Teilnahme und ihre fundierten Beiträge. Ich fand, es war eine sehr gute und sehr tiefgehende Diskussion, die auch deutlich gemacht hat, dass das Interesse des gesamten Verteidigungsausschusses an dieser Frage sehr groß ist. Ich würde an dieser Stelle meiner letzten hohen Aufgabe nachkommen und diese Ausschusssitzung schließen und Ihnen noch einen schönen Tag wünschen. Ich kümmere mich jetzt um die Folgen des Gewitters. Einen schönen Tag noch und vielen Dank nochmal. Bis die Tage, wie man hier so schön sagt. Und tschüss.